Okay, hey, na, wollt ihr ins Fernsehen? Ja. Ja, dann lass mal loslegen. Also, hi, willkommen bei Scanlan TV. Ja, wirklich. Was geht so heute hier? Ich komme nämlich gar nicht von hier. Wir fangen jetzt erst gerade an, in diesem Moment. Ja, heute ist irgendwie Party hier, habe ich gesehen. Ja. Wie ist die Stadt sonst so? Ruhig. Ruhig. Tot. Ja. Tot. Okay, Bürgersteige werden hochgeklappt. Ja, ihr zum Beispiel. Und heute ist voll die Hütte los. Klärt mich mal auf, weil eigentlich wurde ich nach Ravensburg geschickt. Jetzt sind wir aber in Weingarten. Das ist die Nachbarstadt. Das muss man den Leuten erklären, weil die kommen von ganz woanders. Die kommen aus Honolulu und so. Und hier ist irgendwie so ein Fest. Wann ist das genau? Ist es jetzt nachts oder ist es morgens oder was? Also einfach so mitten am Tag so. Aber du kommst schon von hier, oder? Ja. Okay. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Aber weiß irgendjemand, wie dieses Fest heißt, was jetzt hier morgen ist? Blutfreitag. Ach so, ja. Blutfreitag, genau. Ach so, ja, da laufen hier so Pferde rum. Ganz viele Pferde laufen rum? Ja, auch. Und dann wird, also es ist ein religiöses Fest, habe ich schon gelesen. Soweit war ich nämlich auch. Und das ist anscheinend irgendeine Parade. Ich habe vorhin noch Sitze gesehen, die gucken wir uns gleich auch an. Weil hier ist angeblich Jesus sein Blut. Und die haben das Blut von Jesus gefunden. Also die haben so ein Stück Klamotte mit Blut von Jesus gefunden. Ah. Also ob das stimmt, weiß keiner, aber... Ja, das ist also, dann in so einem goldenen Teil und das tragen die dann durch die Stadt mit solchen Pferden. So Geschichten kenne ich. Mein Schwager ist Rettungssanitäter, der erzählt auch meistens solche Geschichten, dass sie dann noch irgendwo an der Bahn stehen. Naja. Jedenfalls, wann ist denn die Hauptzeit? Also wann beginnt diese Parade? Weil jetzt ja gerade sind ja keine... Morgens. Wann denn also gegen 9 Uhr, glaube ich. 7 Uhr dann laufen die durch die ganze Stadt. Aber morgen ist doch Arbeitstag, ne? Ja. Aber nicht in Weingarten. Ja. Nicht in Weingarten. Ach, ist es Feiertag? Also arbeiten die Leute also, denn? Wir haben keine Schule. Also ach, im das ist Weingarten ja geil. Ist das ein Feiertag, nur im Weingarten. Ah, okay. Und dann gucken sich die Leute das an. Ja. Also ihr auch? Also steht eure Familie dann morgens auf und denkt sich, ja, jetzt gucken wir das Blut an, oder? Nee. Nicht? Okay. Ist es so eine Touristengeschichte, wo auf einmal ganz viele fremde Leute, so wie ich hier erscheinen und dumme Fragen stellen? Genau. Ja. Okay. Ja, cool. Willst du noch ein Kunststück auf dem Skateboard vorführen? Jetzt kommt der Olli, Alter. Den dahin. Ja, mach mal ein Ding, Olli. Mach nein. Bei mir klappen die Sachen auch. Ja, sauber. Ja. Sehr gut. Skateboard ist ja irgendwie Mode. Ich habe vorhin auch 3, 4 Leute gesehen mit Skateboard. Ja. Skateboard statt Weingarten. Ja, cool. Dann feiert mal schön. Und denkt an das Blut, ne? Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Wo läuft das? Oh, Mist. Ich kriege gerade durchgesagt. Darf ich mir das Skateboard einmal kurz leihen? Okay. Weil wir haben nämlich den Chat am Laufen. Ich kriege immer, über mein Ohr kriege ich immer so ganz wirre Anweisungen. Und ich soll Skateboard fahren. Von wem? Jetzt nur mal in dem Fall, dass ich jetzt unglücklich aufkomme und das Ding geht kaputt. Wie viel kostet das? 105. 105? Ja. Nicht 100. Kann mal irgendjemand in der Regie, ist das eigentlich dann haftpflichtversichert, wenn ich jetzt damit... Müsste doch eigentlich, oder? Weil das passiert während Dreharbeiten. Oh. War Test. Du hast ja auch 2 Dings gebraucht. Das Ding rollt weg, was soll ich da machen? Ich kann gar keinen Olli machen, weil das Ding wegrollt. Das ist bergab, ich renne. Oh. Ja, sehr gut. Oh, wo bist du denn? Was machen Sie hier? Interviews. Interviews. Mit Leuten, die fragen, was wir machen. Ja, deins war das, genau. Ne? Genau, was macht ihr denn? Achso, sorry. Was Dankeschön. Ich muss kurz meine Sachen abholen, sonst habe ich ein Problem. Genau. Skyline TV sind wir. Skyline TV. Genau. Ja, und was macht ihr? Was ist das euer Plan? Das frage ich mich auch immer. Also, Plan ist verspätet auf Sendung gehen und dann durch die Stadt ziehen. Also, die Leute schicken mich jedes Mal woanders hin. Ja. Und irgendwie haben die es jetzt momentan mit Süddeutschland. Das heißt, sie schicken mich seit Wochen jetzt nach Konstanz. Ich war in Augsburg, jetzt bin ich hier. Also, so kleine Reise. Ja, im Prinzip. Mit ja. Wohnwagen? Manchmal, aber nicht immer. Manchmal, ja. Ja. Was für ein Auto? Ja, ist ein Caravan einfach. Caravan. Genau. Ja, ist ja. Also mit fettem Logo drauf dann. Genau. Skyline TV. Ja, muss korrekt. Ja sein. Ja. Genau. Aber was ist dein Plan oder was ist deine Berufung? Weiß was musst du tun? Also, es gibt Leute, die ich vorher, von denen ich vorher weiß, dass ich sie treffe. Und dann gibt es viele Leute, die ich dann spontan antreffe. Okay. Die dann zu mir kommen und fragen, was ich hier mache und ob mit Wohnwagen oder ohne. Und... ja. Hallo. So, einfach nur so Spaß. Non ho capito l'ultima frase, non ho capito. Ja, gerne. Sì, sì, signore. Italiano? Sei italiano? Sto bene, grazie. Ciao, scusa. Ciao, ciao. No problema. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Mann.
Ja, das ist unser Plan. Also wir sind tatsächlich jedes Mal in einer anderen Stadt. Ja. Und dann gucke ich mir die Stadt an und rede mit den Leuten. Ach so, das ist einfach... Ah, ja, jetzt verstehe ich. Und das sind 4 Stunden am Stück live. Korrekt. Und das läuft? Ja, es werden jedes Mal mehr, sag ich mal. Okay. Es Geld, steigert sich Geld, langsam. Geld kommt gut. Geld kommt gut. Gut, oder? Ja. Kommt langsam. Hartz IV nichts mehr. Hartz IV jetzt seit letztem Jahr nicht mehr. Seit letztem Jahr? Ja. Okay. Student warst du? Ich wäre eh gekickt gewesen vom Amt, weil die haben den Wohnwagen entdeckt. Und das, okay, das ist die zweite Wohnmöglichkeit, das lassen die nicht zu. Die sagen, nein, ich kann ja auch da wohnen. Ja, ja, natürlich. Ja. Sonst würde ich ja nur abgreifen. Genau, ja. Da musst du halt schlau machen. Mit Zwinkern der Auge, weißt du? Ja, warst du schlauer wahrscheinlich als ich, ne? Bist du da cleverer gewesen? Ich bin cleverer gewesen, genau. Aber jetzt auch nicht mehr Hartz IV? Nee, warum? Also ich kriege ja jetzt alles bezahlt, weißt du? Das werde ich schön finanziert. Bam, wer bezahlt? Bam, bam, bam. Jeder. Jeder. Hier in ganz Deutschland. Nein, Spaß. Ja, aber kommst du denn hier? Nee, nicht direkt. Ich bin aus Hannover. Ach, cool. Ja, ja, ich bin dann von Hannover hierher und hab mir dann auch hier einfach ein paar Leute kennengelernt. Mein Bruder wohnt hier halt. Hier direkt im Weingarten? Nee, nee, in Ravensburg. Ah, okay. Ja. Aber heute bist du hier wegen der Gaudi hergefahren? So einfach, aus Flachs zu meinem Bruder einfach. Ja. Jetzt, der ist gerade zu Hause. Ich bin jetzt einfach hier so unterwegs, bisschen raus, bisschen sehen, was hier. So wie du. Fette Pferdeparade habe ich gesehen. Ja, also, ich gehört, heute, nee, morgen. Morgen, ja, morgen früh, genau. Ich mache immer Donnerstag, deswegen. Besser so, besser so. Wahrscheinlich, ja, besser das Wetter so. Ist besser. Heute war noch ziemlich heiß. Morgen vielleicht Regen. Vor allem, ne? Wetter.com hat 20 Grad angekündigt, ja. Für maximal heute. 20 Grad und ich dachte mir, okay, dann packe ich eine Jacke ein, packe ich ein Hemd ein. Deswegen ist mein Samsonite-Rucksack gerade kurz davor zu explodieren. Wenn ich den Reißverschluss aufmache, dann springt das raus, wie bei so einem Sprudelbrunnen, ne? Wie viel hast du gezahlt mit Hartz IV? 110 in 5 Raten. Auf Taschen, Kaufhaus.de habe ich einen Raten bezahlt, den Rucksack. Ja? Ja. Ich muss jeden Monat irgendwie 14,90 € überweisen. Okay. Ja. Ja, ja. Ich wünsche dir was. Ja, danke. Schön, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ja. Und man sieht sich gleich wieder. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Skyline TV. Genau. Immer donnerstags mit einer Stunde Verspätung. So. Ja. Na, habt ihr noch nicht genug? Mann, also können wir das dann noch sehen? Ja, und zwar bei YouTube. Wie heißen sie da? Skyline TV heißen wir da. Auf YouTube. Auf YouTube. Wann kommt das online? Gerade. Der Blog von anderen. Wie viel? Was? Wie viele Abonnenten sie haben? Oh, irgendwas vierstelliges. Ich muss mal, wie viele Abonnenten haben wir? Also nicht viel, 1000 noch was. 1068 oder so. Frag mir in Instagram. Ja, wie heißt du denn bei Instagram? Johann. Also Unterstrich und also Unterstrich Johann. Also was ich lustig finde, ich habe ja öfters mal so Leute, die dann irgendwie so reinrufen, ja, folgt mir da und da. Und das ist immer Instagram. Also auch je jünger die Leute, desto häufiger ist es Instagram. Ich dachte mir auf YouTube. Also mein Bruder macht YouTube. Ja, was macht er so? Ja, er macht Let's Plays und... Ja. Ja. Er ist Haram Albert, falls Sie... Haram Albert? Ja. Das ist aber nicht sein echter Name, oder? Der heißt Albert. Er heißt mit Albert mit Nachnamen oder mit Vornamen? Also Name hat seinen Vornamen. Ja. Okay, okay. Ja, ja, so kann man halt heißen. Ja, ja, meine kleine Schwester wäre, wenn sie ein Junge gewesen wäre, wer hätte man sie Ludwig genannt? Ludwig. Ja, jetzt können wir froh sein, dass sie nicht ein Junge geworden ist. Naja. Ja, cool, wir gucken uns jetzt nämlich noch ein bisschen die Party hier an. Ja. Cool habt ihr es hier. Ja, und auch noch andere Leute. Nochmal bitte? Ist das ein Prank oder ist das hier ernsthaft? Ja, halb ernst, halb lustig miteinander schwatzen, ne? Also wie der Typ eben, der hat ja auch gecheckt, dass er so ein bisschen Quatschantworten geben kann und dann haben wir uns ein bisschen hochgeschaukelt. Kommen Sie von welcher Stadt? Ich selbst wohne in Frankfurt. Okay. Sag nochmal, CF? Ah, und Snapchat, was ist eigentlich damit? Wollte ich noch fragen. Snapchat, ja. So. Ja, ist halt gut. Können wir euch da auch folgen? Ja. Edden, ja. Edden, Entschuldigung, stimmt. Ja, cool. Ich werde nachher nach Ravensburg fahren. Ja. Okay. Und dann treffe ich noch übrigens Cynthia und Sophia. Mhm. Die waren letztes Mal in Konstanz schon dabei, als die Leute mich nach Konstanz geschickt haben. Jetzt ist es zum Glück nicht ganz so weit im Süden. Das werden wir, glaube ich, so um 20.30 Uhr ungefähr machen. Kommt Ömer Toprak. Nochmal bitte? Ömer Toprak, der Fußballer, der schmeißt mal in Ravensburg. Achso, ja, wenn du ihn auftreibst, dann interviewe ich ihn gerne. Ja, okay. Können wir Prank machen. Ja, ja, irgendjemand muss ihn anrufen. Wir können auch jetzt einen Prank machen. Hast du seine Nummer? Nein. Ach, schade. Mein Kumpel. Ja, wollt ihr einen Prank machen? Also wenn ihr wollt, wir sind ja schon über 100 Zuschauer, glaube ich, ne? Lieber CF? Genau. Ich habe nämlich einen treuen Stammzuschauer, der auch dieses Projekt unterstützt. Und der hat mir diese Rohre geschickt. Und das ist, kennt ihr Holy? Dieses Holy-Pulver? Nein. Das ist dieses farbige. Ja, genau, so Farbpulver. Ja, ja. Was man aber irgendwie auch, also was kein Müll ist, ist irgendwie aus Mais oder sowas. Ja, ja.
Also das heißt, wenn wir jetzt eine Sauerei machen, dann kann das liegen bleiben. Nur ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also es ist jetzt eine Kanone und die geht irgendwie 6 bis 8 Meter angeblich. Ich muss uns aufmachen erstmal. Lass doch einfach die Holy-Kanone aufmachen. Komm, wir sind über 100 Zuschauer. Was soll's? Ja, noch passiert nichts. Hat doch keine Angst. Ja, ich mach's auf. Ja, dann auf geht's. Kann irgendjemand im Chat gerade mal nachgucken, ob das für unter 18-Jährige eigentlich gehalten ist? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe 2 Stück von Chris geschickt bekommen. Das kann auch sein, dass es einfach eine Untenverpackung ist oder so. Ja, es ist oben und unten genauso geschlossen. Ich halte es sonst irgendwie vorsichtshalber mal fest. Ja, geht nur da weg. Das kam auch ohne Anleitung, ohne alles. Ich habe nur den Link zum Shop noch gefunden durch Recherchen. Die sind so schwach. Die Armen. Oh, Digga, das sieht aus wie so eine Bombe, Alter. Eine Bombe. Lass mal gleich in die Mitte schießen. Okay, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich muss den Moment machen. Ich weiß es nicht. Darf ich snappen? Ja, snap alles. Hilf dein. Soll ich es einfach aufmachen? Sollen wir es einfach aufmachen, oder? Ja, lass einfach aufmachen. Digga. Es kann ja auch sein, dass es jetzt so eine, das ist nochmal innen. Ach, das ist nur, oh, ah, okay, das sind 2 Stück. Okay, und jetzt? Jetzt packe ich das mit dem Müll weg, warte mal. Toll, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich weiß auch. Ich will so ganz kurz vorsichtshalber vor durchlesen, ob das jetzt... Ah, warte, da steht's. Das musst du drehen, dann kommt es raus. Okay. Soll ich einfach... Ich guck nur mal kurz wegen den Altershinweisen, hier steht nichts vom Alter. Ja. Hallo. Ich will's auch machen. Twist to left. Ja, einfach so drin. Soll ich einfach... Schaff es nicht mal! Ja, probier's. Okay. Probier's mal nacheinander am besten. Hey, warte. Oh. Ja, wo ist das Pulver? Das ist weg. Da ist kein Pulver. Hä? Da muss irgendwas rein. Wo ist dieses schwarze Teil? Ach, da ist das Ding, oder was? Ja. Hä? Ich dachte, das wäre Müll. Scheiße. Okay, das war jetzt... Haben Sie noch eine Tüte? Nee, das ist die einzige, oder? Guck mal im Rohr nach. Da war nichts. Da ist nichts drin, das ist voll die Farsche. Wir müssen das schießen, denke ich. Das müssen wir schießen. Das ist doch kein Pulver. Wir können doch keinen Müll in die Luft schießen. Wo sind wir denn hier? Wir sind doch nicht in... Nein, das ist zu spät. Digga, wieso schießt ihr, Alter, mein Ohr? Wartet mal. Was ist das hier? Haben wir es in die falsche Richtung geschossen, vielleicht? Ja, kann sein. Nein, das hat dort irgendwas rausgeschossen. Aber ganz langsam nacheinander am besten. Also das andere gerade auch nochmal. Vielleicht müssen wir wirklich schießen. Oh, lieber Chris, bist du online? Hilf uns! Ja! Nee, du siehst nicht im Chat, oder? Missgeburt. Achso. Das Gute ist, Chris hat uns gleich mehrere davon geschickt. Also ich habe noch ein komplettes Rohrding davon. Das ist zu Hause leider, weil ich habe es nicht... Hier ist Aluminium oder so. Was ich am besten... Genau, ich davor, sonst kriege ich ein Problem. Ja, das war, glaube ich, die Idee, dass man das rausholen muss. Kann das sein? Das ist nicht ein Prank. Ich genau. Max, schieß hoch, du Opfer! Safe, Alter. Hast du Bum-Bum gemacht? Ja, ich hab das. Ich hab's gespeichert. Ja, Jungs, müssen wir alles aufheben noch, ne? Ja. Da war nichts drin, nein. Können Sie meinen Insta verlinken unten im Video? Mach ich's auch. Ich heiße Edunis Nulix. Edo ist unterwegs. Du bist auch unterwegs. Unterstrich Johann, unterstrich, so ist mein Name. Ich könnte mich vielleicht verlinken. Was soll ich jetzt verlinken? Wem soll ich? Edunis 0x. Edunis 0x. Chill doch mal die Base erstmal. Ja. Ohne. Ja, aber was hast du denn vor? Guck das hier. Edunis 0x. Mir reicht es, wenn ihr mir auf. Das müssen wir in die Kamera geben, sonst hat da keiner was davon. Ich hab meinen schon in die Kamera. Das ist jetzt ein Profil von was? Wie bitte? Von was ist das jetzt das Profil? Hier von einmal. Instagram. Ja. Könnt ihr auch folgen? Hey, Edunis, machen wir noch kurz. Edunis, OX und so weiter und so fort. Gut, lass uns gerade nochmal hier auf die beiden Dinger gucken. Hier ist es jetzt auch leer, ja. Kelly. Keine Ahnung. Willst du es mithaben? Nein, Mann. Lass es lieber nicht stehen. Dann muss ich jetzt entsorgen. Ja, genau. Dann mache ich den Müll weg. So, Kies. Alles klar. Mein Name ist Johann, unterstrich Johann, unterstrich, unterstrich. Abonniert mich in Instagram. So 2 Unterstriche? Ja, 2 Unterstriche. Oh Gott.
Wieso habt ihr denn alle zwei Unterstriche? Was ist denn da los? Ja, man darf keine Leerzeichen machen. Bei mir ist es ohne Unterstrich. Du bist auch ohne Unterstrich? Ja. Ja, sauber. Endlich mal jemand hier. Soll ich sagen? Ja. NVN. Ja. NVN. Punkt. Kalmen. Sehr gut. CF, hallo? Ach, ich habe hier mein Dings, meine Verbindung verloren, deswegen. Bin gleich wieder bei euch. Nee, nur meine Dings, meine Stimme im Ohr. Verbindung unterbrochen. Jetzt bist du wieder da, oder? Sorry, ich habe den ganze Zeit gar nicht gehört, was du so sagst. Das ist der YouTube-Kanal. Genau. Oh, da sieht man uns auch. Man hört ein bisschen was, weil alle durcheinander quatschen. Achso, okay, aber sieht man uns auch. Digga, das ist Müll. Müll macht man hier nicht. Johann, tu es. Wenn du willst, pack's rein, ich entsorg das. Aha. Ich suche jetzt einen Mülleimer. Ja, also ich glaube, das war das beste Pulvererlebnis des Lebens. Ich werde jahrelang brauchen, um zu versuchen nachzuvollziehen, warum. Aber es war wirklich kein Pulver, ne? Wir haben eben auch nochmal oben geguckt. Aber hier ist ja nicht. Also, falls irgendjemand Faser findet von diesem Holy Pulver, einfach Bescheid sagen. Honigpulver. Genau. Keine Ahnung, wie weit geschossen wurde. Wo wohnen sie oder wo haben die das? Safe auf dem Dach. Nur sowas. Sag nochmal. Wo haben sie diese Teile noch? Das hat mir jemand geschickt. Achso, der zweite, der ist in Frankfurt. Den muss ich erst wieder abholen. Das soll am nächsten Stream verteidigen. Ich geh mal kurz in den Müll nochmal. So. Ach ja. Ja, ich hab wieder die Lochhose an. Stimmt, die hatte ich schon letztes Mal an, ne? Das ist nicht so. Wenn ich eins liebe, dann ist es völlig überdimensionale Sachen auf dem Müll einmal entsorgen. So. Oh, ich hab gekleckert. Was hat denn der Chat noch so gesagt? Was gibt's denn noch so für Können wir irgendwelche Leute verarschen oder pranken? Ich muss jetzt weiter, sonst sind wir nicht mehr in der Zeit. Das ist das Problem, weil wir eh schon viel zu spät begonnen haben. Aber wir pranken uns das nächste Mal. Okay. Gehen Sie jetzt nach Augsburg? Ja, ich gehe jetzt erstmal zu einem Typen. Das ist der Herr Bay. Der wartet auf bei einem Stand auf mich. Und dann möchte er, dass ich beikomme. Ja, macht's gut, habt einen schönen Abend, bis bald. Ne? Ja, tschüss. Tschüss. Wir bleiben in Kontakt. So. Ja, lieber Chris, vielen Dank also für diese kleine Spende. Ich weiß halt irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so genau, wie das funktionieren soll. Ich habe auch vorher extra geguckt, also ich habe den Lieferschein entnommen, habe gesehen, dass du immens viel Geld dafür bezahlt hast. Ich danke dir sehr dafür. Aber ich habe nicht herausbekommen, also weder in Recherchen, dieser Shop, der eingedeutscht wurde, gibt zwar nur bekannt, dass es Holy Pulver ist, was 5 bis 7 Meter in die Höhe geschossen wird, aber ansonsten schwierige Sache. Naja, also jetzt nachträglich nochmal herzlich willkommen zum Livestream von Skyline TV live, diesmal aus Ravensburg, wobei nicht ganz, denn ich bin in die Nachbarstadt gefahren und zwar nach Weingarten. Das hat folgenden Grund. Erstens, meine netten Guides Cynthia und Sophia, die später noch dazukommen werden, können erst um 20.30 Uhr. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe hier in die Nachbarstadt, bei der man einfach mit dem Bus mit 10 Minuten Fahrzeit hinfahren kann und guck mir an, was hier los ist. Hier ist nämlich die Gaudi. Die werden morgen nämlich ein ganz großes Fest feiern und die Stadt ist so belebt wie nie. Und das muss man dann natürlich auch mitnehmen. Und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, komm, dann nehmen wir nochmal die Nebenstadt mit. Also nach Ravensburg geht es auf jeden Fall. Und bis 21 Uhr könnt ihr auf jeden Fall auch wieder abstimmen, wo es dann nächsten Donnerstag hingehen soll. Ich bin sehr gespannt, ob es wieder in den Süden geht oder diesmal auch irgendwo zum Beispiel in den Norden. Vielen Dank für die 25 Euro für Gießen mit CF. Hallo, verkauft ihr was? Ich würde gerne was kaufen. Ihr habt nur noch zwei Sachen. Was? 1,50 hast du gesagt, ne? Könnt ihr wechseln? Ja, können wir. Warum verkauft ihr das? Ihr seid Pfadfinder oder sowas? Oder ja, seid ihr Pfadfinder. Von der katholischen Kirche? Ja. Die ja jetzt dieses Fest auch zu verantworten hat. Das ist ja ein katholisches Fest, was hier läuft. Weil ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Also ich bin ein bisschen doof, weil ich von woanders komme und deswegen auch gar nicht weiß, was hier los ist. Ich wusste einfach nur, dass hier ganz viele Leute sind und ich werde jedes Mal woanders hingeschickt. Könnt ihr irgendwie erklären, was hier heute stattfindet oder heute Nacht oder morgen? Also heute Nacht ist Lichterprozession mit ganz vielen Kotzen. Das sieht man von der Basilika, sieht man wie so riesige Kotze über ganz Weingarten. Riesenkotze? Ja, also okay. Halt jeder hat eine Kotze und das sieht dann aus wie so ganz große. Überall sieht man Licht. Ja. Ganz hell. So, soll ich deine ganzen Geldscheine halten? Nee, also. Genau, 10 habe ich dir gegeben. 10 Euro. Und? 1,50 kostet, ich nehme beide. Beide, 1,50. Ich weiß zwar nicht, wo ich das jetzt noch alles verstauen soll, aber ich kaufe immer, das ist das Problem. Ich kaufe immer zu viel. Ich
können auch hier noch so, das ist umsonst so ein Lieder. Ach cool. Das ist jetzt, das sind die Lieder, die gesungen werden jetzt in der Prozedur. Ja super, vielen Dank. Okay, danke. Das, den 5 Euro, den gebe ich jetzt zum kleinen Geld, das geht schneller. Ist die Elf noch da? Diese muss man hochziehen und von unten, sonst geht das da kaputt. Also, okay, alles klar. Ja, halt mal ganz kurz. CF, CF, CF. Okay, wann wird das angezündet? Also um 9 Uhr geht's los, Lichterprozession. Ach, heute um 21 Uhr schon? Ja. Und ist da nachts noch irgendwas oder geht das dann erst morgen früh weiter? Nein, das geht bis in die Nacht rein. Also an der Basilika startet es und dann gibt es so Gruppe und dann die laufen einfach durch alle, also durch Straße und mit ganz vielen Kreuzen, die sind alle an und dann laufen die halt durch Weingarten, durch bestimmte Straße. Okay, da bin ich bestens dafür vorbereitet. Ja. Alles klar, dann noch viel Erfolg. Ja, bis dann, okay. Tschüss. Darf ich Sie fragen, worauf Sie warten? Wir warten, dass unsere Frau mal vorbeikommt. Also, ja. Also das, sie zählt nicht zu den 100 Reitern, die hier heute Abend noch durchreiten sollen, oder ist es morgen? Nee, heute geht ja nur die Prozession hier durch. Okay, weil ich komme gar nicht von hier und ich bin noch nicht vollumfänglich informiert. Nee, heute Abend ist die Prozession. Die findet aber in der Kirche statt, nicht draußen? In der Kirche ist dann der Gottesdienst und von da aus gehen dann die Gruppen hier rüber zum Kreuzberg. Okay. Die teilen sich dann, eine Gruppe geht über den Friedhof, die andere geht hinten. Also lohnt es sich schon, dass man hier noch die Plätze besetzt, weil die Leute hier durchgehen? Auf jeden Fall, ja. Okay. Das fühlt sich nach und nach. Da werden viele Leute da sein. Ja. Und dann, Sie haben schon eine Kerze, dann wird die Kerze angezündet und dann geht man auf Kreuzberg, Friedhof. Haben Sie denn auch schon eine Kerze? Die hole ich mir später, weil ich sie unhandlich finde, wenn ich sie hier trage. Ach so, ja, ich merke es gerade auch. Ja. Ich habe es gekauft von Kindern, wo ich mir dachte, ach, den muss man das abkaufen. Ich habe immer das Problem. So habe ich auch gedacht, aber ich habe gesagt, ich komme später nicht. Ich bin immer im Kaufrausch. Warum sind die Sitze rot? Das hat nichts zu bedeuten, oder? Das hat nichts zu bedeuten. Nee, okay. Also morgen sitzen nur geladene Gäste hier. Ja, ich habe mal einen Blick in das Programmheft gemacht. Da ist relativ früh auch Programm. Ist jetzt in der Nacht dann auch irgendwas? Oder, also ja, die ganze Nacht durch. Ist in der Kirche Programm. Also auch um 3 Uhr nachts und so? Messe, ganze Nacht durch. Um 4 Uhr morgens? Ja. Und wer guckt sich das denn noch an? Ja, die Reiter zum Beispiel, die ja praktisch schon um 6 Uhr oder was oder 5 Uhr losreiten oder 6. Mein Aufstellungsort ist oben an der Basilika. Ach. Teilweise bleiben die ganze Nacht dran in der Kirche. Die ist ganze Nacht auf. Gibt's auch gar nicht. Also gibt's hier, aber sonst nicht. Also selten. Habe ich noch nicht gehört. Aber beim Blutritt schon. Ja. Ist morgen Feiertag hier? Morgen ist kein direkter Feiertag, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich auch kein Schwabe, aber Augenblick mal. Morgen. Kommen Sie denn her? Aus Bremen. Aus Bremen? Ach, da darf ich Sie erstmal willkommen heißen. Dann schenke ich Ihnen erstmal eine Kerze, einfach weil Sie aus Bremen kommen. Kommen Sie auch aus Bremen? Nein. Oh, das tut mir leid. Dann. Das ist ein Franke. Ach so, okay. Und dann treffen Sie sich hier? Ja, ich wohne hier. Ich habe meine Frau hier geheiratet und bin hier runtergegangen. Habe mich versetzen lassen hier runter. Aber für Ihre Frau sind Sie hergezogen? Genau. Ja, das gibt noch eine Kerze. Oh, vielen Dank. Jetzt sind Sie die Kerzen los. Ja, aber ich bin noch den Wachs los. Ich habe hier schon ganz weiße Finger hier. Ja, das ist ja super. Ja, ja. Ach krass, das wusste ich ja nicht, dass es die ganze Nacht durchgeht. Ja, ja. Wow, dann werde ich... Sie übernachten? Im Prinzip ja, aber meine geplante Übernachtung ist eigentlich heute im Intercity nach Ulm und dann mit einer Stunde Wartezeit oder so. Woher kommen Sie? Aus Frankfurt. Aus Frankfurt. Ja, genau. In Ulm, glaube ich, wartet dann ICE. Das ICE, das kenne ich auch, ja. Mein Nachtprogramm, aber ich gucke es mir vielleicht im Livestream an. Ist doch herrlich. Im ICE, ich fahre gern. Ich bin 4 Jahre gefahren. Ja, es gibt ja auch nichts anderes hier in Ravensburg, ne? Also kein anderer halt als Intercity. Ja, Ravensburg, ja. Und dann halt in kleinen Strecken unterwegs. Da können Sie auch nochmal anhalten, gucken, wie die alten Bahnhöfe sind und so. Und dann ist ja umsteigen und dann geht es in ICE. Ich habe gesehen, in Weingarten gibt es einen Halt einer Bobbahn. Also ist das eine echte Bobbahn? Von Aulendorf nach Friedrichshafen und pendelt immer hin und her. Und auf dem Halt hält sie einmal in Weingarten? Weingarten-Berg aus der Station? Berg, ja, da kommt Niederbiegen. Da wohne ich. Ah. Niederbiegen, sollte man sich merken. Auf jeden Fall, mit Anschritt ein bisschen. Ja, und dann kommt Mochenwang und so weiter und dann Aulendorf. Aulendorf ist Tutti und dann fährst du wieder zurück. Tutti? Aus. Achso, ja. Bis dahin geht's. Ich dachte, da gibt es einen Ort, der heißt Tutti. Und dann, okay. Ah, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es sich noch füllt, aber ich muss nachher nach Ravensburg. Da warten Cynthia und Sophia auf mich. Achso. Aber, also es fühlt sich sehr, also der ganze Platz wird voll sein. Nicht so wie sonst hier in Weingarten?
ich sage... Es ist ein Highlight, sagen wir so. Genau, ja. Das ist wahr. Weingarten ist zwar eine Stadt, aber doch ein bisschen Provinz. Ja. Dann grüßen Sie mir Bremen, wenn Sie das nächste Mal wieder dort sind. Ebenfalls Frankfurt, ne? Ja, ja. Mache ich. Gleich direkt heute Nacht. Das ist der Pflaster. Um 5 Uhr morgens. Ja, ja, ja. Ich versuche relativ häufig da rauszufahren. Ja, das ist klar. Ja. Von der Polizei und darum kenne ich diese Frankfurter Milieu auch ein bisschen. Ach, Sie arbeiten bei der Polizei? Ja. Ah, oh. Die Katzen jetzt wieder haben, oder was? Nee, nimm sie ruhig. Ich habe auch noch mehr dabei. Ich wollte sie noch, also ich habe wirklich nichts gemacht. Also heute Abend auch nicht. Und ich habe den Müll von der Holy-Kerze, von diesem Kanonendings, was ich an unter 21-Jährige rausgegeben habe, obwohl der Chat gesagt hat, ab 21 habe ich auch wieder aufgehoben. Also ich habe meinen ganzen Müll mitgenommen. Hat das irgendwo ausgestrahlt oder so? Bei YouTube, ja. Ja, dann kann ich mich mal sehen, oder was? Ja, sehr gerne. Was haben Sie denn, darf ich fragen, wie so, also haben Sie in Frankfurt auch gearbeitet dann als Polizist? Seminare war ich da. Okay. Gearbeitet habe ich in Bremen, habe mich versetzen lassen hier. War in Fehlgesagt das meiste los? Fehlgesagt nicht, nee. Okay. Gröbling. Und jetzt aber arbeiten Sie nicht mehr als Polizist, oder? Nee, jetzt bin ich pensioniert. Jetzt ist meine Tochter da. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt schlimmer ist, so wie viele dann auch das mal? Das hat sich verändert, aber das ist, glaube ich, immer so, dass man im Alter rückblickend sagt, immer, es war schöner vorher. Das ist, würden Sie bestimmt auch sagen, wenn Sie älter sind, sagen Sie rückblickend, ach, früher war es viel schöner. Das stimmt, dieses früher ist alles besser, finde ich auch immer sehr subjektiv, weil das häufig einfach auch emotional. Das Arbeitsaufkommen und so wird schon anders. Das Verhältnis Bürger-Polizei hat sich verändert. Man ist aggressiver geworden und das war früher nicht so. Man hat ein viel besseres Verhältnis gehabt zum Bürger. Dann ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass man die Posten aufgelöst hat, dass man dann zentralisiert hat mehr oder so. Und das Verhältnis Bürger-Polizei war früher besser, weil man ja auch Ansprechpartner hatte im kleinsten Dorf. Ja. Das ist halt man halt verändert. Ich finde es sehr aufregend, weil ich vermeide es, normal mit Polizisten zu reden, weil ich mir immer denke, die werden schon genug zugequatscht. Also wenn jemand zum Beispiel im ganz normalen Polizeikostüm, wie heißt das? In Uniform, herumläuft, dann denke ich mir immer, okay, da sind schon so viele Bürger, die dann auch einfach sagen, ja, hallo, dies und das. Was mir jetzt aber auffällt, ist, dass die schon eine verstärkte Präsenz dann auch in den sozialen Netzwerken zum Beispiel zeigen. Also vor allen Dingen Polizei Frankfurt ist ja sehr auf Twitter auch aktiv. Ah, ja, klar. Man muss heute mit der Zeit gehen, das ist ganz klar. Früher hat man getrommelt. Ja. Nur jetzt ein bisschen. Darf ich Ihnen so ein, zwei typische Fragen stellen, die Sie wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört haben? Zum Beispiel, welchen Dienstgrad Sie haben? Hauptkommissar. Und haben Sie schon mal einen Schuss abgefeuert? Nein. Okay, das ist aber auch eine gute Bilanz, oder? Außer natürlich Übungs. Ja. Aber ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Ja. Ich war manchmal davor, kurz davor oder so, aber ich bin froh und glücklich. Ja. Kann man so eine Situation vorher überhaupt erkennen? Also auch wenn Sie von Kollegen dann gehört haben, da war sowas dann irgendwie nötig, erkennt man das? Oder sind das dann Leute, die dann auch so impulsiv handeln, dass man es gar nicht einschätzen kann? Ich muss sagen, Situation kann man schon damit rechnen, bei bestimmten Situationen. Es kommt ja immer auf den Gegenüber an. Wie verhält er sich? Ist ja sehr aggressiv. Ja. Und dann, was hat er in der Hand oder wie auch immer. Es gibt Situationen, wo der plötzlich auf sich zuläuft und zustimmt. Und was machen sie dann? Und so, heute wird die Polizei ja immer wie soll ich sagen, jedes bisschen wird aufgenommen. Alles wird über dokumentiert, von jedem mit Handy oder irgendwas. Mhm. Und wenn sie dann irgendwie mal was Falsches machen, dann wird dann immer drüber diskutiert und auch YouTube reingestellt und dann kommen diese... Und aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, teilweise. Deswegen finde ich glaube, ich bin eines der wenigen, die es tatsächlich interessant findet mit der Bodycam, die einige, also in Hamburg zum Beispiel habe ich das gesehen. Finde ich auch nicht schlecht, zumal es ist ja gar nicht so schlimm, dass das ja ewig gespeichert bleibt, sondern ich glaube, das wird nur im Anwendungsfall wird es dann verwendet, das Material, ansonsten wird es gelöscht. Das ist ja für beide Seiten. Ne? Der eine kann, der Bürger, der, da kann man ja jetzt, kann die Polizei beweisen, dass er aggressiv war oder so. Mhm. Und der andere kann natürlich dann auch sagen, Moment mal, von der Polizei wurde ich irgendwie gewalttätig angegriffen oder er hat sich nicht richtig verhalten. So. Man kann beide Seiten immer. Und jeder hat dann seine Möglichkeit, das darzulegen. So. Ja, und man kann es besser darlegen durch eine Aufnahme, die jetzt ungeschnitten ist, als wenn man jetzt irgendwelche Schnippel... Ich habe schon viele Aufnahmen in YouTube gesehen, die alle Zusammenhänge aus vollkommen anders waren.
ja. zum Beispiel. Dass den Einsatz in der Einsatzgruppe einen da festgenommen hat und dann hat man da gesagt, die waren zu hart und so. Aber dass er im Vorfeld durch eine glückliche Aufnahme eines anderen wieder, ja. konnte man sehen, dass diese Person eine andere Person zuvor angegriffen hat. Ja. Ja, und er hat sich dargestellt, als hätte er nichts gemacht. Und so. Ja. Und dann wurde das vollkommen anders dargestellt. Also ich denke mal, wahrscheinlich gibt es wie in jeder Berufsgruppe auch irgendwelche schwarzen Schafe. Ja, überall. Ganz klar. Aber also den Kommentar, den ich am meisten hasse, sind immer dieses ACAB. Wenn die dann sagen, alle Polizisten sind Schweine, weil das ist so... Das ist im Prinzip so, wenn man irgendwie auf Kommentare hinweisen möchte, die so ein bisschen die heutige Diskussionskultur widerspiegeln im negativen Sinne, dann ist das ein typischer Kommentar, weil da einfach einmal so richtig schön innerhalb von 4 Buchstaben pauschalisiert. Und das ist, ja, finde ich dann immer sehr ernüchternd, wenn ich dann bei irgendwelchen Videos dann auf sowas stoße. Ich habe jetzt einen lustigen Aufkleber gesehen in Konstanz. Da war das umgeändert, da stand dann AZAB wegen Zöllner. Fand ich interessant, aber machen die da noch irgendwas? Sie waren hier unten noch gar nicht tätig dann, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Ja. Ach ja, und ich denke, Bremen ist immer so freundlich. Bremen ist freundlich. Ist es auch. Ist eine wunderschöne Stadt. Dafür haben Sie auch gesorgt. Zum Teil. Man kann die Welt nicht verändern. Das war, wenn Sie, Sie gehen den Beruf, wenn Sie, sagen wir so, das war mein Wunschberuf. Ja. Wenn Sie dann hingehen, würden Sie, kriegen Sie ein anderes Bild. Sie kriegen vollständig ein anderes Bild. Das Leben ist anders. Und sie dürfen bloß eins nicht machen und versuchen, ihr Leben darauf aufzurichten, dass sie die Welt verbessern als Polizist. Sie können ihnen teilweise bestimmte Veränderungen durchführen oder teilweise, aber verändern tun sie nichts. Wenn sie jetzt Leute festnehmen, die vor Gericht dann freigesprochen werden, warum auch immer, dann ist das so. Dann ist es so. Fertig aus. Und dann dürfen sie sich keine Sorgen machen. Ha ja, und was habe ich gemacht? Und der müsste doch und so. Ist erledigt. Wenn es recht, alles rechtens ist, ist es toll doch in unserem Staat. Aber im Grunde haben Sie ja eigentlich jeden Tag Leuten auch ein gewisses Sicherheitsgefühl gegeben und durch kleine Taten ein bisschen was verändert, finde ich. Also, so könnte man sagen. Ja, also man könnte sich dann sagen, ja, super. Ja. Aber da gibt es andere Dinge und andere Menschen, die viel mehr machen. Rote Kreuz. Die Einsatzgruppe von Rotem Kreuz oder Feuerwehr oder so, sie sind alle, also mein Beruf. Ja, aber Sie sind Polizist gewesen, also es ist schon ein gefährlicher Beruf, bei dem man dann auch viel, dann, ja, wo Sie viel getan haben. Jetzt kommen Sie aber jetzt mal hoch, bitte, auf einen hohen Ross. Nee, wenn der Dachdecker hochgeht, ist es genauso gefährlich. Jeder Beruf hat eine gewisse Gefahr. Die Arbeit auf der Autobahn oder irgend sowas. Ja. Ich habe das nie als Gefahr so gesehen. Okay. Hat gekribbelt ein bisschen. Ja. War schön. Ja. Ja, das ist, es sind interessante Berufe, bei denen es kribbelt. Ist das jetzt auch Ihr Beruf oder? Nur jeden Donnerstag. Das ist eine Berufung, genau. Ja. Berufung. Ja, ich würde es mir komplett nicht leisten können. Ich fördere das quasi durch mein Privatvermögen, welches ich mir immer spontan dann 2 Tage dazu verdiene. Aber nee, genau, das mache ich immer ganz gerne. Jeden Donnerstag einfach mal durch eine fremde Stadt ziehen und durch einen fremden Ort ziehen. Super. Das ist Ihr Kollege, oder? Nee, das ist ein Kameramann, den ich geborgt habe. Ach so, den buchen Sie? Ja, meistens buche ich oder Tom ist mit dabei. Tom kommt ungefähr die Hälfte oder 3/4 der Folgen mit. Ja. Der wohnt Sie nur in Berlin. Tom, ist ein bisschen weit weg. Wenn ich Ihnen sage, Paul. dann sage ich, nee, Tom. Tom, okay. Ja, das ist Tom Knoll heißt einfach. Ja. Und YouTube, wo kann ich, unter welchem Stichwort kann ich da suchen? Skyline TV. Skyline TV. Genau. Okay. Ich komme halt auf den Tür. Ja. Das glaube ich weniger. Doch. Ja. Ja, lieben Dank. Und noch gern geschehen, ja. Ich hoffe, Ihre Frau kommt bald. Ja, wahrscheinlich mit der Gruppe. Ja, ich hoffe. Vielleicht finde ich sie noch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Genießen Sie den Abend und das schöne Wetter. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hallo. Na, seid ihr schon wieder unterwegs? Habt ihr schon viele Kerzen verkauft? Naja, 2. 2 erst? Wie lange seid ihr denn schon unterwegs ungefähr? Also ich nicht, das sind halt unsere Freunde und wir wollten halt zu denen. Ja, ja, aber das ist eine coole Beschäftigung. Ja. Vielleicht werdet ihr noch mehr los heute. Ja. Ja, cool. Ja, dann viel Spaß und genießt den Danke. Abend. Wir haben schönes Wetter, ne? Ja. Bis dann, tschüss. Tschüss. Vielen Dank für die 5 Euro für Hamburg.
Es gibt so ein paar Städte und Orte, für die auch geboten werden und geboten wurden, bei denen sich verschiedene Leute bereit erklären, dann zum Beispiel auch wieder Guide zu sein. Wir hatten letztes Mal schon das Thema Smash in Saarbrücken. In Hamburg sagte Holger Kreimeier, würde er gerne mitkommen. Er will unbedingt durch den Kiez ziehen. Na gut, ich meine, was kostet ein Personenschützer? 200 Euro oder so? Man muss einfach nur die Leute da aus dem Bild halten, die ganze Zeit sagen, ich bin im Fernsehen, ich bin besoffen auf dem Kiez, ich bin im Fernsehen. Und das kostet halt ein bisschen Geld. Aber ist alles hinzubekommen. Das ist ein cooles Fahrrad. Oh, wir haben schon 1956, ich muss an den Bus denken. Eieieiei. Da haben wir uns aber verquatscht gerade. Hallo. Brunnen-TV, liebe Leute, finden wir in Ravensburg. Da habe ich schon was extra Nices rausgesucht. Das machen wir dann, wenn wir übersiedelt sind. So, 1956. Also, was wir jetzt hier sehen auf diesem Platz, beziehungsweise vor dem Platz, ist die Basilika. Da geht der Punk ab heute Nacht. Und das ist quasi der Ort, der das Zentrum darstellt dieser Feierlichkeit heute Abend. Und darauf, genau, deswegen bin ich hier halt mal erschienen. So, jetzt die Sache, jetzt haben wir 1956. Das sind jetzt einige Stufen, jetzt muss ich mal kurz kombinieren. Das Witzige ist ja, ich habe mich vorhin verabredet noch mit einem Typen, der hier dann auch nochmal was zu dem Fest erzählen kann. Das ist der Herr Bayer, aber der ist gar nicht da. Oh. Na gut, dann gehen wir langsam zur Bushaltestelle. Hier gibt es immer noch einen Krebsstand. Wenn ihr wollt, dann können wir uns noch ein Herz kaufen. Vielleicht kann man es sogar noch individuell beschreiben lassen. Ich glaube, das dürfte jetzt auch die Richtung... Ja genau, da ist die Poststation. Weil, was wir jetzt vorhaben, wird ein bisschen langweilig. QR-Codes übrigens, lieber Bimbam, werden wir auch noch finden, bestimmt. Wir werden nämlich gleich mit dem Bus dann rüber nach Ravensburg fahren. Das dauert aber nur 10 Minuten. Oh, darf ich Süßigkeiten? Chat, darf ich Süßigkeiten? 5 Euro kostet ein Herz. Ja, willkommen aus Bad Godesberg von Haribo. Nee, warte mal, wo sind wir jetzt? Nicht Haribo heute, ne? Ich verwechsel immer die Folgen. Das ist immer auch, wenn ich mir die eigenen Sachen auch mal so viel angucke. 100 Gramm, nur 1,50 Euro. Nur 1,50 Euro. Aber hier gibt es gerade zum Beispiel diese gelb-schwarzen Kugeln. Hier sind Kombinationen dabei, wo ich sogar sagen würde, das hat sich Haribo in Bonn nicht getraut, als wir dort waren. Der Chat sagt, ich soll ein Herz für Cynthia kaufen. Denk daran, dass Sophia auch noch mit dabei ist. Okay, dann kaufen wir schnell ein Herz. Aber das muss halt wirklich jetzt. Ich werde da nicht irgendwie so von wegen, ich liebe dich oder ich vermisse dich, mein Goldstück oder so. Wir müssen irgendwas finden, was, wo sie sich nicht sofort denkt, Adam, bist du bescheuert? Wenn ich sowas schenke, dann soll das, was da drauf... Hier zum Beispiel auch sowas halt nicht, ne? Bück dich, finde ich zum Beispiel, ist eine ganz unglückliche Aufschrift. Eine ganz kurze Frage. Beschriften Sie die auch individuell, wenn ich jetzt was bestelle? Okay. Und das sind alle Motive, oder? Ja, okay. Ich schaue nochmal ganz kurz. Genau. Ich brauche irgendwas Neutrales, wo zum Beispiel drin steht mit freundlichen Grüßen oder so. Oder viele Grüße, mein Name einfügen. Oder... oder frei und wild. Ja, sie schaut nochmal nach. Frei und wild. Ja, das stimmt. Das wäre, glaube ich, jetzt wirklich das Neutralste. Ansonsten kann ich irgendein anderes Herz nehmen und da die Buchstaben abkratzen. Aber ich liebe dich... Ich bin eigentlich blond. Ja, das ist doch mal cool, oder, lieber Chat? Sagt mal, was ihr davon hält. Ich bin eigentlich blond. Das ist einfach ein Statement, wo man noch lange drüber nachdenken kann. Ich liebe solche Sprüche. Das könnte auch auf dem Kalender meiner Mutter stehen, wo sie dann auch sagt, ach, was für ein schöner Satz. Die meisten sagen, bück dich. Ja. Nee, okay, dann würde ich gerne, wo waren das jetzt? Dieses hier, ich bin eigentlich blond, würde ich gerne kaufen. Soll ich das irgendwie abhängen oder so? Also sie machen das, sie sind Profi. Genau. Ich hole lieber das Geld raus. Do it dirty ist auch schön, tatsächlich. Oh Mann, hier fallen die ganzen Karten raus. Ich laufe mal ganz kurz hier hin. Das geht so. Oder wobei, einpacken, haben Sie da so eine kleine Tüte für? Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Ja, ich glaube, die meisten wollten lieber, dass ich bück dich kaufe, aber ich glaube, das ist schöner, neutraler.
Dankeschön. Tschüss. So. Hallo, willkommen in Konstanz. Nee, warte mal. Weingarten, sorry, ich komme mit diesem Wochenrhythmus nicht zurecht. Naja, kann ja mal passieren. Hallo. Hier bei den ganzen Leuten, die lächeln mich eigentlich so an, dass ich denen auf jeden Fall auch so ein bück dich Herz schenken sollte. Naja. So, jetzt geht's mal kurz zur Post. Ja. Und dann geht's nach Ravensburg. Wo dann Cynthia und Sophia uns empfangen. Die waren das letzte Mal in Konstanz schon dabei. Hey! Oha! Tag! Vatertag am Genießen hier? Ja. Sie sind am Vatertag genießen hier? Richtig. Wie lange geht's heute Abend noch hier bei euch? Bis zur Lichterprovision. Mit Bollerwagen ist man hier aber nicht unterwegs, ne? Vermisse ich so ein bisschen. 1. Mai ist das. Das ist eher 1. Mai. Ja, da wo ich herkomme, aus Mitteldeutschland, da machen die es alle mit dem Bollerwagen um die Zeit. Ja, die haben ja verloren letztes Jahr, den Bollerwagen. Das stimmt. Ja, dann ich guck mal, ob ich einen neuen für sie finde. Ja, für was denn? Für YouTube, für Skyline TV. Ich muss jetzt aber los zum Bus, weil es jetzt nach Ravensburg geht. Ah! Beim Pferdebus. Beim Pferdebus. Genau. Ach so. Pferdebus. Sorry. 10 nach. Das war ich Knopf im Ohr habe. Pferdebus. 8 nach, 10 nach. Ich weiß gar nicht. Ja, jede halbe, glaube ich. Heute jede halbe. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Wie bitte? Der Chat ist enttäuscht wegen des falschen Herzes. Die wollten alle bück dich. Ja, aber Leute, nur mal im Ernst. Also... ich habe dieses Herz ja auch selbst gekauft. Ist ja nicht so, dass irgendjemand 5 Euro gesendet hat und gesagt hat, hier, hier, jetzt kauf dieses bück dich Herz. Dann hätte ich natürlich sagen müssen, Leute, sprecht es vorher ab, aber jetzt kaufe ich es. Und ich finde, ich bin eigentlich blond. Wobei, das kann man auch zweideutig sehen. Da denkt sie sich jetzt auch, ja, ist das jetzt auf mich bezogen? Bin ich jetzt so blöd, weil dieser Blondspruch irgendwie darauf hindeutet oder so? Ja. Ich glaube, es ist egal, was man kauft. Die Leute interpretieren alles hinein. Zerf, magst du mir die genaue Uhrzeit sagen des Busses? Passt. Das wäre die Poststation. Ja. In 4 Minuten. Achso, hier hält er schon. Also wäre er schon da. Ja, cool. Danke. Ich glaube, ich wäre noch ewig weitergelaufen. Ja, auch hier. Guck mal, da oben Schild. Da oben Schild. Ah ja, cool. Da fährt auch die 1, ne? Aber die fährt nach Beinfurt, Beint. Okay. Frag mal hin. Der Bus fährt nach Ravensburg, oder? Von hier, ne? Von hier nicht? Oh, fuck. Dann müssen Sie auf die andere Seite. Oh, fuck. Da, auf dies. Genau, da. Dann, ich überquere die Straße illegal. Danke, tschüss. Aber warum will der denn jetzt links abbiegen? Ah, er will doch nicht links abbiegen, weil er weiß, Skyline TV ist unterwegs und wir müssen hier durch. Okay, okay. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen, weil wenn der Bus jetzt kommt, dann kann ich mich jederzeit auf die Spur stellen und ihn an der Einfahrt behindern. Ja, sag nochmal, Tiff. Bittersweet sagt 10 Euro, wenn du es do it dirty. Der Bus fährt. Hätte ich sonst gemacht. Und der Bus fährt hier nicht häufig. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die Taxen fahren, ob die Taxen hier regelmäßig fahren oder ob sie heute überhaupt fahren. So, RV Hamburg, Bahnhof meine ich. Ja, hallo liebe 128 Party People. Also, kurz zur Aufklärung. Ich fahre jetzt ein bisschen Bus. Ich habe jetzt ein Schild, ein Herz gekauft mit der Aufschrift, ich bin eigentlich blond. Es geht nach Ravensburg, dort erwarten mich 2 Guides und Ravensburg ist die Stadt der Türme. Deswegen, wahrscheinlich hat sich der Chat das auch letzte Woche ausgesucht. Kuckuck. Und deswegen werde ich dort auch nochmal vorstellig werden. Das war Weingarten. Hier nochmal ein Blick auf die Petersilie. Basilico? Basili? Basilik? Basilika, genau. Wo auch schon die Leute gespannt warten. Auf Skyline TV in Ravensburg, dort oben als Public Viewing Bahn aufgebaut. So, sehr auf den Chat schreibe ich nicht so auf, ne? Ich hab's nämlich vergessen vorhin am Schluss. Ja, dankeschön.
Oh. Ach so. Oh, ich bekomme gerade einen Hinweis, dass vielleicht der Bus gar nicht hier fährt, weil Feiertag ist. Warte mal, Sonnenfeiertag. 2037 steht hier, scheiße. Der davor ist nicht eingetragen, nee. Können wir in 3 Minuten zum Charlottenplatz gehen? Ist Charlottenplatz weit? Keine Ahnung, frag die Jungs da. Ey Jungs, Charlottenplatz zu Fuß, ist es innerhalb von 3 Minuten machbar? Ja, klar. Ja? Okay. Einfach nur rechts gehen. Super, danke schön. Ich komme nicht von hier, ich bin ein Idiot. Tschüss. Danke. Beste Antwort, die man erwarten kann. Einfach nur ein, ja klar. So, einfach hier rechts. Was gibt's für eine bessere Antwort? Ja, einfach nur rechts. Entschuldigung, Charlottenplatz? Ist das hier die richtige Richtung? Charlottenplatz, ja. Einfach geradeaus gehen. Charlottenplatz, ja. Gerade und dann rechts, also ohne 100%ige Garantie. Aber 90%. Ja, ja. Okay, danke, tschüss. 95, ja, das ist gut, das reicht mir doch völlig. 99, super. Das wird immer höher bei ihr. Die bietet sich selbst hoch. Aber innerhalb von 3 Minuten? Ich sehe es ja noch nicht mal. Alle sind nett im Weingarten, das stimmt. Ja, ich kann ja rennen. Ich meine, der Kameramann muss nur hinterherkommen. Das ist, wir sind ja hier mit Equipment unterwegs. Ich muss durch, wir sind vom Fernsehen. Danke, tschüss. Stimmt, falsche Bude. Was ist denn das jetzt? Ach, die Live-Karte. Stimmt, mache ich gleich im Bus, Leute. Oh, da sind 3 Polizisten. Mit dem Kontrabass. Wo? Der Bus fährt gleich bestimmt vorbei. Komm, ich würde sagen, scheiß auf das Bild. Lass uns rennen. Aber nicht runterfallen lassen. So. Wo? Da, cool! Aber sie sagte rechts und sie war sich zu 99% sicher. Halt die Steck. Ja, das ist die einzige Bushaltestelle, hier muss es sein. Ich gucke einfach mal nach einem Bus. Da vorne steht auch ein Mann, ich glaube, der gehört, der ist Zuschauer, ich glaube, der will mir was zeigen. Das ist ein Chaos, ich habe mir den Plan vorher extra rausgesucht, aber... Okay. Ach doch, hier ist die 1. Hier ist aber auch eine 2038. Wir sind wieder falschen Bude. Aber nicht schon wieder. So machen wir uns denn den Stress. Hier fährt kein Bus. Was ist das hier mit Charlottenburg? Ja, aber der kommt jetzt in 20 Minuten. Der kommt erst um 20 vor. Ich dachte, ich kriege jetzt den um 10 nach. Viertel vor erst. Ja, also 20 vor ungefähr. 20:38. Das ist ja 9 kommt der erst. Kann doch gar nicht sein. Ja, das kann wirklich nicht sein. Das ist ja Feiertagsregelung wahrscheinlich. Das ist für morgen, ja, ja. Diese gelben Zettel sind doch für morgen. Ja, genau. Aber meistens, wenn der Bus nämlich raufkommt, dann kommt auch kurz danach der Bus runter. Ja, aber dann hätte ich ihn schon gesehen. Wie weit wollen Sie hinunter? Ich will nach Ravensburg. Nach Ravensburg, ja. Ja, ich auch ungefähr. Sie auch? Ist das nicht schon ein Bus da oben?
Nee, das ist was anderes. Keine. Das hinten ist eine Bude, das ist die falsche Bude dann quasi. Und davor sind nur Autos. Das ist kein Bus, leider. Aber vielleicht kommt es gleich. Ist das ein Bus? Oder kommt? Nee, wirklich nicht. Dann sind Sie mich halt nicht hier. Ja, wenn wir dürfen. So alte Leute, gell? Ja, die haben viel zu erzählen. Ha? Viele Leute haben viel zu erzählen, das ist immer gut. Ich höre schwer, ich bin ein Schwerhörer. Ja, sagen Sie Bescheid, wenn ich zu leise rede. Ha? Ich kann auch lauter reden. Nee, mit laut hat es nichts zu tun. Ah. Man muss deutlich sprechen und ich muss Sie anschauen und dann verstehe ich Ihre Worte. Ich verstehe, weil Sie dann ein bisschen auch auf die Lippen achten? Ja. Ah, cool, okay. Dann muss ich darauf achten. Ich bin nämlich jemand, der sehr wenig mit dem Mund redet. Also bei mir sieht man das sehr wenig. Da muss ich mich etwas bemühen. Ich habe früher immer versucht, Bauch zu reden, also mit geschlossenen Lippen. Und jetzt merke ich, dass das keine gute Idee war. Ja. Ja. So. Und was machen Sie Schönes? Ja, auf den Bus warten. Also eigentlich, wir haben jetzt Weingarten uns angeschaut. Wir müssen Freitagmorgen aufnehmen oder die Leute, heute Abend müssen sich die Lichterprozession anschauen. Eigentlich schon, ja, aber ich bin in Ravensburg verabredet. Ich habe mir ein bisschen Weingarten angeguckt und jetzt gucke ich mir Ravensburg als nächstes an. Aber die Lichterprozession ist sehr interessant und schön. Ja. Nicht heute Abend in die Bar gehen. Nicht? Nein, ich würde Sie nicht heute Abend. Dann überlege ich es mir nochmal. Ah, Sie wissen schon, was ich möchte. Ah, nein. Sie sind ein Fuchs, aber... Ich gar nicht, der nicht kommt. Das Schweiz können Sie nicht zu Fuß machen bis nach Ravensburg. Das geht nicht. Sie wollen doch auch nach Ravensburg, oder? Nee, ich wohne hier, so die zweite, dritte Station mit dem Bus. Ach so, ich verstehe. Weil sonst hätte ich Sie mitgenommen, mit was auch immer, mit einem Taxi oder so. Ah, okay. Die brauchen nicht bezahlen heute am Sonntag. Da kann ich 4, 5 Menschen auf dieselbe Fahrkarte mitnehmen. Das ist aber nett. Aber ich muss ja weiterfahren. Ich muss ja nach Ravensburg fahren. Ja, das macht mir nichts. Du musst einsteigen und dann nachher fahren, wie weit Sie wollen. Aber ist das nicht unerlaubt? Woher kommen Sie denn? Ich wohne in Frankfurt. In Frankfurt? Ja, so weit her kommen Sie. Und aufgewachsen bin ich in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Wie? In Schleswig-Holstein bin ich aufgewachsen, ganz im Norden. Ja, und was wussten Sie denn von diesem Blutfreitag, dass Sie da herkommen? Also ich werde jedes Mal von den Leuten... Film machen. Ja, genau. Also ich gehe durch die Stadt und rede mit Menschen und mache auch Quatsch, ganz viel Quatsch. Was machen Sie denn? Quatsch, also ganz viel Unsinn, Schabernack. Ja. Ich bin ein Frevel, ich habe das Faustdinkel in den Ohren manchmal. Aber ja, Sie müssen zum Beispiel jetzt aufs Land hinaus. Wenn Sie ein Sekundauto schaden. Heute nicht, ne. Ja, und da müssen Sie auf den Höfen, da sind die Pferde mit Anhänger oder mit Kutsche gekommen und haben ausgeladen und übernachten da, tun die Pferde in die Ställe, füttern und so weiter und machen noch einen gemütlichen Abend. Das ist interessant, wo die jetzt übernachten. Und da vorne ist gleich eine große Tiefgarage, haben Sie gesehen, mit großes am Stadtgarten, da sind 40, 50 Pferde drin. Oh, okay, da kommen die ganzen Pferde her, die dann jetzt auch langlaufen werden am Wochenende. Super. Das sind gute Tipps. Ich werde mal schauen, ob ich das noch schaffe. Was? Ich werde mal schauen, ob ich das noch schaffe, dorthin zu gehen, was Sie mir vorgeschlagen haben. Jetzt gucke ich mal, wie ich nach Ravensburg komme. Haben Sie ganz vielen lieben Dank. Wie wollen Sie es jetzt machen mit nach Ravensburg? Ich glaube, ich muss mir ein Taxi rufen. Eine Taxi? Ja. Sonst komme ich zu spät. Das ist richtig, ja. Ja, wenn Sie das schon sagen. Kommt die hier in die Station her, die Taxi? Sobald ich es gerufen habe, ja. Ich würde es gleich anrufen. Ich habe es jetzt noch nicht gerufen. Ach so. Genau. Also und dann müssen Sie bloß gerade hier die Sträßle vor den Fahnen rüber, kommen Sie direkt an den Stadtgarten hin, wo drunter die Pferde sind. Okay. Aber ist noch ein bisschen früh vielleicht. Wahrscheinlich schon. Und da wir jetzt schon los müssen, lohnt sich das nicht. Aber das nächste Mal, verspreche ich, wenn wir dann in... Kommen Sie nochmal, gell? Irgendwann mal bestimmt. Ja, das wäre recht. Ich kenne 3 Eich bei... Frankfurt. Ja. Ja, das kenne ich in Langen. Da wohnt eine Schwiegertochter von uns. Ah, okay. Sind Sie da auch öfters gewesen? Ich gehe auch nach Hause, wenn der Bus nicht kommt. Ja, dann. Sieht so aus, er kommt nicht. Nee, erst 20 vor, ne? 20 vor kommt der Bus. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Verzeihung, ich höre mich gut. Ich wünsche Ihnen nur alles, alles Gute. Ja, ich wünsche Ihnen Frieden. Ja, Ihnen auch. Und Freude ins Herz, gell?
und gute Gespräche mit den Menschen. Dankeschön. Tschüss. Ein gutes habe ich ja schon geführt. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. Machen Sie es gut. Ja, okay, dann machen wir das mit Taxi. Okay, hopp, hopp, hopp. Pferdchen, Lauf, Galopp. Wie machen wir das jetzt? Ich wollte ja gerade mal den Chat fragen, ob mir irgendjemand ein Taxi bestellen kann. Das ist keine gute Idee. Dann rufen 5 Leute gleichzeitig an und dann gibt es hier eine Taxi-Polonaise. Aber CF, vielleicht kannst du das in die Hand nehmen. Weil ich will nicht dazu aufrufen, hier einfach irgendwelche Taxen zu bestellen, Leute. Ja, sobald ich eins sehe, werde ich das auch stoppen, ja. Bin ich gerade Charlottenplatz? Nee, ich glaube nicht, weil sonst wäre ja auch der Bus gekommen. Also hier steht Stadtbus Weingarten, aha. Evangelische Stadtkirche. Ja, ruf Taxi Mac an. Taxi Mac ist der Boss, das weiß ich jetzt schon. Aber wenn hier irgendwas unterwegs ist, dann fange ich es ab. Und dann musst du Taxi. Evangelische Stadtkirche. Busstation. Und wenn die woanders hinfahren, dann sollen sie sagen, falsche Bude. Ja, ich höre gerade CF, wie er dort anruft. Das ist so ein Service, ne? Ich würde jedem auch empfehlen, gönnt euch das. Holt euch einfach irgendjemand, der euch ganze Zeit auf dem Ohr liegt. Ich mache das privat auch ganz gerne. Wenn ich irgendwelche schönen Dates habe oder sowas, dann habe ich einfach irgendjemanden im Ohr, der mir dann auch mal das Wissen dann durchgibt und zu irgendwelchen Themen ergänzt, zu denen man noch was wissen muss. So. In 10 Minuten Maximum, aber in 10 Minuten hat man doch alles zu Fuß erreicht. Ne? Okay, dann... Halbe Stunde. Also halbe Stunde wird es jetzt nach Ravensburg dauern wahrscheinlich, ja, ne? Okay. Ja, Party People, das müssen wir jetzt zusammen einmal durchmachen hier, dass wir nochmal die Fahrten machen. Das geht nicht anders. Das ließ sich logistisch nicht anders machen. Ach schade, ich wäre gern mit der Oma Bus gefahren. Danke für die 10 Euro. Wenn du eh noch das Taxi holst, dann hol doch das Duo Dirty Herz. Das ist doch schon wieder 10 Minuten weit weg zu Fuß, Party People. Also das weiß ich jetzt schon wieder nicht. Wahrscheinlich kostet das Taxi sogar das Zweifache von 10 Euro. Hey Party People, schätzt mal, wie viel das Taxi kostet. Ihr könnt auch Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel taxirechner.de, weil die funktionieren sowieso nicht. Einfach mal von hier direkt nach Ravensburg. Weißt du, Time Factory fragt, warum überhaupt im Weingarten gestartet wurde? Weil wir davon ausgegangen sind, dass es um 18 Uhr losgeht und es eine sehr interessante Veranstaltung hier gibt. Wer hat den Stream denn von Anfang an verfolgt? Ich meine, das hat sich doch eigentlich von selbst erklärt, weil hier einfach so viel los ist quasi. Und Ravensburg ist halt, wir werden sehen, nicht ganz so voll wie hier im Weingarten. Und da lasse ich es mir nicht nehmen, einmal kurz die Nachbarstadt Bescheid zu sagen. Und übrigens, Polarstorm, vielen Dank für das Paket. Für dieses große Paket, ja, ich weiß, du hast gesagt, wenn man es ausgepackt hat, dann ist das meiste sowieso nur Müll und dann hat man nicht mehr so viel. Aber Partybibel, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 3-4 Stunden, bevor der Stream beginnt, in der Stadt, laufe die ganzen Strecken ab, mache Tontests und so weiter. Hatte heute schon sowieso diese Gulaschkanone in der Hand, also diese Pulverkanone. Hab den Rucksack, hab hier die Kamera und so weiter, das bin ich jetzt ja gerade los. Und dann... Wenn ich dann auch noch so ein Paket schleppe, dann wird es etwas schwierig. Und Ravensburg ist eine Stadt, die es sich gegönnt hat, einfach am Bahnhof kein Schließfach zu haben, totally null. Statt einfach mal vielleicht 3 Stück aufzustellen oder so. Oder vielleicht einfach nur 5 und dann guckt da einmal im Jahr irgendjemand nach. 9, keine Schließfächer. Das ist etwas logistisch dann schwierig. Ich werde versuchen, sobald ich irgendwann mal ein Schließfach habe oder ein Hotelzimmer oder sonst irgendwas, dass ich das dann dort postiere. Dann kann ich es dann auch vor dem Stream wieder rausholen, nachdem ich das Paket durch Deutschland gefahren bin. Und dann werde ich es gerne auspacken. Also das ist nicht untergegangen. Vielen Dank für diese Spende bzw. für die unbekannten Gegenstände, die ich dann im Stream öffnen werde. Oder für den unbekannten Gegenstand, was auch immer. Ah, Taxi Mac! Das ist der Mac. Ich habe das gebucht, das ist nicht euer. Wieso fährt er denn weg? Mac? 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 Wieso? Bleib stehen. Ah, jetzt fährt er zurück.
Servicewüste, Taxi. Hallo. Hallo. Das waren wir. Wir sind mit der Kamera hier. Wir würden uns einfach auf die Rückbank legen, wenn es okay ist. Ja, kein Problem. Wir machen das nämlich einfach live komplett durch. Ohne mein Gesicht. Alles klar. Dann lassen wir sie raus. Ohne ihn. Ich dürfte rausschneiden. Das machen wir raus. Warte mal, dann machen wir wieder die Konstellation, wie wir sie sonst machen. Ich glaube, Frauenturm heißt das. Mhm. Ach nee, das war vor dem Laden. Ich guck grad nochmal schnell. Ich hab's vorhin kurz. Ja, genau. Utopia heißt der Land. Mhm. Marienplatz. Genau. So, Partybibel, während ich mit euch rede, gibt es mir Gelegenheit, dass ich einmal meinen komischen Zettel raushole hier. Alles voll. So, spezielle Gruß nochmal. Willkommen, Will Kartoffelsalat. Deine Frage, worum es hier geht, lässt sich ganz einfach beantworten. Ich bin jedes Mal in einer anderen Stadt. Diesmal sind wir in Weingarten gestartet und dann geht es direkt weiter nach Ravensburg, wo dann zwei Geiz auf mich warten. Und wo die Leute mich hinschicken, entscheidet sich jedes Mal aufs Neue. Bis 21 Uhr kann man das dann immer abstimmen. Manchmal geht es auch länger, wenn kurz vorher nämlich ein Gebot eingeht. Das alles erfährt man auf skyline.tv.live. Und momentan führt tatsächlich Duisburg-Marxloh mit 30 Euro. Gefolgt von Gießen mit CF. Vielen Dank dafür und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich komme mit nach Duisburg. Duisburg? Wohnst du da? Also ich meine, hast du da eine Zeitwohnung oder so? Einfach so. Einfach so. War das schon lange nicht mehr? Ja, Duisburg war ich auch schon lange nicht mehr. Ah, hier sind wir bei der Stadtgrenze, okay. Ich liebe Grenzen. Dann zieht es nicht die Grenze. Ja, sie war virtuell die Grenze. So, jetzt würde ich sagen, da von der Gärmte geschafft.
Wolfgang, ich ruf dich gleich zurück. Alles klar? Ja, ich ruf dich gleich zurück. Okay, alles klar. Ganz zusammen mein Portemonnaie in der Tasche gesucht, nicht wissend, dass ich es angesäß habe. Ja, bezüglich der Mädels, die im Chat dann mitlesen, das ist nicht, die haben gar kein Internet sowieso. Ja, ich meditiere gerade. Ich bereite mich auf die Mädels vor. Das wird nämlich wieder ein rhetorisches Feuerwerk. Schönes Kino übrigens hier links, habe ich mir vorhin gedacht. Von außen sieht es ein bisschen aus wie ein Kino mit sehr, sehr tiefen, stoffigen, flauschigen Sitzen. Und nicht das einzige, wie ich gesehen habe. Genau, ja, hier bin ich vorhin langgelaufen. Ich habe den Bus vom Frauentor nach Weingarten genommen. Haben Sie eine Quittung für mich? Sehr gerne. Das wäre sogar. Ja, geben Sie mir zwei zurück. Achso, okay, dann steige ich mal aufs. Ah, so, ich brauche die Quittung und, oh, das Herz. Sorry, Party People, aber ich brauche wirklich die Quittung, es geht nicht anders. Holger hat auf 12,34 Euro geschätzt, das gibt's doch gar nicht. Dann bekommt Holger ein Herz, wo drauf steht, bück dich. Das muss ich nur noch aus Weingarten abholen. Da riecht ziemlich schmal an. Nee, doch nicht. Ich muss die Quittung einstecken. Sonst verliere ich sie in der Gesäßtasche, die überall Löcher hat. Kennt jemand Emol Karl? Dankeschön. Ich mach zu, ja? Ciao. Also, wir bleiben in Kontakt. Ja, aber da hält die Verbindung, ne? Und wenn wir dann in den Schluchten sind von Weingarten, drinnen in der Innenstadt, dann geht's auf einmal nicht. Aber wie gesagt, nächste Woche, ich habe mir so ein WLAN-MiFi-Gerät habe ich mir geholt für 220 Euro von Huawei. Das müsste auch schon wieder sein. Weil das sonst immer asynchron wird, wenn ich mich mit dem Handy wegbewege. Das hatten wir schon so oft. So, wo ist jetzt dieser Laden? Der Typ sollte mich doch vor dem Laden abladen. Ach so. Hey, aber das ist doch kein U, das ist ein Deichmann. Ach, hier ist YouTube, ja, da. Ja, mich verguckt. Hi, na? Hey. Hallo, grüße dich. Ja, ja, ein bisschen. Hallo. Bisschen Chaos, hi. Ich hab schon gehört. Ja, woher weißt du sowas? Von ihr? Ich dachte, kein Internet. Ich hab vorhin kurz geschaut. Ah, cool, in den Stream reingeschaut. Ja. Ja, du warst es. Also um 18 Uhr und hab da nichts gesehen. Also ihr wisst ja, wie der Chat so funktioniert. Und die haben halt mich gebeten, dass ich halt nicht diese Taxiquittung, sondern dieses Herz für euch kaufe. Also, ich habe geguckt nach dem neutralsten Spruch. Die wollten natürlich alle irgendwelche perversen Sprüche, aber ich habe dann sowas genommen, ich bin eigentlich blond, weil damit kann keiner was anfangen. Also von mir.
Ich bin nämlich eigentlich blond gewesen früher als Kind. Okay, ja. Geschenk für euch. Müsst ihr jetzt durch die Gegend schleppen. Dann müsst ihr euch dann teilen, irgendwann dann... Ja, vielleicht kriegen wir auf dem Weg Hunger. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ich bin eigentlich blond. Hier sogar mit, keine Ahnung, mit Herz, ja, und zwei Blumen, warum süß. Auch immer. Ja, ganz schön süß. Ich bin halt so einer, der bringt Geschenke mit. Der kommt auch selbstständig auf die Idee, hier Geschenke mitzubringen. Okay, vielen Dank. Ja. Gar nicht der Chat oder so. Also, willst du die Tüte auch dazu haben? Nee, das passt. Nee, es ist halt auch Plastik. Das ist auch blöd eigentlich, aber... Ja, wie geht's denn so? Also, kurze Erklärung für die Leute, die jetzt erst diesen Stream mit dabei sind, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Wir haben uns letzte Woche in Konstanz gesehen. Da habe ich euch abgefangen bei einem Frozen-Joghurt. Ja. Und habe euch gesagt, bitte bestellt mir einen mit und dann aßen wir zusammen. Genau. Dann waren wir aber zu viert. Aber... Ja, der Till ist heute verhindert. Till wohnt aber auch ja nicht hier, ne? Ja, der studiert ja in Konstanz und ist auch dort. Okay. Genau. Cool. Ja, leider. Also, ich war noch gar nicht in Ravensburg jetzt während des Streams. Wir sind ja in Weingarten gestartet. Mhm. Mit einer kleinen Verzögerung diesmal, aus technischen Gründen. Und hier bin ich nur vorhin lang gelaufen. Zeigt mir alles, was ihr hier habt. Ja? Los, okay. Zeigt mir alles. Ja, jetzt fängt es ja eh jetzt bald an zu dämmern, so von Himmel her. Vielleicht würden wir zur Veitsburg hochlaufen. Vom Himmel her. Vom Himmel her. Ja. Genau. Kennst du das mit G? Ja, ich finde das genau. Albern. Tut mir leid. Aber ich finde sowas auch total. Deswegen habe ich es auch noch nie benutzt heute Abend. Ja. Gut. Ja. Ja, da laufen wir halt ein kleines Stück. Und CF, bist du auch noch da? Ach so. Ah, okay. Ich rede ja nach wie vor mit mir selbst. Das habt ihr ja schon. Entschuldigung, würdest du nochmal wiederholen, was du eben gesagt hast? Ich würde sagen, dass wir einfach zur Veitsburg hochlaufen. Aber es ist halt ein Stück. Aber da hätten wir Gesicht über Ravensburg und mit den ganzen Türmchen hier. Da kann man also quasi die einzelnen Türmchen von oben sehen. Genau. Okay, wie weit ist denn das so? Es geht halt den Berg ein bisschen hoch. Ich würde sagen 15 Minuten oder so. Ich weiß, ich kann es nicht einschätzen. Ja, habt ihr 15 Minuten Zeit? Ich glaube ja. Ja? Ich glaube gleich nach so 12 Sekunden prasselt bei mir ja ein. Ja. Ja, also wie gesagt, es geht halt den Berg hoch. Ja. Aber wir können ja langsam laufen. Genau, ich finde das auch ganz cool, wenn man... Wir können ja auch hier flanieren, so in der Zeit ein bisschen. Genau. Du sollst das Herz umhängen, sagt der Chat. Echt? Ja. Lass dich nicht nötigen zu irgendwelchen Sachen. Ich wehre auch konsequent alles ab. Also auch wenn die mal sagen, spring da rein oder so, dann mache ich das nicht. Vielleicht nachher, okay? Ja, genau. Nee, also der Chat ist auch dafür, dass wir da hochgehen. Okay. Und ich auch. Okay, dann... Also meine persönliche Meinung, die auch nur ein Hundertstel zählt, die sagt Magst auch ja. Magst du uns noch den Kameramann für heute vorstellen? Ja, das ist Chris. Hallo Chris. Hi Chris. Ich sag mal Chris statt Christian. Ja. Okay. Soll ich auch den Nachnamen sagen? Stehe ich heute besser nicht. Okay. Ja. Dann müssen wir in diese Richtung laufen. Wobei, ich habe die Story gar nicht komplett erzählt. Also Ach eigentlich ja, ist es. Thema nochmal. Was jetzt soll ich erzählen? Was vorhin passiert ist. Ja. Weil wir haben es ja nicht mit. Also ich habe es nicht richtig mitbekommen. Vielleicht in Kurzfassung. Ich sag mal so. Alles war fertig. Aber dann doch nicht. Dann, okay. dann ging's kaputt. Technisch, okay, alles ja, klar. Reicht dann, mir schon. Dann ein, aus 1,55 Meter. Man hat so richtig noch gehört, wie das Kabel kaputt geht, welches dann nachgeliefert wurde. Okay, von, auch voll gut. Ja, tatsächlich. Also Dank an die schwangere Freundin des Kameramanns. Oh nein, die Arme. Oh, ja, okay. Sie kam schon zweimal. Sie hat einmal den Kameramann hingebracht, dann fuhr sie zurück. Und dann zu erfahren, dass sie erstmal eine halbe Stunde HDMI-Kabel suchen darf. Und dann kam sie nochmal her. Und muss sie nachher wahrscheinlich wieder abholen. Ja, genau. Okay. Aber ich glaube, diesmal hat sie es nicht so weit wie nach... Sie wartet im Ravensburg. Wie, ist sie jetzt schon hier? Sie ist im Kino. Ach, schön. Achso. Okay. Cool. Alles Was guckt klar. sie denn? Man weiß es nicht. La La Land ist jetzt auf Blu-ray und DVD rausgekommen. Ja, ich habe es angeschaut im Kino. Hast du es im Kino angeguckt? Oh, Frag mich jetzt bitte nicht, wie ich es fand. Fandest du es scheiße? Nein, ich fand es eigentlich ganz nett. Aber ich fand den Anfang, also das Intro nicht so toll. Man musste sich gewöhnen an diesen Film. Mir wurde nämlich gar nicht verraten, dass das irgendwie so eine Art Musical ist. Okay. Aber auf der anderen Seite fand ich es dann sehr interessant, weil vieles dann in einem Take so gedreht wurde, wo man das Gefühl hat, okay, hier muss wirklich alles stimmen. Also ich fand... Hey, lass es schon mal losgehen. Ja, okay. Ich fand halt das Intro, wie gesagt, nicht so spannend, aber die Aufmachung fand ich ganz cool. Ich fand es super toll, dass da ganz viele Menschen unterschiedlichster Kulturen zu sehen waren. Ja. Und ja, das fand ich ganz schön. Aber an sich war der Film schon okay. Also es ist zumindest mal endlich wieder ein Film, dessen Ende nicht so typisch ist. Das finde ich dann schon mal ganz schön, wenn die sich ein bisschen was trauen. Ja. Weil vor allen Dingen, wenn es emotional am Ende
nicht so ist, wie man sich das normalerweise wünscht. Ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig, dann zu spoilern. Hey, Party People, sobald ich die Hand runtergehoben habe, dann spoilern wir nicht mehr über La La Land, okay? Also wer sich das angucken möchte, der sollte auf diese Hand schauen, bis er völlig hypnotisiert dann wieder wegguckt. Was? So, auf jeden Fall. So, das Ende ist ja einfach kein Happy End. Nee. Muss man dann so klar sagen. Ich war auch am Boden zerstört. Ja, und viele neigen dann dazu, den Film scheiße zu finden, weil das Ende nicht deren Erwartung trifft oder weil es kein Happy End gibt. Mhm. Und das finde ich gut, dass sie sich das dann trauen. Ja, das stimmt. So, jetzt könnt ihr weiter wieder zuhören. Am Ende sterben alle. Ja. Ja. Dann wird im Chat gefragt, was ihr in den Rucksäcken dabei habt. Ich warte noch auf die Standardfragen, noch über Ravensburg. Und ich habe auch ein paar Fragen, die sich mir vorhin gestellt haben. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, ich kann ja vieles beantworten. Genau, ja. Darüber. ja. Was ich im Rucksack dabei habe, genau. Meinen Gelbbeutel, eine Haarbürste, ja, ich glaube, das war's schon. Ja, spannend. Sophia? Ja. Ein Geldbeutel, was zu trinken, mein Autoschlüssel. Ich glaube, das war's. Der reinste Wahnsinn. Ja. Das mit dem Ringtennisverein wurde schon gefragt, ob es hier in Ravensburg einen Ringtennisverein gibt. Oh Gott, was? Ja. Ein Ringtennisverein? Also ich bin keine waschechte Ravensburgerin. Ich auch nicht. 12 Kilometer außerhalb. Genau. Da hoch. Wo genau? Ach so, in Mochenwangen. Genau. Ja, vielleicht nicht zu viele Details. Und ja, genau, da wohne ich aktuell noch. Ich ziehe bald um. Ja. Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht alles über Ravensburg. Vielleicht auch echt ziemlich wenig, eher gesagt. Ja, ach, wir können ja dann sonst unsere Eindrücke einfach zusammen verarbeiten. Ja. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Ravensburg ist doppelt so groß wie Weingarten. Deswegen war das sehr spannend, Weingarten heute sehr belebt zu sehen. Und Ravensburg ist aber dafür, dass man hier alles fußläufig innerhalb von 10 bis 15 Minuten erreicht. Ich gucke mir das immer als erstes an, wenn ich weiß, in welche Stadt es geht, wie groß die Distanzen sind. Finde ich es ganz schön klein. Weil doch. Es ist sehr überschaubar. Also gar aber nicht. Klein und schnucklig. Gar nicht einer, ich glaube 50.000 waren das, ne? 50.000 Einwohner stadtwürdig. Ja. Ja. Also wir sind jetzt hier in der Altstadt, sozusagen. Und da vorne auf der anderen Seite, also die Parallelstraße von hier, da ist meine Lieblingsbar, Restaurant. Genau, aber jetzt laufen wir geradeaus hoch und dann geht es schon langsam zur Veitsburg hoch. Ja. Baltes ist auch super, stimmt, ja. Da bin ich euch auch relativ oft. Till hat im Chat übrigens gegrüßt und gesagt, oh nein, Till, du fehlst. Ja, er wäre gern dabei gewesen, aber seine Uni ließ er es nicht zu. Ja. Schau mal, habe ich bekommen. Ich bin eigentlich blond, steht da drauf, Till. Also Till hätte ich auf jeden Fall dieses Bück-Dich-Ding geschenkt, weil da hätte er vielleicht nicht so vermuten können, dass es irgendwie ernst gemeint ist oder so. Also wäre die Chance ein bisschen, dass er sich erregt fühlt, weniger gewesen. Also ich meine jetzt Anstöße. Also, was? Ja, Anni. Anna, was redest du? Also die Chance wäre nicht so hoch gewesen, dass er sich da drüber aufgeregt hätte. Okay. Ja, wie gesagt, er kann leider nicht da sein. Ziemlich schade. Weil ich glaube, er kennt sich nämlich ein bisschen besser aus als ich. Wie war der Geburtstag eigentlich? Ich will halt auch noch wissen, weil du letzte Woche schon gesagt hast, dass du heute eigentlich auf einem Geburtstag bist und dann dankenswerterweise hier erschienen bist. Ja, ganz schön. Ja. Genau, vielleicht gehe ich nachher nochmal zurück. Vielen. Genau. Ja. Ja. Cool. Schöne Gassen hier, schöne Autos auch. Genau, hier auf der linken Seite sieht man jetzt das Baltes. Da sind immer viele, viele Jugendliche und junge Erwachsene. Ah, diese Jugendliche immer, ne? Eine richtig coole Bar auf jeden Fall. Gefragt wurde auch, ob die Freundin enttäuscht war, dass du jetzt früher gehen musstest. Nein, sie meinte, ich kann ja später wiederkommen. Ja. Genau. Okay, alles gut. Habe ich geklärt. Wenn ich im Privatleben sage, es ist für Skyline TV, da haben die meisten Leute dann auch Verständnis für. Also, wenn ich es komplett sage, wenn ich dann sage, es ist live, dann... Süße Läden. Wie war deine Herreise? Bitte? Wie war deine Herreise hierher? Gut. Von wo bist du nochmal gekommen? Frankfurt. Von Frankfurt. Okay. Ja, war in Ordnung, doch einmal umsteigen und schon war ich hier.
Okay, recht ungekompliziert. Wo musstest du umsteigen? Ich habe ein bisschen an der Seite weiter gebastelt von skylinetv.live. Da habe ich jetzt einen Splitscreen gemacht. Wenn man da auf den Livestream anschauen geht, kann man dann einfach den Chat gleichzeitig sehen mit den Geboten. Was war deine Frage? Wie lange warst du unterwegs? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich steige immer einfach rein und dann komme ich irgendwann raus. Ich schätze mal 4-5 Stunden. Geht schon. Ja, so ungefähr. Ganze Tag für drauf, oder? Nee, ich bin morgens losgefahren, weil ich hier noch ein bisschen die Lage peilen wollte. Ja, ich wollte gucken, wer hier Chili Vanilli macht. Und da ist mir eben aufgefallen, dass hier doch alles sehr überschaubar ist und dass man alles zu Fuß auch gut erreichen kann. Ach cool, so ein Pin-Dings da. Genau. Da kann man Mensch ärgerlich nicht mitspielen. Ja. Genau, jetzt können wir hier hochlaufen. Wollen wir diesen Text lesen? Wenn ihr wollt. Mein Ravensburg im Schwabenland, wie liegst du schön am Schussenstrand? Das Obstbaum blüht, das Rebeblatt umrahmen dich, du schöne Stadt. Es lacht vor dir. So habe ich meine Erdkunde gelesen und ich habe so Ärger bekommen vom Erdkundelehrer, weil sich halt alle ein bisschen so leicht weggepisst haben, will ich mal bescheiden sagen. Und er hat halt gesagt, lass es und ich habe trotzdem zweimal weitergemacht und dann durfte ich halt zweimal die Schulordnung abschreiben. Vor allen Dingen auch, das ist so eine sinnlose Aufgabe, Schulordnung abschreiben. Was hat das damit zu tun, dass ich wie ein Reporter vorlese? Naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Dann gehen wir mal hoch, vor uns liegt der Mehlsack. Genau, normalerweise privat laufe ich immer ein bisschen schneller, aber diesmal laufe ich sehr langsam. Das liegt auch daran, dass dann der Kameramann hinter mir ja, ist mit Equipment. Ja, eben. Sonst anstrengend für ihn. Hier ist die Hochschule. Die duale Hochschule, ein Standort, ja, genau. Ja. Wir können gleich, wenn ihr wollt, die Spielchen spielen, die ich eigentlich vorbereitet habe für das Volk. Oh ja, aber okay. das ist ganz, sind nur zwei Stück und das ist, können wir zum Spaß machen. Okay. Gegen Bittersweet bietet 5 Euro, wenn wir zusammen Aramsamsam singen. Das ist immer, wenn ich mit Leuten auf eine Burg gehe. Kennst du das? Ja, ich kenn's. Aber kennst du es auch? Ja, natürlich. Nicht textsicher. Ah, nicht mehr so. Ja, ich kann dir den Text sagen. Ich habe das letzte Mal auf Teneriffa gesungen mit meinen Kiddies dort. Hast du Kinderanimation gemacht? Nein, ich habe dort an einer deutschen Schule gearbeitet und hab mich um die kleinen Kiddies gekümmert. Ah, oh, eine deutsche Schule. Genau, als Sozialarbeiterin. Aha. Ja, ein Praktikum. Ein paarwöchiges? Dreimonatiges. Ah, okay. Ich war 3 Monate auf den Kanaren. Aber gibt doch durchaus kältere Orte, an denen man arbeiten kann. Deswegen hatte ich mir auch Teneriffa ausgesucht. Ja. Kurze Zwischenfrage. Also wir sind nicht gleich da ganz oben, oder? Nein, mir fällt auch gerade auf. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich dachte, hier kommt man schneller. Kommen wir noch? Aber wir können mal noch mal eins geben. Weil ich gehe mal von außen. Weil ich meistens hochfahre. Ich höre gerade, der Chat ist ein bisschen kindisch, weil jetzt unsere Ärsche gefilmt werden. Vielleicht wollten wir mit den Genitalien zum Gesicht, zur Kamera einfach... Was dagegen, Ahnung. Ja, halt in der Totalen, aber die gucken halt, weil bei 460p kann man sich das alles ja einzeln raussuchen. Ah, sieht fast so aus wie in Bad Godesburg. Ja? Berg, Bad Godesberg. Klar, wir sind zum Sonnenuntergang dann ganz oben. Schade. Das ist einfach, weil ich Norddeutscher bin, ich bin sowas nicht gewohnt, bei mir ist halt alles flach gewesen landschaftlich. Okay. Und deswegen... Ist es wie letzten Sommer, als ich... Ich glaube, wir brauchen oben erstmal eine Pause. Ja, haben wir doch dann hoffentlich, oder wolltest du denn sofort wieder runtergehen? Ja. Was bist du hier für Fitnessprogramm am Schirm? Nee, alles gut. Und sonst, wie war deine Woche so? ja, ganz gut, ein bisschen hektisch wieder. Okay. Aber... nee, ganz gut. Der Ton ist trotzdem da. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ich dachte, du wolltest mir was sagen. Nein. Und dann wollte ich dich nur darauf anstellen, dass man es über das Mikro hört. Ich weiß, dass man über das Mikro alles hört. Ja, ja, genau. Ja, manchmal wissen das die Leute nicht. Die denken, die Kamera bewegt sich weg. Das heißt, man hört sie nicht. Nein. Mir ist das bewusst. Am liebsten sind mir im Livestream die Leute, die das Mikrofon dann einfach nehmen. Und dann ganz nah reinsprechen, obwohl sie zuvor gesehen haben, dass ich da eigentlich einen halben Meter weit weg war von dem Mikro. Weil es so stark eingepegelt ist, dass es völlig ausreicht, wenn man das in diesen Dings hält, weil es eben auf Gespräche konzipiert ist. Oh cool, der Ausblick wird cool. Ja, eigentlich erwartet sich wirklich ein wunderschöner Ausblick.
Ich soll dich von irgendeinem Felix grüßen, vielleicht erinnerst du dich. Ja, ich erinnere mich. Ja. Hi Felix. Schön, dass du da bist. Das klingt jetzt aber ein bisschen flirty. Nee, alles gut. Oh cool, sogar mit Sonnenuntergang. Ich würde dir so gerne so vieles erzählen, aber es geht nicht. Wegen Huste oder was? Nein, wegen diesem Livestream. Ach so, wieso? Du meinst, man alles... alles herausfindet? Ja, oder halt auch alles hört ja jetzt. Ja, wir können es, keine Ahnung, wir können so eine Fantasiesprache entwickeln. Und dann wird der Chat monatelang damit beschäftigt sein, das auszu... Aber sie finden es irgendwann doch raus. Ja, meistens. Weil da sind auch so Entschlüsselungsexperten am Start. Wir haben alles, wir haben da Rechtsanwälte, Mediziner. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt, auch jetzt in einem Bereich, bei dem normalerweise eine Beratung gesetzeswidrig wäre, einfach fragen, da ist immer jemand dabei. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich verlasse mich zumindest darauf. Okay. Ach, das ist eine Blanka Rundel, Landschaftsarchitektin. Ah. Okay. Oh, ja. Ganz schön warm. Der User Bittersweet fragt, ob ihr euch immer noch an Bittersweet erinnert. Ja. Aber so, ja, erinnern wir uns. Es tut mir leid, dass ich letztes Mal so lang oder so laut gelacht hatte wegen deinem Nickname. Nee, das ist normal. Beim ersten Mal. Es braucht auch einfach aus mir raus. Okay. Ein schöner Name jetzt. Bittersweet sagt ja, vielleicht lass ihn heute mal nicht aus. Nein, tue ich nicht. Es kommt darauf an, was er schreibt. Er schreibt auch sehr lustige Sachen. Das ist manchmal auch witzig. So. Boah, cool. Die Treppen müssten wir jetzt auch noch hoch? Nein. Doch. Aber, ja, okay. Aber wir können auch hier mal einen Blick. Ja, oder wir ziehen gleich durch. Also wir sind eigentlich gleich da oben, wo die Menschen stehen. Ich glaube, es lohnt sich. Ja. Bevor die Sonne ganz unten ist. Und Sophia sagt, es lohnt sich. Interessant finde ich diesen Schattenverlauf da. Das sieht aus wie kleine Lego-Klötzchen. Als wenn dieser Schatten in einer Lego-Welt geworfen wurde, ja, von der Laterne. Wisst ihr, was ich meine? Da, ja, in der Mitte. Ja, die Mitte. Ah, ja. Hast du deinen Vatertag, Feiertag im Zug verbracht? Ja. Christine möchte gleich mehr von dem Sonnenuntergang sehen. Geben wir euch alles. Dafür machen wir hier die Mühe, dass es gleich einen wundervollen Live-Ausblick gibt. Welche Webcam-Party-People kann euch das sonst liefern? Sagt es mir. Sagt es mir jetzt. Schreibt es in den Chat. Ja, ich bin auch nicht so der Vatertag-Feier, um auf deine Frage zurückzukommen. Okay, ja. Ich meine, so diese Biersauferei ist nicht so meine Welt. Was ist denn jetzt so lustig? Hast du etwa den Vatertag gefeiert? Nein, ich habe heute Nacht meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. Ach, cool. Bin auch fertig. Mit dem Titel Eine kritische Betrachtung. Nein, nicht ganz, aber so ähnlich. Ja. Und hab dann lange ausgeschlafen. War ziemlich müde dann. Sophia. Ja? Wohin würdest du gerne reisen? Aber aus dem Chat. Nach Malta. Ich muss mal diese Plastiktüte endlich loswerden. Was ich auch völlig loswerden muss, ist die Basilika Weingarten Christi Himmelfahrt 2017 Programmplanung. Nach Malta. Malta. Noch wieder nach oben? Ja, ne? Ja, noch einfach. Komisch, ich könnte schwören, wir wären schon die ganze Treppe gelaufen. Voll der Filmfehler. In Malta warst du noch nicht, oder? Nee. Da geht sie bald hin. Ja. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich nach Malta will und deswegen fliege ich dieses Jahr nach Malta. Also urlaubsmäßig? Ja. Vom Urlaub her? Ja. Okay. Ja, kostet nicht so viel, glaube ich, ne? Nee, geht. Weil? Und man hat Sommer, Strand, Sonne, Meer. Ja. Ja, ihr hier in Baden-Württemberg, ihr habt das ja nicht, ne? Also ich in Norddeutschland, ich kenn's ja, dass man jeden Tag sich aussuchen kann, ob man in die Nord- und in die Ostsee fährt. Aber ich kann halt verstehen, dass ihr dann halt auch Strand wollt und so. Aber wir haben den wunderschönen Bodensee. Warte, gleich zusammen Ausblick gucken. Gleich zusammen. Wir haben noch 10 Minuten zu bieten übrigens, Party People. Die Abgabefrist verlängert sich zwar, aber nur wenn innerhalb der letzten 5 Minuten jemand nochmal etwas schickt. Für eine Stadt, egal welche. Ich bedanke mich jetzt schon für die ganzen Unterstützungen. Welche Städte sind denn zur Auswahl? Welche Städte zur Auswahl sind? Ja. Ich guck mal auf skylinetv.live. Das ist nämlich die Homepage, auf der das draufsteht. Also Duisburg-Marxloh führt mit 32,22 €. Wenn jetzt jemand 1,23 € sendet für Gießen, dann führt Gießen. Dann haben wir noch Hamburg-Kiez, Hasloch, Köln, in Klammern Klingelstreich bei Adel. Düsseldorf, rein bei Sinsheim. Das finde ich immer die witzigste Spende immer am Abend. Wenn nachher im Zug denke ich mir, das ist schon ganz witzig hier. Der Typ, der immer auf Rhein bietet. Aber auch Berlin ist nicht schlecht.
Berlin ist ja sehr facettenreich. Ach, cool. Hat sich's gelohnt, Adam? Ja, das hat sich gelohnt. Was ist das wunderschöne Ravensburg? Cool, das kommt bestimmt in den Trailer. Oder was meinst du, Sophia? Ich denke schon. Ja. Oh, die Leute wünschen sich eine höhere Qualität. Ja, wir können es probieren. Warte mal, ich gucke mal, ob wir gerade mit LTE unterwegs sind. Dann muss ich aber einmal umstöpseln. Dann müsst ihr gleich einfach mal den Stream neu laden, okay? Wir sind back in business. Okay, bessere Qualität. Nächste Woche habe ich endlich die Sachen so zusammengekoppelt, dass es auch nicht asynchron wird. Dann kann ich auch, weil jetzt haben wir wieder nur Vodafone und wenn ich nächste Woche wieder T-Mobile dabei habe, dann können wir auch konstant in 27p. Ja. Okay. Ihr kennt das Problem. Mhm. Cool, also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen mega Ausblick, jetzt auch in HD, auf die verschiedenen Sachen. Erstmal eine Menge Türme. Ich habe eben schon jemanden sprechen hören, der gesagt hat, man kann hier bis nach Weingarten rausgucken. Ja, genau. Wollen wir irgendwie zusammentragen, was wir so wissen? Also ich fange mal an und bin jetzt auch schon fertig. Vielleicht machst du dann einfach weiter. Ich habe voll die schlechte Orientierung, wirklich. Das muss ich jetzt hier ganz okay, öffentlich Sophia preisgeben. Irgendwas? Aber ich muss mich mal orientieren. Ich komme ja eigentlich auch nicht von hier. Ja. Tja. Aber das wussten die Leute auch. Also wir haben nicht zu viel versprochen. Aber das ist immer so. Ich habe, glaube ich, vielleicht nur zwei Livestreams gehabt oder so, bei denen die Leute wirklich aus der Ortschaft kamen. Ist die Basilika? Die Basilika ist, glaube ich, ganz rechts, ne? Ich warte einfach, bis der Kameramann da gleich reinzoomt und dann sage ich, ach ja, das ist die Basilika, obwohl ich sein Display gar nicht sehe. Ich weiß gar nicht, was er da überhaupt filmt, aber ich sage einfach, ach ja, die Basilika. Da hinten. Da hinten, ja, genau. Ach, da ist sie ja. Und da ist dann auch Weingarten. Das ist immer meine Orientierung. Ja, genau, da ist dann auch Weingarten. In Frankfurt orientiere ich mich immer an den Wolkenkratzern. Also da weiß ich, wenn da der Commerzbank Tower ist, dann dürfte das Innenstadt sein. Das ist sehr praktisch und das vermisse ich in anderen Städten. Hier nicht, weil hier sehe ich das Basilikum und Dings und dann kann ich einfach in die Richtung gehen. Weißt du noch irgendwas, Kameramann? Der Chat weiß uns auch vieles, dann sollen die einfach ergänzen. Fang einfach an, was du anfangen kannst. Das ist der Mehlsack vor uns. Ich soll fragen, ob es einen Weltladen gibt. Ein dritter Weltladen? Nee, ein Weltladen. Ja, DPD. DPD? Was? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber es gibt auf jeden Fall DPD ist eine Marke, oder? Ja, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ich habe da keine Ahnung, worum es geht. Es gibt auf jeden Fall einen Weltladen. Ja. Genau. Und ganz viele Bioläden. Genau. Ja. Ich muss mal gerade mich umgucken, weil ich habe gerade wieder einen Vorschlag bekommen im Chat. Nee, das ist bitte? Nee, ich soll schreien. Aber ohne vorher Bescheid zu sagen, das ist jetzt habe ich es rausgequatscht. Und außerdem, wir wollen ja hier vielleicht noch was trinken gehen, das ist dann ein bisschen... Weil ich sollte nämlich schreien, ich bin der König der Welt. Einmal hier quer beim Platz. Und ich dachte mir, okay, komm, ich will euch noch behalten. Ich will nicht, dass ihr gleich runtergeht und sagt, ihr müsst auf den Geburtstag. Wie bist du denn eigentlich dann dazu gekommen? Du warst ja gar nicht auf dem Geburtstag, oder? Nee, ich bin jetzt vorhin hier halt nach Ravensburg gefahren. Wir haben uns getroffen irgendwo und sind dann zusammen in die Stadt gelaufen. Okay, wie weit fahrt ihr dann nach Hause? 3/4 Stunde fahre ich nachher. Doch, tatsächlich. Ja. Bist du extra ja, dann? Ja. Ey, wer fährt denn 3/4 Stunde für den Livestream? Krass. Also, Sophia. Jetzt, ich habe gesagt, ich lasse dich ja nicht alleine. Das ist nett. Ja. Genau, ich habe sie gefragt, ob sie nicht auch dazu kommen möchte. Ich habe auch den Till ja gefragt, Till. Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich. Und dann haben wir uns getroffen. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Genau, ich suche jetzt gerade noch meine zweite Ravensburg-Frage. Ich habe vorhin ja schon gesagt, mir kommt das echt klein vor. Sehr gassig. Klar, man muss immer jetzt dann berücksichtigen, heute ist Feiertag. Mhm. Das ist die ganzen Sachen haben zu. Aber auch wenn ich zum Beispiel jetzt auf Google Maps mir einfach mal die Karte von Ravensburg anzeigen lasse, ich finde, das macht nicht viel Unterschied zu einer kleinen Stadt von irgendwie 10.000 Einwohnern. Also ich frage mich, wo die Einwohner herkommen. Wie kommen die denn auf 50.000? Weil selbst wenn ich irgendwo zum Beispiel Flensburg eingebe oder so, sehe ich irgendwie mehr Straßen oder ein verzweigteres Straßensystem. Vielleicht wohnen die ja irgendwie alle in einem Turm oder so, ich weiß es nicht. Also es gibt ja hier verschiedene Teile von Ravensburg. Die Weststadt, die Weststadt zum Beispiel. Die sehen wir hier. Ah ja, da ist sie ja. Da, geradeaus. Ja. Und ich glaube, so verteilt sich das Ganze auch. Und es gibt ja auch noch Richtung Weststadt so Sennerbad, die Gegend oben. Genau. Anders kann ich es jetzt auch nicht erklären. Dazu habe ich mich nicht im Detail damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich
wohne ja eigentlich auch außerhalb von Ravensburg und war jetzt auch lange nicht mehr richtig hier. Umso mehr sagt der Chat auch Respekt, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ja, also ich brauche im Auto 15 Minuten. Machen wir 45 draus. Aber ja, ich wohne in einem kleinen Dorf. Ja. Und ja. Ja, ein User mit dem Nicknamen, welcher mit P beginnt, hat die Adresse auch vom Weltladen gepostet. Also für jeder, der da hingehen möchte heute, obwohl er geschlossen hat, der kann einfach da hingehen. Also es gibt einen. Das ist der Beweis. Krass, ich glaube, wenn wir jetzt die Sonne in 5 Minuten nochmal in dieser Richtung betrachten, dann ist sie weg. Ja. Und dann wird's dunkel. In welche Richtung ist der Bodensee, wird auch noch gefragt. Links. Da zeigen wir einmal drauf. Ach ja, da ist es ja. Das hätte ich sogar auch noch gewusst. Ja. Auch wenn meine Orientierung echt nicht lieb ist. Ich habe dich schon zucken gesehen, aber ich habe mich leider in die falsche Richtung gedreht. Dann wird gefragt, was ihr für Autos fährt. Ich fahre ein Peugeot 207, welches mir diese Woche schon kaputt gegangen ist. Oh, hattest du einen Kameramann? Spaß! Kleiner Spaß. Du hat er gar nicht mitbekommen. Nee. Kleiner Spaß. Man muss immer gegenseitig Spaß machen. Naja. Nee, ich habe eine Bewerbung abgeschickt und dann wollte ich wieder in mein Auto steigen. Und dann ist der Schlüssel einfach in meinen Händen zerbrochen. Und da ist nur in deinen Händen? Ja, also ich... Also oh, du bist Uri Geller. Nein, ich habe den Schlüssel reingesteckt und dann ist er irgendwie abgebrochen und alle Teile lagen dann so in meinem Auto. Was? Mhm. Aber es war ja nicht besonders kalt, es war nicht besonders warm. Nee, mein Auto ist einfach schon 10 Jahre alt. Ich glaube, irgendwann gibt auch der Schlüssel den Geist auf. Der Schlüssel hat dann keinen Bock mehr, das Auto zu alt ist. Auf jeden Fall konnte ich da nicht weiterfahren, weil mein Auto dann gemeldet hat, dass Diebstahlalarm wäre. Ja. Weil es ja so programmiert ist und ach, krass. Dann stand ich da erstmal ein bisschen und musste um Hilfe bitten. Aber du hast versucht, den Schlüssel reinzustecken oder woher wusste denn das Auto, dass Diebstahlalarm da ist? Ja, der Schlüssel war drin und dann ist abgebrochen im Bunddings. Genau. Ach so. Und diese ganze Hülle drumherum ist dann halt abgebrochen. Ja. 10 Jahre altes Auto, das verursacht ja schon Reparaturkosten dann auch jedes Mal, ne? Das war nicht mein Jahr dieses Jahr, das ist ein gutes Thema. Ja, ich kenne nämlich auch jemand, der... Ob die Deadline heute verlängert wird? Wie spät haben wir es denn eigentlich, Party People? Nee, ihr müsst euch beeilen, weil sonst müsste ich das System... Ach Gott, wie machen wir das denn jetzt? Vor allem, dass ich das jetzt... Ich meine, okay, vorhin wurde es auch schon gefragt, aber... Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Vor allem Gießen mit CF. CF, du bist doch gar nicht in Gießen. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee? Das sind Quatschköpfe, ne? Das sagst du auch schon. CF, was sagst denn du? Also ich will nicht, dass der Chat jetzt dich hasst, aber... Sorry, ich muss gerade Business klären. Ja, bezüglich Abstimmung, genau. Dann machen wir das so. Ja, ein bisschen machen wir, genau. Sorry, das ist jetzt für viele ein wahnsinnig langweiliger Moment gerade auch. Einschließlich mir selbst, aber ich muss kurz mal was in der Datenbank ändern. Magst du mir ganz kurz halten? Oh, du hast dir das Herz umgehängt, das ist ja sehr süß. Ja, es war ein bisschen lästig in der Hand. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Daran nichts nur. Toll, jetzt höre ich mich selbst, aber ich weiß nicht, wo ich mich höre. Ja. Möchtest du was singen? Geht gleich weiter. Ich kenne nämlich jemanden, um quasi nochmal an der Sache anzuknüpfen von eben. Mhm. Der hat auch ein ungefähr 10 Jahre altes Auto und der muss auch viel investieren. Jetzt fühlt man sich wie so eine Reporterin, ne? Ich kenne das Gefühl. Voll cool. Ja, voll cool, ne? Willst du den ganzen Abend machen? Dann kann ich freihändig hier Blödsinn machen. Nee. Wo ist eigentlich der Kameramann? Er sitzt Achso, da ist er. Sehr romantisches Bild, sagt der Chat. Während ich hier voll am Handy bin, so voll romantisch. Voll desinteressiert. Ja, voll desinteressiert. So quasi zwischendurch mal was reinreden. Okay. Gott, ich habe mich immer ganz selbst gehört. Das war aber anstrengend. Sophia, was hast du morgen vor? So. Morgen arbeiten. Bitte.
Ja, also soll ich sie abnehmen oder nicht? Ja, bitte. Okay, ich kenne jemanden, der hat ein 10 Jahre altes Auto und der investiert jedes Mal ungefähr die Hälfte der Reparaturkosten. Das heißt, der macht nur so viel, wie es nötig ist. Und das führt dann dazu, dass dieses Fahrzeug total stinkt, dass dieses Fahrzeug meistens noch viel kaputter ist als vorher, aber in dem Moment hat er halt nicht alles investieren müssen. Okay. Das ist meine Empfehlung vielleicht auch. Ja, ich verkaufe es sowieso. Ich gehe ja eh nach Kapstadt und dann verkaufe ich das Auto sowieso. Ah, okay. Genau. Ja, cool. Also, ja. Ich hoffe, dass es dann bald weg ist. Der Chat feiert immer noch die Aussicht. Das ist auch schön. Ja. Da vorne ist Deichmann, das erkenne ich auch. Tatsächlich. Cool, jetzt kann man... Deichmann? Ja, wir könnten voll so coole Suchspiele machen. Ich nenne es einfach Suchsel. Okay. Stimmt. Das ist der zweite Deichmann in Ravensburg. Es gibt immer einen. Zwei Stück? Ja. Das gibt's auch gar nicht. Genau. Also vom Gefühl her, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, vielleicht täusche ich mich auch, aber es ist die höchste Burg, auf der wir gerade sind. Echt jetzt? Oder? Oder also. Weil ich sehe jetzt keine größere. Ach so, ja, hier in Ravensburg. Ja, ja, genau, ja. 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 Ich dachte, auf der du jemals warst. Nee, ja, nee, das kann sein. Ich weiß nicht, Burgen. Ich bin ja immer nur auf Wolkenkratzern unterwegs in Frankfurt. Schon mal in Frankfurt gewesen? Nee. Okay, dann auf geht's. Ja. Ja. Schon nach Malta. Nach Malta, genau. Ja, Party People, wir haben mal die Spendenphase verlängert, weil sich der Stream entsprechend auch verlängert und beziehungsweise auch später gestartet ist. Wollen wir was trinken gehen? Ja, können wir gern. Weißt du, was es da gibt? Von Bier über Säfte alles. Okay, das klingt gut. Jetzt müssen wir nur noch einen Platz finden. Ich habe jetzt die Annahme auf 22 Uhr tatsächlich gesetzt. Party People. Ich hoffe, das war jetzt im Sinne von allen. So kann ich es dann live auch mitbekommen. Adam, wo habt ihr das Herz gekauft? An einem Herzenstand. Okay. Ich habe die Frau gefragt, ob sie auch individuelle Sätze fertigt, sonst hätte ich da schöne Sachen draufgeschrieben. Und das mit dem Tisch? Ja, sehr gut. Lass uns mal Folgendes einrichten, damit das ein bisschen kamerataugliches Setup ist. Lass uns mal so ein bisschen, genau, in einem Halbkreis die drei Plätze nebeneinander und dann geht Chris einfach uns gegenüber. Wisst ihr? Zum Beispiel, genau. Wer will wo? Ich gehe in die Mitte. Oh, Jackpot-Spiele mit Bierdeckeln. Ja, es wird kühler. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir denke, haha, Adam, gut, dass du hier was mitgenommen hast in der Hitze. Ich kam mir nämlich ein bisschen lächerlich vor, als ich heute in dem Hochsommer nach durch die Sonne ging. Okay, Aufgabe ist, die Sachen wieder so aufzuschnappen. Okay, wir machen nacheinander. Das hat mir so ein Typ gezeigt in Erfurt. Oh Gott, aber das ist ein komischer Winkel. Ja, dann such dir einen anderen Winkel aus. Du hast freie Winkelwahl. Ja, es ist schwierig. Probier's mal. Nee, das zählt nicht, weil es aufgekommen ist. Keiner hat gewonnen. Cool. Schade. Schönes Spiel, ne? Mhm. wird man hier auch mal bedient? Also, man wird bedient. Also, ich habe eigentlich die Frage war ernst gemeint, der Ton war. Ah, okay. Dann benehme ich mich. Zelf noch da? Ja. William, der Überkater, fragt, ob ihr lieber Katzen oder Hunde mögt. Da lacht sogar die Frau im Hintergrund. Ich mag Hunde viel mehr wie Katzen. Ich finde Katzen. Ich sage jetzt nicht meine richtige Meinung, aber ich mag Katzen nicht. Wieso? Was ist? Warum nicht deine richtige Meinung? Ja. Weil du Katzen über alles hast, oder was meinst du? Nein. Ja, aber nicht, dass ich noch im Stream als Katzenhasserin abgeschnitten werde. Ja, genau. Deswegen. Nee, wirst du nicht, weil ich habe schon vor ein paar Wochen, das kann ich beweisen. Also nicht, dass es jetzt so klingt, als wenn ich mich deiner Meinung annehme. Okay. Weil sowas hasse ich immer. Weil ich hatte früher einen Kollegen, der hat auch immer meine Meinung angenommen. Ich habe dann immer gesagt, ach, das fand ich jetzt nicht so schön. Und obwohl er vorher gesagt hat, er fand das schön, hat er dann gesagt, oh nee, finde ich auch nicht so schön, Adam. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich hasse auch Katzen über alles. Meine Mutter hat Katzen, mein Stiefvater hat Katzen. Und es ist nicht gut. Weil die sich benehmen wie die Väter in anderen Städten zum Vatertag. Also das ist wirklich richtig egoistisch und die hören auch nicht und so weiter. Und Hunde hören, die sind auch treu und so weiter. Und ich bin halt auch eher so ein treuer Typ. Was magst du lieber? Ich mag Katzen viel lieber. Ich hatte schon immer Katzen. Ich pack mal meine Familie. Ja. Jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr zu Hause wohne, aber
Hat dir wehgetan? Nee. Okay, aber. würdest du zugeben, würdest du sagen, dass Katzen schon so ihr Eigenleben führen? Ja, die sind brutal egoistisch. Okay. Die Katze wohnt da und wir sind ihre Angestellten. Ist schon so. Der Chat streitet sich jetzt auch schon über Katzen und Hunde. Das finde ich sehr schön, wenn man so Streits angestoßen hat. Aber wenn man halt schon weiß, dass die Tiere egoistisch ist, warum mag man die dann? Nur weil die süß schnurren? Ja. Und weil sie ein weiches Fell haben und... Katzen sind auch sau unkompliziert. Ja, aber weiches Fell haben viele Kerle auch zum Beispiel. Oder andere Tiere, Hunde auch. Ja. Ich glaube, sie kommt nicht, weil sie glaubt, sie würde stören. Ach so, nee. Dann müssen wir dreimal sagen, sie stören nicht. Sie sprechen sich gegenseitig ab. Sie diskutieren, wer zu uns kommt. Also, vielleicht ist das Problem aber auch, dass ich sehr dumme Katzen in der Vergangenheit kennengelernt habe. Unter anderem die Katze von meiner Mutter, die denkt auch wirklich, sie kann, aber es ist auch Erziehung, die kann halt überall kratzen, wo sie möchte. Und dann wird sie auch sofort reingelassen, kann überall raufspringen. Und jedes Mal finden das die Leute auch noch süß. Aber vor allen Dingen von einer Bekannten die Katze, die nach dem Essen, also die zerstreut das Essen im Napf und versucht das dann einzugraben auf dem Fliesenboden. Also die schabt dann so. Das macht sie jedes Mal beim Essen. Weil sie das wahrscheinlich konservieren möchte oder so. Du darfst gerne was sagen. Ja, das ist vielleicht Selbstverpflegung oder so, ich weiß es nicht. Was sind das für lustige Häuser? Kann man da wohnen? Ja, das ist eine Jugendherberge. Ach, hier ist die Jugendherberge? Ja, genau. Was ist das für eine geile Jugendherberge? Mhm. Von Position her. Ja. Krass. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier ein Zimmer gebucht. Ja, aber du fährst jetzt nach Hause, oder wie? Ja, in der Nacht, genau. Okay, und wann? 23 Uhr noch was. Ich muss noch mal gucken. Der einzige Zug, der nach Frankfurt fährt, über Ulm. Okay, von Ravensburg aus. Um Ulm herum. Ja, genau, von Ravensburg aus. Okay. Weil Weingarten hat noch nicht mal richtigen Garten, wollte ich gerade sagen, keinen richtigen Bahnhof. Ich habe ganze Zeit Angst, dass ich hier die Dings verpasse. Dann will der Chat noch wissen. Dingt er oder was? Jetzt habe ich dich erst erkannt. Ja, tut mir leid. Noch mehr Party-People. Ich sag dir schon. Hier kennt jeder jeden, oder? Scheinbar. Aber du kennst ihn nicht? Kleine Stadt, nee. Dann sag mir trotzdem, was macht er beruflich? Wir gucken gleich einfach, ob es stimmt. Ich weiß es nicht. Okay. Wie alt? Über 30. Über 30, auf jeden Fall, denke ich auch. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber okay. Und von hier kommt, wo ist er geboren worden ursprünglich? Hier, in Ravensburg. Das ist ein richtiger Ravensburger, ne? Okay. Redet auch Schwäbisch? Ja. Ja, okay. Aber jetzt mal im Ernst, werden wir hier noch bedient heute Abend? Gehen wir runter, Sag nochmal. Hier ist zu windig, gehen wir runter. Da ist mir los. Hier ist zu windig. Ja, wir wollen ja noch was trinken. Unten ist auch eine Gaststätte? Ja, Bars. Ach so, ihr meint jetzt in der Innenstadt? Ja. Wo wir noch nicht mehr wissen, ob wir rein dürfen. Oder haben die auch Außenplätze? Ja gut, jetzt haben wir sie extra hier hochgequält. Jetzt haben wir ja eine Aussicht, jetzt müssen wir ja weiter. Aber ich entscheide es nicht, ich möchte sie ja. Ja, am Ende entscheidet es immer der Chat. Ja, also Chat voller Wellensittiche, Katzen. Oh, es geht immer noch um Tiere. Ja, ist das jetzt noch von eben, das scrollt noch so hoch. Oh, gibt es einen Zungenbrechersatz in Ravensburg? Die üblichen wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, was Ravensburg angeht, sehr unwissend. Den Wind hört man nicht im Stream. Wieso beklagt er sich wegen dem Wind? Der Ton ist doch gut. Frag Sophia nach Geheimnissen von Cynthia aus, Adam. Gibt's? Nein, es gibt keine Geheimnisse. Naja, aber vielleicht so Andeutungen, die ich dann nachher machen kann, so nach 10, 20 Minuten. Nein. Wo sie dann so ganz seltsam guckt und sich denkt, creepy. Weiß er das? Ja, genau. Und das muss ja nichts ganz Privates sein. Überlegen. Einfach nur so Andeutungen, zum Beispiel irgendwie vielleicht mal ein Fahrradunfall oder so. Oder irgendeinen Namen von irgendeinem Dozenten oder so. Jetzt wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber irgendein Vorname nur. Oder ich brauche Secrets. Schwierig. Seit wann kennst du sie eigentlich? Wir haben
zusammen studiert, also okay. Oder das heißt, sind noch am Studieren. Das heißt, 2014 haben wir angefangen. Seitdem kennen wir uns. Du warst schon mal bei ihr zu Hause? Ja. Kannst du mir einen Einrichtungsgegenstand nennen, den sie zu Hause hat? Vielleicht einen Kuriosen? Dann kann ich in 20 Minuten sagen, ich liebe das und das. Ja, das sind alles so Standardsachen. Sessel, Sofa, ein Bett, eine Küchenzeile, ein Fernseher, ein Kleiderschrank. Wohnt Cynthia total langweilig? Nee. Das nee, würde ich nicht behaupten. Oder ein Geschenk, das sie mal bekommen hat? Ein Einhorn. Ein Einhorn? Mhm. Okay. Ja, sehr gut. Es wird noch nach dem Brunnen gefragt. Stimmt, den Brunnen habe ich vergessen unten. Jetzt gehen auch so langsam die Lichter an hier in Ravensburg. Ich versuche jetzt, sie zu einer... Kann man was bestellen? Ja, also sie haben noch gar nicht bestellt. Nee, noch gar nicht. Ich hatte die Kollegin. Ja, super, vielen Dank. Das war doch zynisch und absichtlich und provokant, als sie gefragt hat. Absolut. Es hat noch keiner bestellt. Es kam noch keiner vorbei. Okay, Einhorn, weißt du noch irgendein Geschenk? Der Chat will noch mehr Geheimnisse, das ist das Problem. Ja, Geheimnisse. Also Geschenke haben wir durch. Also das mit dem Einhorn finde ich schon mal gut. War das irgendwie Stoffeinhorn? Ja, oder was? Kuscheltier. Das ist ein Kuscheltier-Einhorn. Ja. Wo ist der jetzt bei ihr? Im Bett. Okay, ja, das ist doch schon gut. Ah, sehr gut. Wie groß also ungefähr? Vermutlich. Sie hat zwei. Eins ist so groß und eins ein bisschen größer, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, ein bis zwei. Okay. Irgendwelche Tattoos oder Piercings? Also muss er jetzt nicht irgendwie... Also, ja, ne? Tattoos ja. Hat sie. Echt? Und mehrere. Irgendeinen Bereich, den man öffentlich kommunizieren kann? Ja. Dann kommunizieren bitte öffentlich. Auf der Schulter. Mhm. Wobei, das könnte ich auch gesehen haben, ich Perverso. Theoretisch. Ja, am Handgelenk, aber das können wir noch sehen. Ja, das können wir auch sehen, genau. Ja, sonst an den hier, an den Ellenbogen. Oh, wie viel hat die denn? Ganz schön viel. 6, 7. Ja. Okay. Ja. CF, der mir die Chat-Kommentare weitergibt, sagt, dass er sagen soll, dass der Chat Sophia mag. Also irgendjemand hat gerade geschrieben, ja, CF, sag mal, Sophia, dass wir sie mögen. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, was gerne. Möchten Sie denn gerne? Was haben Sie denn da? Haben Sie Cocktails da? Cocktails? Nein. Dann ja, jein. Ja, wie so Longdrinks könnten wir halt machen. Bestell du erstmal, ich überlege mir. Ja, ich weiß auch nicht. Bestell du erstmal. Ich kann ihn auf die Karte rausbringen. Ja, oh, ja. Sie nur was trinken? Ich habe nur Angst, dass danach keiner mehr kommt, wenn wir jetzt in die Karte gucken. Doch. Nee, okay. In die Karte und dann. Ja, okay. Wir sind auch Schnellentscheider, oder? Ja. Okay. Bittersweet sagt, Adam schuldet uns noch ein Kieber für einen fremden Mann. Das stimmt. Ja. Bittersweet, kann ich es auf die Mädels geben? Ja, was gibt's sonst noch? Mineralwasser, heiße Getränke eben, Cappuccino, Espresso, bla bla bla, Spirituosen, Jägermeister, Ramazzotti, Absolut, Wodka, bla 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 bla. Weine und Spritzige, Rosé, Chris, Wein offen. Weißt du schon, was du möchtest? Ein Wasser, okay, ein großes Mineralwasser mit Blub. Oder lieber ohne? Oh nee, ihr sagt nicht wirklich mit Blub hier, oder? Das sag halt ich so. Oh, voll peinlich. Ach komm schon, Adam. Ja, irgendwie bin ich jetzt die Karte durch. Ich weiß halt nicht, ob ich dem Chat noch irgendwas mitteilen soll hier von dem Angebot. Flaschen Biere, Biere vom Fass, Fruchtsäfte, Erfrischungsgetränke. Gute Brände aus Hagnau? Verstehe ich nicht. Hagnau liegt im Bodensee und das sind Schnäpse. Ach, sind Schnäpse, okay. CF, gibt es denn vom Chat schon irgendeine Tendenz, was ich nehmen soll? Also sie kommt jetzt. Okay, ich weiß. So, was hätten Sie denn gern? Haben Sie sich entschieden? Ja, ich wollte fragen, haben Sie Sojamilch da? Oder Laktosefrei? Okay, sagt sonst noch, falls du was kannst. Okay, dann nehme ich einfach einen normalen, großen Latte. Okay. Jetzt ohne Laktosefrei. Also wenn Sie hätten, dann super, wenn nicht, dann ist es heute nicht also, so schlimm. Zombie gibt es halt nicht, das ist das Problem. Ja, Latte Macchiato, da müssten wir halt alles umstecken, reinigen. Das ist, glaube ich, okay. Dann ist normal. Ja, okay. Ja. Oh, dann mache ich einen Umstand, ist okay. Ja, okay.
Ich hätte gerne Johannisbeersaftschale. Mhm. Klein, groß? Klein. Was denn, Sef? Und noch ein großes Mineralwasser. Was ist ein Ramazzotti nochmal? Bitte? Mit drei Gläsern. Was ist Ramazzotti nochmal? Starker Schnaps, ne? Ein Glas. Okay. Ich hätte gerne Maracuja-Saft. Mhm. Einen großen. Mhm. Mit Schuss. Mit Schuss? Ja. Also geht das irgendwie? Kann man da irgendwas reinschießen? Wodka zum Beispiel. Ja, genau. Gin. Wodka klingt super. Ich kenne mich nicht aus mit diesen, vom Geschmack her, ob das. Ja, Wodka passt auf jeden Fall. Wodka passt auf jeden Fall gut. Ja. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen, ja. Genau. Alles klar? Ja. Dankeschön. Danke auch. Danke. Die wollen immer, dass ich Alkohol trinke. Und die haben ja die ganze Zeit geschrieben, Zombie, Zombie, Zombie und irgendwelche anderen Cocktails, aber die haben ja keine Cocktails. Wir können nachher noch Cocktails trinken. Okay. Ja, aber dann war das ja ein Fehler. Ich habe jetzt extra Maracuja-Saft mit Alkohol, ja, damit egal, der Chat zu viel. Ja, dann trinkst du nochmal ein. Mach doch nichts. Aber ich muss in Ulm und um Ulm herum umsteigen. Das schaffst du, das ist ganz easy. Ja. Ja. Ich habe mich letzte Woche schon in Duisburg abgeschossen. Bin danach dann runtergefahren. Das hat erstaunlich gut geklappt. Und ich bin extra ein bisschen noch in den Norden gefahren, damit ich überhaupt irgendwie in den Zug schon mal komme. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diese Stadt. Weil irgendwann ging es mir so schlecht. Und in Dortmund war ich echt froh, dass keiner um mich rum war. Und ich habe die Mülleimer... Ja, naja, das ist jetzt, wird jetzt halt... Also, okay. Es war wie immer. Mir wurde irgendwie übel, aber dann kam nichts raus. Das ist immer, manchmal wünschte ich, es käme was raus, wenn mir die ganze Zeit übel ist. Naja, wie gesagt, ich... Ja. Okay. Und sonst so? Ich habe übrigens vorhin, jetzt habe ich es halt nicht mehr, das habe ich vorhin an ein Kind verschenkt. In einem Jackpot-Spiel hatte ich ein Einhorn. Oh mein Gott, du hast das verschenkt. Ja, weil ich liebe Einhörner. Ich habe bei mir zu Hause im Bett habe ich ein Einhorn. Und ich habe auch zwei Einhörner. Du hast zwei Einhörner? Ja. Also wir lieben Einhörner. Du liebst auch Einhörner? Ja. Ach so. Ja. Hast du auch Einhörner zu Hause im Bett? Ja. Du hättest okay. Es lieber unschicken sollen. Ja, wusste ich nicht. Oh. Ich dachte mir, ja, Sophia und Cynthia, die sind so Einhorn nicht gut eingestellt, weiß ich nicht. Wusste. Nein, wir mögen das sehr gerne. Kocht Cynthia gerne und wenn ja, auch was mit Süßkartoffeln. Die haben es immer mit Süßkartoffeln, schon seit irgendwie 10 Folgen oder so. Okay, ja, ich koche es sehr, sehr gerne und auch ab und zu ein Curry mit Süßkartoffeln, ja. Ein Curry? Ja, das Gericht Curry mit Süßkartoffeln. Adam, alles gut? Ich muss mal überlegen, weil... Also was jetzt? Eine Currywurst? Oder? Nein. Eine Curry, Curry ist doch erstmal ein Gewürz. Du kannst doch nicht sagen, ein Curry. Ein Thai-Curry mit Süßkartoffeln. Aber was für ein Teil? Was ist das? Flüssig oder? Ein Gericht bestehend aus ein beliebiges. Ja, ein thailändisches Gericht vermutlich, ja. Es kommt aus Thailand, Thai-Curry. Ja. Ach so. Genau. Die Frage war ja, was ich damit koche, oder? Ja, ja, genau. Also ja. Vieles mit Curry. Jetzt verstehe ich. Genau. Weil du gesagt hast, mit einem Curry und... Nein, ein Thai-Curry mit Süßkartoffeln halt. Genau. Okay. Und anderem Gemüse wie Paprika, Karotten, Bohnen und ganz viel Curry. Ja. Stimmt, hast du noch gar nicht gesagt, ja. Noch gar nicht thematisiert. Ich liebe schwarzen Reis übrigens. Ja, das schmeckt ganz gut. Und ich war heute wieder im Frankfurter Bahnhofsviertel und ich war kurz davor mir, also gut, ist auch kein Wunder als Frankfurter, aber ich war kurz davor mir Soul Kitchen in der Weserstraße wieder schwarzen Reis mit Süß-Sauersoße. Das ist das beste schwarze Reis, was ich jemals gegessen habe, also falls irgendjemand aus Frankfurt kommt. Okay. Also ich habe noch nicht so oft schwarzen Reis gegessen, aber auf Teneriffa ganz oft. Also die Paellas habe ich halt meistens dann mit schwarzem Reis genommen. Ja, und rotes Curry, was war das, grünes Curry oder gelbes Curry? Oder rotes Curry, genau. Ja. Diese drei Varianten an Currygerichten. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere, aber diese kenne ich jetzt. Oder kennst du noch andere? Nee. Halt unterschiedliche Zutaten mit Fleisch, mit Fisch, mit Schrimps. Ja, oder so. Ja, ja. Schrimps sind gut. Ananas passt gut oder Mango. Genau. Ja. Oder ja, Paprika, Karotte, alles Mögliche. Kartoffeln. Was auch immer. Kürbis geht auch. Vielen Dank für die 20 Euro jetzt für Hamburg. Hamburg wird auch 30. Oh, ich habe noch 10 Euro unterschlagen. 30 Euro, vielen Dank. Die Für Leute. Hamburg. Ich glaube. Lass mich kurz überlegen. Serf? Führt Hamburg? Ja? Kein Problem. Nee, immer noch Gießen. Okay. Ist mir wieder eingefallen. Ja.
knapper 11 Euro Unterschied. Das heißt, jemand müsste jetzt über 11 Euro bieten, damit das Gießen dann führt. Aber CF nochmal ganz kurz, wie stellen die sich das jetzt genau vor? Weil die geschrieben haben, Gießen mit CF. Du hast zwar einen Bezug zu der Stadt, aber was erwarten die, dass wir dann da zusammen nach Gießen fahren? Oder wie kommt das? Wie kommen die denn auf die Idee? Manchmal frage ich mich, was für Ideen die kommen. Wenn der Chat das sagt, dann muss das wohl so sein. Ja, ja, okay. Was kaufst du noch so? Alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche. Ja. Ja. Ja, so spontan, Moment. Oder was hast du gestern gekocht? Ja, mal so. Durch. Reis mit Curry. Ich kann auch sehr gut kochen. Das frage ich auch. Das sind ja zu Besuch, oder wie kommt das? Nee. So? Nee, das Curry geht so einfach und so schnell und schmeckt so gut. Ja. Cool. Danke sehr. Kann ich dir das kurz anvertrauen? Dann würde ich mir was überziehen. Danke. Ja. Ich weiß ja, dass du es so gerne magst. Mhm, absolut. So, und für dich mit Schuss. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Das Wasser kommt noch? Wasser kommt noch. Okay, super, danke. Sehr, kannst du nochmal wiederholen? Elton fragt, wo wohnt Sophia denn genau, damit er für die Stadt bieten kann. Ich muss mal kurz mein Hemd holen. Währenddessen erzählst du einfach ganze Zeit weiter. Es geht ganz schnell. Ja, das kommt drauf an. Studieren tue ich in Villingen-Schwenning. Gebürtig komme ich aus Offenburg und da wohnt auch meine Familie. Und jetzt aktuell wohne ich in der Nähe von Überlingen. Genau, also im Prinzip gäbe es die drei Möglichkeiten zur Auswahl. Sind aber allerdings alles drei eher kleinere Städte und ja, haben auch sehr schöne Flecken. Ja. Sehr gut. Nee, wir können den Chat fragen. Okay. Prost. Also falls ihr noch nicht getrunken habt. Aber da. Chris hat noch nichts zu trinken. Und das macht nichts, er spielt keine Rolle. Nein, kleiner Spaß. Ja, dann warten wir noch alle. Oh, magst du es nochmal halten? Es tut mir so leid. Alles gut. Du musst deinen Kragen noch herrichten, ja. Ja. Ich muss, glaube ich, auch die Haare wieder korrigieren. Ja, ein bisschen. Oh, weißt du, ich habe ja heute keinen Wachs benutzt oder so. Dieser Haarstyle, du kannst ja sonst vielleicht auch deine Meinung dazu sagen, dieser Haarstyle ist darauf ausgerichtet, dass ich mir die Haare dann einfach so quasi zur Seite noch mache. Und jetzt sieht das überhaupt nicht gut aus, das weiß ich auch. Aber noch schlimmer war es in den letzten Stream. Da ist mir einfach nicht aufgefallen, ich habe es dann erst in der Aufnahme gesehen, dass die Haare so platt runterhingen, wie bei so einem russischen Dimitri, weißt du, der auch so einen Pony runterhängen hat. Und das war echt überhaupt nicht angenehm. Dankeschön. Aber war es mit Blub bestellt worden? Ich hoffe. Ja. Ja, aber letztes Mal hattest du auch keine Haarwachs drin. Nee, überhaupt nicht. Nee. Und das sah auch überhaupt nicht gut aus. Habe ich vergessen. Ja, ist halt so. Was soll man machen? Okay. Also ich hätte den Keks zu verschenken. Achso, vielen Dank für Mikro halten. Bitte. Oder wolltest du jetzt noch halten, weil du hast es so zögerlich weggegeben. Ich wollte es jetzt nicht wegnehmen. Was? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss es dir erstmal aus der Hand reißen. Nein, nein, alles gut. So, dürfen wir jetzt? Ich hab schon. Wir haben angestoßen. Ja, stimmt. Elton sagt, er hat in Überlingen Urlaub gemacht. Genauer gesagt in? Ja. Fricklingen. Fricklingen. Witzig. Fricklingen. Ja, Fricklingen. Okay, das... Ja, ungefähr da wohne ich. Nicht okay. Ganz, aber ja. Aber fast. Wenn der Nähe, ja. Okay, ja, stimmt. War ja mit Schuss, würde ich meinen. Schmeckt's gut? Ja. Ja. Wir haben eine fleißige Zuschauerin, die auch das Intro gebastelt hat, übrigens Party People, von den Highlights. Gibt es jetzt auch das Intro schon zu sehen von den letzten Highlights und jetzt bei den nächsten, bei der Aufzeichnung von dieser Ausgabe, die jetzt am Wochenende kommt und von den Highlights auch, das Intro gebastelt. Sowieso auch sehr viel für diesen Stream beigetragen. Und die hat, sie ist ein bisschen traurig, weil das Kiba, dieser Kiba-Wunsch wurde nicht erfüllt. Aber wir haben auch wirklich weit und breit keinen Herren hier sitzen. Und ich dachte mir, ich heb mir das lieber auf. Weißt du? Ja. Ey, aber wie geil ist, dass das eine Jugendherberge ist, ey. Aber da drüben ja noch Menschen einer. Vor allen Dingen, warum haben Jugendherbergen so geile Lagen? Das ist so krass, weil zum Beispiel auch in Heidelberg, das ist auch auf der Burg drauf und man hat so einen super Ausblick. Da kriege ich richtig wieder Bock, eine Klassenfahrt zu machen. Überhaupt, warum gibt es keine Klassenfahrten?
Für Erwachsene meine ich jetzt. Also so für uns jetzt halt irgendwie so 20, Mitte 20 oder so. Ist viel passiert jetzt in den letzten Sekunden. Ach, du hast mir eine Frage gestellt. Ja, eigentlich schon, aber... Entschuldigung. Hast du irgendwas mitbekommen? Warum es keine Klassenfahrten mehr gibt? Ja, keine Ahnung. Das ist ja eher so eine rhetorische Frage. Naja, also worauf hinaus möchte ich, möchte ein Geschäftskonzept anmelden. Ich möchte einfach Klassenfahrten für Party-People so ab 25. Oh mein Gott, wie cool. Ja, und dann... Aber das heißt auch, da wäre ja auch dann ein Bildungsauftrag dabei. Ja, der ist auch. Man holt sich eigentliche Schauspieler, die so tun, als wenn sie die Pädagogen wären. Also sind dann die Lehrer und die passen dann auf. Und von denen weiß aber, die sind nicht ernst zu nehmen. Die gehen nur irgendwie durch die Flure und sagen dann ab 22 Uhr, dass jetzt mal bitte alle ruhig sind. Und dann wird trotzdem Party gemacht. Also so die Rolle, die muss auch jemand dann noch ausfüllen. Ansonsten ist jeder auf sich alleine gestellt, weil sind ja alle volljährig. Kann man ja doch machen. Aber in der Rolle siehst du dich nicht. Nee, ich würde gerne die Klassenfahrt mitmachen. Also ich wäre gerne Beteiligter. Und jeder kann vielleicht so 2, 3 Freunde mitnehmen. Jeder nimmt dann vielleicht noch seine 1, 2 Katzen mit und seine 2 Einhörner. Und dann kann man aber, trotzdem muss man mit dieser Zwangsgemeinschaft dann zurechtkommen, dass noch andere Leute dabei sind. Und man muss auch Veranstaltungen zusammen machen, ansonsten gibt es eine Strafe zu zahlen, eine Strafzahlung von 500 Euro. Okay. Ja, hört sich eigentlich ganz cool an. Was haltet ihr von Das letzte Einhorn? Ziemlich trauriger Film. Ja. Aber schön. Wie kommst du denn nur auf das Thema Einhorn? Frag den Chat, keine Ahnung. Okay. Die sind immer, die sind immer so einhornmäßig aktiv. Mhm. Ja. Genau. Aber das ist cool. Das nächste Mal quartiere ich mich in eine Jugendherberge ein. Nächstes Mal Ravensburg, meinst du? Ja, wenn die wieder auf die kuriose Idee kommen. Aber jetzt führt erstmal Hamburg. Ist noch eine halbe Stunde Abstimmung. Ich wäre auch für Hamburg. Ja, da wäre Holger Kreimeier dabei. Mhm. Sagt er dir was? Nein. Nee, hat er mir auch lange Zeit nicht. Und der würde in Hamburg dann mit mir auf den Kiez gehen wollen. Okay, cool. Ja, mal gucken, wie das so wert war. Auf dem Kiez ist immer, wenn ich auf dem Kiez gewesen bin in den letzten Jahren, war immer Schlägerei. Also teilweise, da flogen auch schon Tischbänke durch die Gegend. Da habe ich schon gedacht, okay, gleich funkt es von dem Antrieb der Tischbank auf dem Asphalt. Dann war ich mal bei einem Restaurant, das draußen auch Tische hatte. Da hat der eine Gast vom Kellner aufs Maul bekommen. Also müssen wir auch erstmal hinbekommen. Und dann kam halt die Polizei danach und hat das Ganze notiert. Und dann hat der Gast halt erzählt, wie der Kellner ihm aufs Maul gehauen hat. Dann dachte ich mir, okay, egal was da passiert ist, das ist irgendwie so kurios, das ist Kiez. Ganz seltsam. Naja, ja, also keine Ahnung, wie das dann wird. Es ist ja auch nur ein Wunsch. Man muss ja gucken, ob LTE vorhanden ist und so. Chat findet mein Hemd. Okay, danke. Dann am Platz 2 ist Gießen mit CF natürlich. Und dann, wer ist CF? CF ist in meinem Ohr drin. Das ist quasi meine fiktive Person im Kopf, die mir immer irgendwas zuflüstert. Dem ich vorhin telefoniert habe. Ja, stimmt. Okay, cool. Oh ja, du hast CF gehört. Ja, kurz. Was war das für ein Gefühl? Wow. Ja, klingt ja sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Total sympathisch. Ja. Ich habe eben nur kurz nachgefragt, ob das bei 20.30 Uhr noch bleibt, nachdem ich von deinen Komplikationen gehört hatte. Wie hast du von diesen Komplikationen mitbekommen? Sophia hat mir eine Nachricht geschrieben, dass es Komplikationen gab. Und dann wollte ich sie anrufen, dann ging sie nicht hin und dann habe ich in dem Fall CF angerufen. CF sagt, Regie sagt Dankeschön. Komplikation, ich habe das Wort so lange nicht mehr gehört. Ich muss die ganze Zeit an Geburt denken. Das ist ganz, ja. Oh, 9 Euro für Solingen. Solingen holt innerhalb der letzten, steht da auf, 2 Euro für Rhein-Sinsheim. Das ist meine Lieblingsstätte. Und 5 Euro für Ponyville. Also ich habe immer das Gefühl, das ist analog zu dem Alkoholkonsum, dass der Chat dann auch mal so ganz schöne Vorschläge einreicht. Das wird immer häufiger, je mehr ich trinke, glaube ich. Okay. Ja. Also das ist nicht ausgedacht, du kannst es nachsehen auf skylandtv.live. Okay. Ja. Wo liegt Ponyville? CF, kannst du mal in der Wikipedia nachgucken, weil ich weiß nicht, in welchem Bundesland das ist. Ja. Aber wenn das gewinnt, mal ohne Scheiß, dann gehe ich einfach irgendwo in Schleswig-Holstein auf... Hast du gerade gesagt, sofort... Also ich habe doch Ponyville verstanden, oder? Naja, ich würde dann irgendwo einfach auf eine Koppel gehen in Schleswig-Holstein. Ich kenne da viele Koppeln. Ich selbst bin auch auf einer Koppel aufgewachsen. Hey, seht ihr die Lichter, wie sie leuchten? Mhm, voll schön. Cool, ne? Mhm. Bist du froh, hier in Ravensburg zu sein? Bei uns? Mit uns? Es ist wesentlich entspannender, als wenn ich irgendwo alleine herumrenne und da dann so gegen 20 Uhr mich frage, was ich da eigentlich mache. Also ja. Okay, schön. Ja. Auch sehr nett. Vor allen Dingen, weil
Also man hat manchmal so Leute, die man dann zum Beispiel auch spontan trifft, wo man das Gefühl hat, okay, ist ein nettes Gespräch, aber die sind zum Beispiel wesentlich jünger oder die sind wesentlich älter oder die haben einfach rhetorisch eine andere Ebene, um es mal so leicht zu sagen. Okay, verstehe. Und dann ist es immer ganz nett oder so, aber wenn man dann einfach mal so bei Gleichaltrigen ist, die einen verstehen, die auf Einhörner genauso stehen wie man selbst, dann ist das etwas beruhigender tatsächlich. Sind wir denn gleich alt? Ja, das haben wir letztes Mal abgecheckt. Du hast nicht gesagt, wie alt du bist. Ich habe den Chat nochmal zurückgespult. Ach echt? Hast du es geguckt? Ja, mich hat es interessiert, wie alt du eigentlich bist. Aber ich konnte. Hast du dich ja selbst gesehen und so? Wie ist das eigentlich so? Ganz hast du dir da so gedacht, okay, beim nächsten Mal trage ich aber eine Mütze? Oder wie war das? Nee, ich trage sehr oft Mützen. Also ich habe das jetzt nicht wegen Stream gemacht oder so. Nee, es gibt auch das, sorry jetzt, also... es gibt eine Aufnahme, wo ich sage, ich liebe es, wenn Frauen Mützen tragen. Ganz unabhängig jetzt von dieser Geschichte, einfach so generell, wo es um Mützen geht. Okay. Jo. Ja, es war komisch. Ich fand es für mich auch sehr peinlich irgendwie. Ich fand die Kommentare ziemlich lustig. Ja. Und manchmal etwas unangebracht. Aber ja, das ist leider aber das anonyme okay. Internet. Aber es war dann schon okay. Und ich fand alles in allem eigentlich... ganz nett so. Aber es ist immer komisch, oder? Wenn man sich selber sieht. Sich selber anzuschauen, man schaut da immer kritisch drauf. Wie schaut man aus? Wie wirkt man? Wie spreche ich? Sonne ist aufgegangen. Ja. Das stimmt. Ich selbst versuche tatsächlich meine Aufnahmen auch nie anzusehen, obwohl es mir gut täte, weil mir dann erst auffällt, wie viele Füllwörter ich zum Beispiel benutze oder wie oft ich auch dummes Zeug rede. Aber jetzt auch so ein 4-Stunden-Stream, da denke ich mir, wer guckt sich das denn eigentlich an? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe die 4 Stunden nicht angeschaut. Ich habe nur unseren Teil angeschaut. Nee, ich glaube auch, wenn es nicht live ist, dann ist es auch nicht so lustig. Okay, ja. Ich würde es gerne live sehen, aber ohne mich, also schon von mir, aber nicht, dass ich weiß, dass ich das bin, also nicht, dass ich meine Haut stecke, sondern von außen. Okay. Ja, wie gesagt, der Till hat, glaube ich, zuerst reingeschaut. Ich finde es so cool, wie du dann so irgendwann, wenn du auch dann keine Lust mehr hast, dann das zu Ende zu hören, dann, ja, okay. Und dann Nee, ich wollte nur kurz zu Ende erzählen. Eben der Till hat zuerst reingeschaut. Und ich fahre dir auch immer ständig ins Wort, ne? Ja. Und dann... habe ich es erst angeschaut. Ich wollte es eigentlich auch nicht anschauen. Aber dann meinte der Till, dass es mega lustig sei und dann musste ich reinschauen. Genau. Die Frage ist nur, was war mega lustig, sich selbst zu sehen oder das davor mit dem kiffenden Schweizer? Ja, der kiffende Schweizer war witzig. Da haben wir Glück gehabt. Das habe ich in den Highlights gesehen. Ja, die Kommentare fand ich einfach das, was wir geredet haben und die Kommentare dazu. Ja. Mein Video aus dem Chat zum Beispiel fragt sich auch, warum man sich das gerade hier anguckt. Ja. Ja, aber es ist halt live. Und live ist live. Na. Aber was ist eigentlich aus dem Aramsamsams geworden? Ich kann absolut nicht singen. Ja, ich auch nicht. Ich mach's trotzdem. Nichts für die Welt da draußen. Das Mikrofon hat eingebautes Autotune. Das ist ganz praktisch. Das macht's wieder gut. Kannst du singen? Nee. Also ich kann nicht mal den Text, glaube ich, mehr. Ich weiß es nicht. Der Text ist Aramsamsam, Aramsamsam, Guli 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 Ramsamsams. Ist es mit S am Ende? Ich weiß gar nicht. Nee, ohne. Ah, guck, ja. Voll verraten. Alle sagen nein. Sogar die Regie sagt nein. Sorry, ja, ich weiß auch nicht. Das ist der Song meiner Jugend und ich weiß den genauen Text nicht. Okay, genau. Und dann Arafi, Guli, 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 Ramsamsam. Übrigens, danke für die 2 Euro für Kapstadt. Aber wärst du nächste Woche in Kapstadt, dann würde ich, glaube ich, hinterher dackeln und zuschauen, was du so machst. Deswegen sagte ich, dass ich nächste Woche dann noch nicht wäre. Weil ich es, glaube ich, interessant finden würde, was du da so machen würdest. Ja, Rampoet sagt, es heißt Aramsamsam Adam. Was? Hä? Ja, sag doch mal was? Ich versuche gerade mit der Regie Kontakt aufzunehmen. Aber die lacht sich lieber Schrott. Ja, ich habe den Chat-Kommentar nicht ganz verstanden. Ist auch egal. Aber den Text, den können wir ungefähr. Mhm. Naja, aber wir müssen nicht singen. Hey, cooles Herz. Danke. Eigentlich bin ich blond, das ist... nicht so Schwachsinn. Ich habe halt wirklich irgendwas gesucht, was überhaupt gar nicht richtig passt zu irgendwem. Aber selbst da könnte man jetzt irgendwie denken, keine Ahnung, das könnte so als Beleidigung aufgrund der, weiß nicht, dass man damit irgendwas anspielen möchte, wegen Dummheit oder so, von Dummheit her. Wahrscheinlich schon. Ja, aber ich dachte mir, damit mache ich am wenigsten falsch. Du glaubst gar nicht, dass der Chat sich alles gewünscht hat. Das ist ekelerregend gewesen. Ja, so ist das Leben. Ja, und tatsächlich wurde nachgeschaut, wo Ponyville ist. Es ist irgendwo in, was war das, Afrika oder so, ne? Es gibt also ein Ponyville. Cool. In Guatemala. Okay. Ja, aber auch da gibt es eine gewisse Mindestsumme. Wer will denn jetzt hier den Keks? Sorry. Willst du nicht? Mm-mm.
Dann fragt der Chat noch, ob ihr den Sprung in die Kartons gesehen habt, als ihr es nachgeschaut habt. Okay. Habe ich noch. Das Ende habe ich noch mitverfolgt, ja. Das ist so ein Running Gag. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich da... Ich habe das sogar irgendwie so heraussehen können, dass das wahrscheinlich bei all deinen Streams dann am Ende so... Nee, ja, nicht am Ende. Das hat sich in... ganz populär wurde das in Darmstadt. Da hatte ich auch bezaubernde Guides und die fanden es halt auch lustig, aber auch der Chat fand es lustig. Ich bin dann halt in so einen Stapel gesprungen und habe mich dann halt mit dem Betreiber, wie soll ich sagen, also der Betreiber fand das natürlich suboptimal, dass ich da gerade seinen platzierten Müll nochmal kaputt gemacht habe. Aber ich habe ja auch, ich habe es ja dann wieder auf den Haufen gelegt, um dann halt wieder reinzuspringen. Ja. Und dann soll ich euch fragen, ob ihr Anime und Manga mögt? Bitte? Sorry, das sind Kicks. Nee, kann ich nicht so viel mit anfangen. Kannst du es dir nochmal sagen? Ach, weil ich Anime und Manga, ja. Ich habe es als Kind total gefeiert. Ja, aber Mila Superstar? Zum Beispiel, ja, stimmt, die, wo Volleyball spielt, ja, genau. Die fand ich ganz cool und ich fand ich hab sie geliebt. Sailor Moon ganz cool. Mila, kann lachen und so weiter. Aber... Sailor Moon habe ich gehasst. Jetzt kann ich eigentlich auch nicht mehr viel damit anfangen. Mhm. Mhm. Und wie sieht's aus mit... Anne mit den roten Haaren. Kennst du das? Mhm. Das ist die Geschichte von Anne Gables oder so. 18. oder 7. Jahrhundert, so eine richtig rotzfreche Göre, aber sehr sympathisch. Okay. Die damals natürlich noch weniger auf Sympathien gestoßen ist, wie sie es heutzutage machen würde. Also auch sehr schönes kindliches Anime. Mhm. Soll ich genau. Keksmampen. Nee, kenn ich. Kennst du das? Ich kenn's nicht. Okay. Ich bin eher so das Pippi Langstrumpf-Kind und Michel aus Lüneberger. Ja. Kennt ihr Carlsson auf dem Dach? Auf dem Dach, ja. Der einen Propeller am Hintern hat? Ja! Da habe ich einmal gesehen, habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß? Und das habe ich mir als Kind gedacht. Ja. Und dann die Frage, mögt ihr My Little Pony? Nein. Dann eine persönliche Frage von mir. Mögt ihr es eigentlich reihenweise irgendwelche Chatfragen gestellt bekommen? Kein Kommentar. Ja. Die Fragen sind sehr interessant immer. Ja, wieso ist denn nichts? Ja. Nee, My Little Pony. Ja, das stimmt. Das liebe ich aber auch. Ich feiere das jedes Mal. Vor allen Dingen, wenn wir mitten im Dialog sind. Und ich habe für mich das Gefühl, dass dieser Dialog abgeschlossen ist. Dialog. Aber das Gegenüber ja meistens nicht. Also das Gegenüber will vielleicht sogar noch was sagen oder so. Ist ja selbst gemerkt. Und dann aber mache ich so... kommt das nächste geschossen und ich mag diesen Moment so, weil dann fühle ich mich so männlich, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe die Macht. Ja, weil ich halt dirigiere, weil ich anführe, weißt du? Ja, das hat doch was von Dominanz, oder nicht? Also. Ja, was ist denn? Ja, okay. Wenn man ein bisschen Wort führt. Mhm, ja. Macht, ja. Jede Form von Macht ist männlich, absolut. Nee, so habe ich es nicht gemeint. Nein, kurz um richtig zu stellen. Wenn jetzt Frauen zum Beispiel auch führen, dann finde ich das halt weiblich, weil sie dominieren. Ja, also ich meine es eigentlich anders. Ja, okay, man könnte es ein bisschen macho-mäßig werten. Der Chat stellt fest, dass ziemlich viel gezoomt wird. Ja, der Chat hat eine kleine Allergie gegen Zoom. Zu Recht, weil wir haben mal eine Ausgabe gehabt, da wurde eigentlich nur gezoomt. Da hat man vom Handy hat man Geräusche gehört, dann wurde das Handy gezoomt. Und deswegen haben die jetzt schon gerade gemerkt, okay, hier wird gerade ziemlich viel gezoomt. Sind da dann so krasse Nahaufnahmen dieses Mal dabei? Nee, ich glaube jetzt nur gerade. Vielleicht 2-3 Mal, aber sonst nicht. Okay. Frauen sind immer sehr kritisch, ja. Wenn es ums Äußerliche geht. Ja. jetzt haben wir, glaube ich, den Stand erreicht. Ich wundere mich so ein bisschen, dass jetzt am Horizont immer noch die Sonne zu sehen ist. Ich vermute sogar, das liegt ein bisschen, dass wir im Süden sind, weil ich kenne das nicht, wenn ich in Norddeutschland bin und die Sonne geht unter, selbst wenn ich irgendwo auf dem Berg bin oder so, den es dort nicht gibt, also oder halt Hannover oder so, dann sieht man gar nichts mehr. Also jetzt nach 10 Minuten schon nicht. Das ist sehr bewundernswert. Ja, cooler Ausblick. Und der mich an den richtigen Platz geführt. Yay, wir gucken noch einmal auf die Ständen später. Stände. Ja, aber sorry, die hat aber auch wirklich was reingehauen da. Ich weiß auch nicht. Die hat das auch eiskalt ausgenutzt. Mit Sicherheit, ja. Genau, berichte mal. Nee, ich kann nicht probieren. Ich fahre noch, aber... Ja, aber einen Schluck kannst du da wahrscheinlich. Nee. Das finde ich sehr vorbildlich. Ich bin 0,0 Mensch. Ich habe mich eigentlich gefragt, gilt das mit 0,0? Oder wie viel kann man
Ist das Bundesland abhängig? Oder? Was? Nee, ich glaube bundesweit 05. Ja, genau. 05 aber, okay. Nach der Probezeit. Nach der Probezeit, das war das. Deswegen hatte ich mir mal in Erinnerung gerufen, dass ich 0,0 habe, weil ich in der Probezeit damals war. Ja, genau. Also ich bin nicht mehr in der Probezeit, aber ich möchte einfach, wenn ich fahre, keinen Alkohol trinken. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, Hamburg führt also noch mit dem Kiez um 66 Cent. Ja, ich finde Hamburg auch schön und vor allen Dingen ist es super einfach. Dann kann dann auch Tom zum Beispiel mitkommen. Aber das mit diesem Kiez ist immer so eine Sache. Hamburg ist meine Lieblingsstadt. Ist das so? Mhm. Okay. Da sind wir auch bald. Ja. Machen Studienfahrt dorthin. Da wird der Chat irgendwas zu sagen von wegen, ja, spenden wir für Hamburg, wenn ihr dann dort seid und so weiter. Nächsten Donnerstag, was ist denn das für ein Datum? Aber wir sind an keinem Donnerstag da. Wir fahren Freitag hin und Mittwoch wieder heim. Wahrscheinlich ist die Lehrerin große Skyline TV, also die Dozentin, Fan von Skyline TV Live und deswegen hat sie es so gelegt. Ja. Okay. Also auch erst im Juli, also. Ach so, ja. Genau. Die bieten ja jetzt schon. Nee, die bieten auch, weil dann Holger Kreimeier dann mit dabei wäre. Okay. Vielleicht, wenn er Zeit hat, weiß ich auch gar nicht. Okay. Ja. Hey, Sophia, nächste Woche ist unser Festival, oder? Ja. Ja, das hat der Chat nämlich auch gerade gefragt, ob nächste Woche euer Festival ist. Nein, es ist mir gerade gekommen, weil wir gerade von nächster Woche gesprochen haben. Ja. Ja. Ja, wie sieht das so aus, wollen wir noch ein bisschen zu Ende trinken und dann runtergehen? Oder friert ihr so ein bisschen langsam? Ist es schon deutlich kühler geworden? Wenn man sich bewegt, denke ich, ist es eh angenehmer, aber ist okay. Ich habe ja eh schon leer. Der Chat hat vorhin übrigens auch noch gesagt, ich soll deine Mütze anziehen, aber dann habe ich es vergessen. Und, Willst du? Oh Gott. Aber... Okay. Immer so der Nachteil, wenn man eine Mütze trägt, dass dann die Haare dann so ein bisschen platt gedrückt sind. Ja, das ist normal, das kenne ich auch. Deswegen immer, bevor ich zum Beispiel moderiere oder sowas, trage ich auch keine Mütze. Auch im Winter nicht, weil die Haare dann einfach komplett im Arsch sind. So wie jetzt wahrscheinlich auch gleich bei mir. Steht dir gut? Ja. Die Farbe ist ganz gut. Ich weiß dann immer nicht, wie weit ich sie hoch oder runter schieben soll, aber ich will jetzt deine Mütze nicht so herumschieben. Nee, das ist egal, aber ich würde sie eh anders aufsetzen. Ich wusste da nicht, wo irgendwie ein Strich ist oder so, wo man sie andocken kann. Jetzt sieht er aus wie ein Zwerg. Ja, weil die Ohren außen sind, ne? Ich würde sie so... Ich glaube, du machst Witze. Genau. Nee, sieht super aus. Aber mach mir nicht so einen russischen Dimitri-Pony, ja? Ich werde das gleich alles korrigieren wieder. Also nicht, dass ich dann wieder irgendwo in den Aufnahmen dann sehe, dass ich da minutenlang mit irgendeinem komischen Pony rumgerannt bin. Also so würde ich es echt schön finden. Ich habe mal die Mütze getragen bei einer Rolle, die ich hatte bei YouTube. Die nannte sich Bienchen Adam. Da habe ich einen Dougie B-Fan gespielt. Und die Leute haben das auch ernst genommen, weil es ein neutraler Kanal war. Okay. Und da hatte ich auch eine Mütze auf. Und jetzt denkt der Chat halt, also die erkennen das dann wieder, diese Rolle. Mhm. Da hatte ich nämlich eine Dougie B-Mütze auf, wo Dougie B mit Herzchen drauf stand. Das war aus ihrem Fanshop. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, danke für den 1 Euro von einem User mit dem Namen Bienchen Adam. ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig witzig aussieht. Es sieht schön aus. Ja, haben auch alle gelacht, muss ich schon sagen. Fand ich auch wahnsinnig witzig, weil ich das ja auch sehen kann. Ich würde es jetzt dann einfach wieder abnehmen. Dann. Okay, ja. Weil war ja auch lustig dann so. Vielen Dank. Ach doch, hier sind oben so Markierungen. Ja. Sie ist geviertelt. Jetzt vergesse ich nicht zu korrigieren, meine 3 Haare. Ja, die vorne noch ein bisschen zur Seite. Dann... Hier so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal seit 2 Jahren Haare verliere. Wieso ich weniger Haare habe, ganz im Ernst. Ist doch ganz normal bei Männern, auch bei der Rest. Ja, dachte ich mir auch. Aber ich dachte mir trotzdem, dass ich einfach erblich bedingt überhaupt kein Kandidat dafür bin. Mein Vater hat nämlich prächtiges Haar. Meine Mutter auch sowieso. Ich meine, bei Frauen ist es ja nicht ganz ein Problem. So, also dachte ich mir, warum? Und ich bin sonst ein grundgesunder Mensch und ich mache Sport und ich trinke wenig Alkohol, bis auf, wenn irgendwelche Leute sagen, dann trinke ich halt schon was, aber sonst nicht. Das ist doch vererblich, oder? Dachte ich. Ich rauche nicht. Ich glaube, dass deine Vorfahren, die Großeltern, auch schon weniger Haare dann. Und Seth ist eigentlich noch da, weil ich weiß nicht, ob ich wegen dieser Mützenaktion dich verloren habe. Ach so, ist noch da. Okay. Kann sein, ja. Ich werde einen Gentest machen, um das herauszufinden.
Soll ich mal reingehen und sagen, zahlen? Oder wie ist sind das? Wir auch die Letzten? Ja, ich glaube. Und ich weiß auch nicht, ob sie so von sich aus nochmal kommt. Ist das, gehört das zur Jugendherberge? Weißt das jemand? Ich glaube nicht, nee. Nee, ne? Ja, sag mal zu ihr, wir lassen es anschreiben. Mit Rechnung? Gerne, ja. Ja, okay. Mit Bewirtungsbeleg. Ist ernst gemeint. Kiezi sagt, und die Großeltern, sowas überspringt doch eine Generation. Ja, müsste ich mal nachforschen, nicht so viel Kontakt. Ist auch schwierig, Kontakt zu Toten zu halten. Ja. Also wahrscheinlich. Also gut, ich kann es abzählen, aber es interessiert niemanden. Oma, die lebt wahrscheinlich noch in NRW. Naja, und so weiter. Wahrscheinlich. Ja. Hey, hast du große Familien? Nee, ich habe einen Bruder und meine Mutter hat ein paar Geschwister, aber... Also hast du viele Tanten? Ja. Und Onkels? Ja. Ja, kommt drauf an, was man als viel definiert. Ja, ich bin ja bei Zeugen Jehovas aufgewachsen und die haben aus irgendeinem Grund, obwohl sie eigentlich verhüten können, sehr große Familien. Also das sind zum Beispiel, eine Familie hat 7 oder 8 Kinder. Ich glaube, mit den Zwillingen sind es dann 8 geworden. Und da ist meine Wahrnehmung, glaube ich, eine andere. Also so mit 5, 6 Kindern, finde ich, ist man noch einfach gut dabei. Ja. 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 Genau. Es wird gefragt, was Sophia nach dem Studium machen möchte. Das weiß Sophia noch nicht so genau. Das ist gerade noch die große Frage. Eigentlich würde ich gerne anfangen zu arbeiten direkt. Ja, also vielleicht noch, bin im Moment gerade überlegen, ob ich eine kleine Pause mache irgendwie. 2, 3 Monate. Aber dann würde ich schon gern endlich mal ein bisschen Geld verdienen. Ich bin dafür. Einmal komplett abspannen. Ja. Wenn du noch ein bisschen Kohle hast, kannst du noch wegfahren. Wow-Trip machen oder so, Backpack. Ja, oder halt günstig, irgendwo in Thailand. Aber selbst das kostet viel Geld. Thailand soll ja nicht so teuer sein. Ja, wenn du erstmal dort bist, dann nicht. Nee, genau, aber halt Flug kostet ja dann auch ein bisschen und Impfung, weiß ich nicht. Ja. Also so, zum Beispiel, als ich nach China geflogen bin, China selbst ist jetzt auch ganz anderes Niveau als Thailand von den Kosten her, besonders auch innerhalb von China. Aber was da die Reisevorbereitung auch gekostet hat, ist interessant gewesen. Und Flug natürlich auch und so weiter. Kommt sie gleich raus? Ja. Okay. Mit einer Rechnung. Mit einer Rechnung, okay. Ja, dann zücke ich schon mal meinen Rucksack. Ich glaube, ich ziehe gleich sogar meinen Rucksack. Nee, wenn wir jetzt gleich wieder runterlaufen, ziehe ich besser keine Jacke an, weil dann wird mir warm. Also ich kann es empfehlen. Mhm. Einer sagt im Chat, Adam hat schöne Haare. Mhm. Ja, die wollen mich immer alle kreuzweise verarschen, weißt du? Nee, aber ich kenne viele, die dann auch sagen, die sind jetzt zum Beispiel, haben Studium gemacht und dann fühlen die sich erstmal auch gaga im Kopf. Ja. So wie ich nach 5 Tage oder 4 Tage Programmieren, der sich dann denkt, jetzt muss ich erstmal Livestream machen. Ich mache das halt in kleineren Portionen. Aber dann einfach mal, ich habe Angst, dass jetzt hier gleich 10.000 technische Sachen gleich mit rauskommen. Einfach mal vielleicht dann wegzufahren, auch für eine längere Zeit, weil von 1, 2 Wochen hat man nicht so viel. Mhm. Ich glaube, das müssen schon mindestens 4 sein. So 4. Also überleg, ist du gut. Mach ich. Wir haben noch eine 5-minütige Geburtsphase. Also überlegt es euch da auch gut. Verlängert sich um lediglich 5 Minuten, wenn gerade noch ein Geburt reinkommt. Und rein bei Sinsheim ist auch zur Auswahl. Oh, darf ich dir kurz das Mikrofon geben? Ja, natürlich. Dankeschön. Ein letzter wunderbarer Blick nochmal auf die inzwischen mit Lichtern durchflutete malerische Landschaft. Ich würde so gern das Ganze beschreiben, wie man bei einigen Kunstbildern Beschreibungen lesen kann. So schön mit Adjektiven bespickt. Aber ich bin leider aus intellektuellen Gründen dazu nicht in der Lage. Ich mag es immer, wie Kunstwerke beschrieben sind. Okay, ja, ich bin gespannt, wann sie kommt. Ich auch. Ja. Kizi sagt, ich biete 3 Euro, wenn Adam Sophia die Haare flechtet. Sag mal, habt ihr sie noch an? Nein. Vor allen Dingen, ja gut, du trägst sie offen, aber da kommt nichts Gutes bei raus. Nee. Ich musste das, vor allen Dingen, ich habe auch eine Allergie, ich musste das früher mal bei meiner Mutter machen. Die fand das halt, ja! Oh mein Gott. Irgendwann auch, als ich so langsam in die Pubertät kam, dachte ich mir auch halt, okay, das ist ja eigentlich gar nicht normal.
Aber die hat es halt gemocht. Und ich meine, man hat sich ja so gegenseitig so ein bisschen auch also am Kopf irgendwie massiert oder sowas. Aber sie mochte das nicht. Sie wollte einfach so, dass man ihr die Haare flechtet. Und nachdem ich dann von zu Hause ausgezogen bin, relativ früh auch, wahrscheinlich auch deswegen, habe ich dann irgendwann auch festgestellt, sie zwingt dann andere Leute, wenn Freunde zu Besuch sind und die haben Kinder mit dabei, zwingt sie die Kinder, dass sie ihr die Haare machen. Ja, die ist, also sie meint das nicht böse, sie meint das ganz gut. Ja, also ganz. Dann kannst du in dem Fall Haare flechten. Ja, ich kann Zopf machen. Okay. Das war's. Ich tue dann immer nur so, als wenn ich irgendwas kann. Ja, kommen Sie einfach dazu. Ach so, ja, dann komme ich zu Ihnen. Dann willst du improvisieren oder soll ich das Ding mitnehmen? Ich komm mit. Du kommst mit? Ja. Okay, das ist jetzt im Prinzip. Ach du, ach, eine Mischung, so im. Ah, okay, eine ja, Mischung gut dann. Aus dem, was ich da eigentlich wollte. Ja, okay, dann bleibe ich sitzen. Chris, wie lange streamt ihr denn heute? Wie lange streamt ihr heute? Nachdem jetzt eine Stunde Verzögerung war? Okay. Ja, das schöne Ravensburg. Hast du das auch mal gesehen? Ja. Bringt sie noch die Rechnung? Ja, sie bringt noch die richtige Rechnung, weil das war eine Zwischenrechnung. Oh, was für ein Zufall. Sie dachte sich bei einer Gruppe Jugendlicher, also ich betrachte uns einfach mal als Jugendliche, auch wenn das jetzt mit den Haaren, also ich habe die Haare jetzt ja so wieder gekämmt, dass da keine Löcher zu sehen sind und so. sie dachte sich bei so einer Gruppe junger Leute, kann man das durchaus, also ich will ihr nichts unterstellen, aber es ist halt, ich beobachte mit Besorgnis, dass häufig Zwischenrechnungen ausgestellt werden und nicht die finalen Rechnungen. Adam, wir haben immer noch nicht dein Alter gehört. Das stimmt, aber nun geht es ja in die finale Spendenphase, da müssen wir uns ja auch drum kümmern. Mag ich nachher noch. Danke. Nee, aber wir sind ja im ungefähr gleichen Alter. Du hast ja eigentlich, wie war das? Ich hatte letzte Woche geschätzt, dass du 46 bist oder wieder. So ging das doch los, oder? Ja, danke schön übrigens, habe ich ganz vergessen. War abgelenkt. Danke für die 2,06 Euro für Hamburg Kiez. Hast. Achso, ich dachte, ihr gebt mir das Geld nachher wieder. Ja. Nee, ist schon. Nein, Spaß. War wirklich jetzt Spaß. Ist natürlich eingeladen. Ihr seid doch meine Guides. Ja, was für Guides? Die sich nicht auskennen in Ravensburg. Nee, das ist ein Begriff, der wird bei Skyline TV Live immer missbräuchlich verwendet. Okay. Das ist ganz normal so, ja. Genau. Ja, du hast gesagt, ich wäre 36 und dann 46 und ja. Genau. Ich bin aber eigentlich 26. Genau, du bist 26 und du warst auch so in den Drehraum. Nee, du warst ein Tick jünger, du warst 25 oder 24? 23. 23, genau. Ja. Und wie alt bist du? Um das Problem an das Problem anzuknüpfen von vorhin. Ich bin ja bei Zeugen Jehovas aufgewachsen und man feiert ja den Geburtstag nicht. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, oder? Nee. Nee, genau. Und weil wir den Geburtstag nie feiern, weiß ich das gar nicht so richtig. Okay, verstehe. Ja. Kein Problem. Aber warte mal, ich denke kurz nach. Nee, genau, ich bin 28. Okay. Also for real jetzt. Okay. Real. Oh, Schüssel. Okay. Ja, gut. Sollen wir los? Ja. Oha, aber das ist jetzt überhaupt nicht beleuchtet. Das heißt, nächster Unfall ist vorprogrammiert. Ah, nee, wir haben ja Licht. Ja, erstens das. Oder wir könnten außen rumlaufen, da sind, glaube ich, Lampen, aber das ist, glaube ich, ein Ticken länger. Oh, vielen Dank, Volker Robran, für die 2 Euro für Hamburg Kiez. Das sind immer so schöne Namen hier, die Leute haben. Ja, also Hamburg führt. Wollen wir den Weg laufen oder außen rum? Was ist außen rum? Ist das gepflastert? Es ist für Auto? So geteert halt. Ja, da fahren Autos. Da laufen Autos herum. Aber wir kennen den Weg, wir haben ja Licht und. Nee, wie ihr wollt. Also ist das jetzt ästhetisch auch was anderes? Nee, was abwechslungsreich ist? Okay. Es ist okay. Okay. Also abwechslungsreich, man begegnet dort wahrscheinlich jetzt auch keine anderen Menschen mehr. Nee, aber so von Aussicht her. Oh, sorry, ich dachte, es geht nach rechts. Oh, hier müssen wir echt aufpassen. Müssen aber ganz langsam gehen. Ja. Sonst Kabel kaputt. Boah, aber das finde ich schon richtig cool. Das haben wir von oben, weiß ich gar nicht, ob wir es von oben so gesehen haben, wie diese Burg, die wird jetzt angestrahlt durch das Licht. Ja, ist
schön. Macht sich richtig gut. Alles doch beleuchtet, ne? Hier lang. Stimmt. Wie lange streamst du denn heute, nachdem du eine Stunde Verzögerung hattest? Oh, ich weiß gar nicht. Ich muss gleich mal mit dem Kameramann absprechen. Wahrscheinlich nicht so lange, weil seine schwangere Freundin in Ravensburg wartet, dass er nach Hause fahren kann. Ich weiß nicht so genau. Ich habe auch überlegt, ob ich dann notfalls nicht einfach die Kamera dann noch mitnehme, so als Kompensation, und die dann selbst halte. Und dann mache ich so Selfie-mäßig. Ich bin auch so ein unheimlicher, guter Selfie-Typ. Ich mag das immer so Selfies machen. Okay. Ob ich das dann auch probiere. Wir können dich sonst auch noch unterstützen. Sonst kann ja auch jemand von uns die Kamera halten. Jeder hält einmal die Kamera im 5-Minuten-Takt. Nee, halt nicht im 5-Minuten-Takt. Aber wenn es dir hilft oder wenn sich deine Leute da draußen freuen darüber, können wir das gerne machen. Ja, ich werde gleich mal herausfinden, was sie dazu sagen. Das ist auf jeden Fall ein sehr liebes Angebot. Danke für diese Unterstützung. Wir gucken gleich mal. Ich werde gleich mal eine interne Absprache machen, die sich alle anhören können, weil wir ja live sind. Ja, Treppen steigen nach unten. Chat sagt ja, herunter. Kamera mitnehmen. Herunter. Treppen steigen. Treppen. 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 Was? Ungesund, oder? Ja, ich glaube. Wie war das? Ich habe irgendwas gelesen. Der Chat sagt natürlich ja, ich soll das Angebot annehmen. Jeder soll einmal die Kamera halten und so weiter. Noch eine andere Frage aus dem Chat war, wer von euch beiden mehr Alkohol verträgt? Sophia. Ich bin Asiatin. Ist das auch so mit der Milch eigentlich? Also ich habe gesehen oder auch gehört, in Asien gibt es wenig Milch im Verkauf. Ja. Das verträgt sich nicht so gut, ne? Ja, also ich versuche auch weniger Milch zu mir zu nehmen, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht so wohl bekommt. Ja. Aber ich habe jetzt keine Laktose oder keine direkte Laktoseintoleranz, also... Ich so eine halbe, habe ich gemerkt jetzt, aber auch erst seit vier, fünf Jahren. Wie wirkt sich das bei dir dann aus? Also hast du eine Freundin von mir gekriegt, da zum Beispiel Juckreiz oder keine Ahnung? Nee, ich merke es im Magen. Okay. Also ich merke einfach so Bauchweben so ein bisschen, so als wenn ich, keine Ahnung, zu viel gegessen habe oder so. Es fühlt sich so gefüllt an. Okay. Was sagt das, Mesh? 5 Euro, wenn ich die Treppe runterpurzel oder was war das? Gott. Wenn ich runterfalle, die komplette. Ach nee, gerade nicht, sorry. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Ich darf aus versicherungstechnischen Gründen, sobald ich auch nur einen Schluck Alkohol getrunken habe, keine Stunts mehr machen. Bin ja sonst als Stuntman aktiv, aber heute nicht. Also jetzt nicht mehr. Jo, Ronny Cola spendete 2 Euro für Hamburg. Oh, vielen Dank. Das ist immer wieder ein sehr spannendes Battle. Ja, das war übrigens auch mal eine Frage zwischendurch im Chat, wo du deine Wurzeln hast. Und dann dachte ich, beziehungsweise wo du aufgewachsen bist, und dachte ich, hey, in Ravensburg, beziehungsweise wo du herkommst. Ja, aber dann habe ich jetzt verstehe ich die Frage erst. Die beziehen sich wahrscheinlich darauf, wo deine Ur herkommt. Darüber haben sie sich ja im letzten Stream auch schon in den Kommentaren unterhalten. Ich habe schon drauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. Ach so, das kann sein, das weiß ich gar nicht, weil ich gucke es ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht, was noch zur Auswahl war, aber es war auf jeden Fall falsch. Ah, okay. Warte mal, aus dem Kontext muss ich dich nochmal anschauen, weil ich habe dich noch nie so angeschaut, wie ich eine Asiatin angucke, um einzuschätzen, wo du herkommst. Weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann es schon ganz gut einschätzen. Okay, dann rate mal. Also du siehst zum Beispiel mehr Chinesisch als Japanisch aus. Nee? Nee. Und dann kommst du aus einem kleineren Land in Asien. Nee, würde ich jetzt so auch nicht behaupten, aber... Thailand? Nein. Ja, wir haben ja schon fast... Alles so große durch. Rate weiter. Ach, Also, Chat sagt zumindest Thai. Aber das ja, lass mal den Chat raten. Okay, die sollen mal raten. Ja, Chat, jetzt habt ihr die Gelegenheit. Ja, Vietnam, gespannt. Hawaii, was war noch? Indonesien, ja, stimmt. Südkorea. Nein. Philippinen. Oh! Ja. Wer war das? Jetzt so im Nachhinein macht Sinn. Wer hat in Philippinen gesagt? Zuerst hat es gesagt Corriso. Corriso spricht man den aus. Okay. Ja, richtig. Ich komme von den Philippinen. Meine Mama ist Philippiner. Aber mein Opa kommt von Japan. Also ich habe auch noch ein bisschen japanische Wurzeln. Ah, cool. Genau. Aber nur ganz, 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 ganz wenig. Und danach haben es natürlich noch ein paar andere User auch geschätzt, also während geraten wurde, um die jetzt dann auch nochmal zu erwähnen. Genau. Ein User davon trug den Nicknamen Nette Rosette. Gibt's halt alles. Okay. Naja, solange sie freundlich bleiben. Okay, und sprichst du da jetzt irgendwas noch von so? Ja, ich spreche Tagalog.
Echt, wie cool. Also ja, so fließend zweite, und so. Zweite Muttersprache. Echt, wie geil. Oh, hoffentlich sagt der Chat das. Ja, der Chat sagt, ja, du befürchtest, dass der Chat sagt, ja, sag mal, bis auf Tolago. Ja, nee, ich werde das dann nicht weitergeben, weil du, ja. Weil das ist meistens so, wenn ich Leute treffe, die fragen, woher ich komme, die wollen dann immer gleich was hören auf der Sprache. Ich finde das immer, ja, weiß auch nicht. Ja, das kenne ich insofern, als das zum Beispiel, das passiert auch viel auf beruflichen Ebenen. Also ich kenne viele Leute, die in irgendwelchen Berufen arbeiten, wo es dann immer heißt, ja, sag mal was auf das und das. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich sage jetzt nicht, dass ich Comedian bin oder sowas, weil dafür ist es zu vielfältig. Ich will ja auch gar nicht die ganze Zeit nur Witze reißen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, man arbeitet so in der Unterhaltungsbranche, ja, erzähl mal einen Witz. Das finde ich super. Sprichst du noch eine zweite Sprache? Ich spreche sehr viele Sprachen, aber sehr, sehr oberflächlich nur. Okay. Also sehr redundant, weil ich es mir mal zum Hobby gemacht habe, Sprachen grundsätzlich einfach zu lernen. Ganz, ganz wenig Türkisch zum Beispiel. Okay. Reicht inzwischen nicht mehr für eine Konversation. Polnisch spreche ich ein bisschen, aber man hört dann auch sehr den deutschen Akzent natürlich. Und ich verspiel mich da in diesen in den 50 Fällen, keine Ahnung, verspiel ich mich da völlig, weil das ist viel, viel komplizierter. Türkisch zum Beispiel ist eigentlich einfach. Ich will da mal als nächstes weitermachen. Da hast du eine gewisse Regelmäßigkeit. Und wenn man einmal weiß, wie was ausgesprochen wird, da kann man da weiter. Im Polnischen ist das alles totale Assi-Scheiße. Genau, also ein bisschen Polnisch, dann ein ganz wenig Englisch spreche ich. How do you do und so. In der Schule hatte ich Französisch, aber auch schon wieder. Oh, was haben wir denn? Achso, ich dachte, das wäre eine Ratte oder so. Nee, das ist einfach nur ein Haarknäuel, weil irgendjemand sich gedacht hat, keine Lust mehr auf meine Frisur. Ja, also Französisch war nur Schule, das war Luc und Arthur le Perroquet. Okay. Luc et le sportif du groupe, après le colifère du sport. Okay. Diese Schultexte halt. Okay. Messe en passant, ce sont les sucreries und Kack halt. Mhm. Ja. Mhm. Was hattet ihr als Fremdsprachen? Französisch, Englisch natürlich. Hattet ihr nicht auch den Dekuvert als Buch? Nee. Nee, mit so einem Heißluftballon und so? Nee, hatten wir nicht, nee. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir verschiedene Jahrgänge haben. Ich hatte und verschiedene Bundesländer wahrscheinlich auch. Erst im Gymnasium. Ja. Also ich war erst in der Realschule und dann im Gymnasium und da habe ich erst Französisch gehabt. Ja. Das ist dann so, ja, was anderes. Verstehe. Sag's nochmal, CF. Es wurde noch nicht geklärt, was Sophia für ein Auto fährt. Ja, da bin ich vorhin einfach übergangen worden. Ja, das ist meine Schuld. Oh. Wir haben zwei Treppen zur Auswahl. Hier, nochmal kurz zu der Burg, ne? Wo wir sie gerade im Bild hatten, ist ja ganz schön groß, ne? Mhm. Ja. Ja, cool. Was fährst du denn für ein Auto? Ich fahre einen silbernen Toyota Corolla. Den habe ich mit 17 von meinem Opa geschenkt bekommen. Cool. Ja. Ja. Ich habe kein Auto. Braucht man ja eigentlich auch nicht, wenn man Frankfurt, Großstadt wohnt. Ja, immer wenn ich irgendwas aus dem Baumarkt brauche oder von Ikea oder so, leihe ich mir dann was bei DBK Schelling. Ja. Die leihen mir Autos, obwohl ich erst in Braunschweig vor ein paar Monaten das Elektroauto so kaputt gemacht habe, dass es gar nicht mehr von der Kreuzung fuhr. Der Warnblinker ging noch nicht mal, weil die interne Notstromversorgung bereits aufgebraucht wurde. Ja, deutlich ruhiger geworden hier in der City. Ja, es ist halt auch Feiertag und die meisten müssen morgen, glaube ich, auch arbeiten oder viele. Die haben sich den Brückentag, glaube ich, nicht alle genommen. Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert an dem Weingartenfest, wo es jetzt die ganze Nacht dort abgeht, dass die ja, da mitten krass. In der Nacht, also ich bin ja großer Fan von so Nachtaktivitäten auch, weil die Nacht für mich so eine ganz eigene Magie bietet, auch besonders beim Durcharbeiten, weil wirklich keiner irgendwas haben möchte, wenn man halt alleine dann tatsächlich ist. Und das hat mich dann ein bisschen gewundert, dass dann morgen eigentlich ja Werktag ist. Ja. Und immer wenn ich nachgefragt habe in Weingarten, die Leute dann so abgewimmelt und gesagt, ja, oh nee, wir haben morgen frei und morgen ist schulfrei und so weiter. Aber ich glaube, viele machen auch einfach krank. Kann durchaus sein. Ja. Aber es sind halt auch viele Weingärtner morgen beteiligt. Ja. Und ich denke, die haben dann sowieso frei. Ja. Hier, wollen wir uns hier noch was aussuchen? Das können wir dann irgendwann anders kaufen. Ich suche noch nach irgendwas, was hübsch aussieht.
Falls du irgendwas siehst, was du schön findest, sag Bescheid. Ja. Dann kann das irgendjemand im Chat bestellen. Für dich. Für dich, ja? Ja, klar. Okay. Was ist das eigentlich für ein Name? Ich glaube, um dein Haarproblem ja. zu lösen, wären solche Klemmerchen ganz gut. Oder hier so eine Mütze. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja, die sieht nice aus. Also, die hat auch so ein paar so rosa Elemente, da stehe ich ganz gern drauf. Das mag ich, weil ich diese stereotypischen Farbzuordnungen nicht mag. Das habe ich mir gedacht. Ja, cool. Ja. Da wird die Auswahl geboten. Ich kann ja sonst auch Klemmerchen zuschicken. Ja, die Leute schicken gerne große Sachen zu, dann bin ich mal wirklich froh über kleinere Elemente. Irgendjemand hat eben auch schon gesagt, Döner rechts und ich habe das gar nicht gesehen, aber ich habe das schon gerochen und mich gewundert, was der Chat alles so sieht. Ja, ist ganz lecker hier. Mit Straßenverkauf. Ah, es geht. So mittel. Ich weiß immer nicht, ob ich Hunger habe während des Streams, weil ich dann so am Nachdenken bin. Ich merke dann meinen eigenen Körper nicht mehr. Das ist immer ich so. Ich meine halt, wenn du halt später nach Hause fährst. Dann kann ich mir einen To-Go mitnehmen. Auf dem Weg zum Bahnhof weiß ich nicht, ob da noch was... Stimmt, aber andererseits bin ich in Ulm und um Ulm herum und da habe ich noch eine Stunde Aufenthalt. Vielleicht ist da irgendwie so ein 24-Stunden-McDonald's, wo ich dann irgendwelche klapprige Pommes essen kann oder sowas. Ja. So, hier sind wir in der Nähe des Mehlsacks. Ja, wir waren ja gerade am Mehlsack. Ach so. Der Turm, der am Ende zu sehen war. Das war der Mehlsack. Genau. Ja, genau. Wie sieht's denn so aus? Wie viele sind wir denn überhaupt noch eigentlich zu elf? Oha. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist halt morgen, haben viele frei wahrscheinlich, deswegen auch. Und, wie viele? Oh, was für schöne Läden. Wie viele? 136. Hm. Oh, ja, ja. Ja, Das ist ein Irish Pub? Ich glaube, der Irish Pub wurde mir auch empfohlen von irgendjemandem, der Leute, die ich angefragt habe. Oh, was ist das für eine coole Apotheke hier? Das ist jetzt aber nur Show, oder? Also, ja, ich glaube, das warte ist mal, Deko. Wo ist jetzt die Scheibe? Ich muss jetzt gucken. Das ist Deko. Das ist ja süß gemacht. Und hier ist der offizielle Eingang. Genau. Boah, aber meinst du irgendeine klapprige Oma oder so, die verwirrt ist, vielleicht stellt sich da an und wartet? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, sorry, aber... Und da haben wir irgendeinen... Wirklich? Kann man darauf tippen? Das sind nur die Notdienstapotheken, okay. Das ist nicht so spannend. Yay! Okay, genau, die Frage ist, gehen wir jetzt noch irgendwo hin? Wo gehen wir hin? Und wann können wir dem Chris die Kamera abnehmen? Es ist mir egal, das müsst ihr klären. Aber jetzt so von der Location her, was schlägt ihr so vor? Also wir könnten ins Stippe gehen, wir könnten ins Riva gehen oder eben da hoch ins Baltus oder ins Irish. Genau, oder wir könnten auch nochmal auf den Marienplatz in Richtung Burg, da sind auch ganz viele Cafés, da könnten wir auch nochmal hin. Parkstraße runterlaufen. Genau, ja. Parkstraße runterlaufen. Bachstraße runterlaufen. Genau. Ja. Entfernen wir uns eigentlich vom Bahnhof oder gehen wir auf das Bahnhof? Nee, auf den das Bahnhof ist zu? Alles in Reichweite. Du bist dann in 10 Minuten am Bahnhof unten. Okay, so wie alles. Genau, wenn du mir nochmal sagst, wann dein Zug fährt, dann können wir das auf jeden Fall bedenken. Ja, ich schaue immer nach. Wir sind in Ravensburg. Ich möchte nicht nach Weingarten-Württemberg-Charlottenplatz. Sondern nach Frankfurt. Ja, sorry, lieber Chat, das sind jetzt einfach so logistische Geschichten. Oh, das ist schon 22.53, wo die Bahn fährt. Das ist die nämlich nach Ulm und um Ulm herum. 22.53. Da muss ich da umsteigen in Ulm. Gut, dann sollten wir uns eigentlich in Richtung Bahnhof begeben. Dann ja, schon, ja. Dann schaffen wir das gar nicht so richtig, hier einen durchzubechern. Na, ich glaube, später fährt... Keiner mehr, oder? Nee, erst um 5.46 Uhr. Mhm. Ja, dann musst du den nehmen.
So machen wir das. Genau. Aber wir können die Kamera abnehmen und dich bis zum Bahnhof begleiten. Wir müssen nämlich auch in Richtung Bahnhof dann. Okay, dann nehme ich die Kamera und... oder Chris kommt einfach mit. Oder so, okay. Super. Ja, cool, dann können wir einfach weiter sammeln. Okay. Ja, war sehr nett. Genau, das muss ich mir nur merken, 22:53. Ich hab's auf dem Schirm. Okay, ich vergesse sowas immer. Ich lebe immer so in so... Normalerweise wohne ich ja in Gegenden, bei denen immer irgendwas fährt. Musst du noch ein Ticket lösen? Nein. Okay. Ja, dann ist easy. Ich kuf dieses Ticket bereits. Okay. Ja. Es ist eine neue Leidenschaft, die ich entwickelt habe, die ich gerne einführen möchte. Auch in dem Livestream möchte ich auch dann gerne mit euch Leute im Chat ein bisschen weiterentwickeln. Ein falsches Präteritum. Oh. Ich kuf also ein Ticket und ja, fuhr damit nach Hause, ist eigentlich richtig. Es ist häufig, glaube ich, eine Änderung zum U-Vokal. Ja. Was machst du am Wochenende? Dieses Wochenende? Mhm. Werde ich, morgen moderiere ich eine Sendung auf dem Portal Massengeschmack TV. Okay, also wir müssen in die Richtung. So ein Tech-Magazin. Nennt sich Netzprediger. Und dann werde ich wahrscheinlich Samstag Freunde treffen in Norddeutschland. Und wo in Norddeutschland? In Hamburg. Okay, ja. Schön. Ja, da kenne ich ein paar. Ist ja die Gegend, wo ich herkomme, mehr oder weniger. Also Schleswig-Holstein, okay. Ja eigentlich. Schön. Genau. Und Sonntag fahre ich wieder zurück. Sonntagmorgen. Und da gibt es dann das nächste wichtige Treffen. Genau. Oh, hier sind die Eiscafés. Da bin ich vorhin vorbeigegangen. Genau. Hier sind auch ganz viele Bars und Restaurants. Aber doch gut belebt. Also ich hätte vorhin nicht gedacht, dass noch so viel los ist. Dann hier jetzt später, sorry. Und was macht ihr am Wochenende? Ich fahre um 5.30 Uhr nach Kärnten. Mhm. Im Allgäu? Nee, in Österreich. In Österreich? Genau, und werde am Samstag Bungee springen von... Ach nein. Doch, von der Jauntalbrücke. Ja, und das erzählst du mir jetzt, oder was? Du hast nicht gefragt, was ich am Wochenende mache. Ach, hätte ich bloß. Ja, weil das klingt immer so nach dem Motto, ja, okay, von welcher Brücke? Von oder der wie? Jauntalbrücke. Wie hoch ist die ungefähr? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich aber das ist schon so eine... 200 oder so, ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall ist es die also eine... größte Stahlbrücke. Ach du Scheiße. In Österreich, genau. Und da habe ich eben meiner besten Freundin einen Gutschein geschenkt für einen Tandemsprung. Hä? Du hast deiner Freundin einen Gutschein geschenkt? Für einen Tandemsprung, und zum ja. Dank darfst du jetzt Bungee springen, oder was? Mit ihr zusammen, ja. Ich wollte das so machen, habe sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Dann hat sie gemeint, ja. Und dann habe ich es ihr zum Geburtstag geschenkt. Aber Tandem ist doch was anderes als Bungee. Ja, mit Tandem meinte ich einfach, dass wir zu zweit springen werden. Ach so. Tandem. Jetzt verstehe ich, okay, genau. Richtig. Tandem ist ja. Eine... Ja, ja. Ja, es gibt einen Tandem-Sprung noch mit dem Fallschirm, habe ich auch schon gemacht. Willst du eine Blume haben? Ja. Ja, willst du? Willst du? Ja, wenn du ja sagst. Kann ich die Blume haben? Welche? Die hier? Für die Haare. Ja? Leider nicht. 5 €. Wie viel? Gabel, fünf. Noch mal Wende. 5 € für die eine Blume hier. Kommt nicht schimmig. Ja, super. Vielen Dank. Ich empfehle euch weiter. Aber ohne Topf. Ohne Topf, okay. Ja, aber da habe ich ja eine Blumenerde am Hals. Ja, hast du, nee, die ist schön Ding drin. Ah, cool. Okay. Super, vielen Dank, lieber Walfisch-Team. Bitte schön, kannst super. Du ein bisschen Werbung machen? Ja, Walfisch. Ich war schon oft bei euch, das war immer sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, vielen Dank, Walfisch. Tschüss. Hier, für euch. Für Sophia, weil ich bald umziehen werde. Und aber ich doch auch. Ja, aber du kannst sie wenigstens mitnehmen. Wo soll ich sie hin mitnehmen? Ja. Oh, was ist hier denn los? Er pfeift uns noch hinterher. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht überrumpelt. Ja, muss ich mal schauen, ob ich da noch einen Platz für finde. Okay. Ja, der Walfisch. In meiner Planung mit Bedacht noch eine Pflanze. Wohnst du alleine, wenn ich fragen darf? Ja, in der WG. In der WG, das heißt, es wird schon Fragen geben, wenn du jetzt auf einmal mit so einem Blümchen nach Hause kommst. Wo die ne? herkommt, klar. Genau. Ja. Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich dir noch ein bisschen was Röteres geschenkt, so ein bisschen oder so Orchideemäßig oder so. Ja, dann sollen die mal fragen. Ja. Ja. Hoffentlich kannst du es ihnen erklären.
werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. Weil es ist egal eigentlich, was du sagst, du kannst nur verlieren. Weil wenn du jetzt die Wahrheit sagst, dann ist die Wahrheit, dass einfach so ein Typ, mit dem du, den du eigentlich gar nicht kennst, ja, mit dem du vor der Kamera in einem Livestream rumgelaufen bist, der hat einfach spontan, ist er zu einem, was war das, Walfisch? Budenbesitzer ist er gegangen und hat ihm die Blume abgenommen. Also ich weiß nicht, das kann man gar nicht erkennen. Klingt das überhaupt glaubhaft, wenn man sowas erzählt? Da denken doch alle, ich spinne. Ja. Deswegen, du kannst nur verlieren. Aber gut, du hast es dann auf Video, also kannst es dokumentieren. Aber ob das so viel besser ist? Ja, das macht es wahrscheinlich nicht besser. Ach ja. Ja, du hast die Uhr im Blick, ne? Ja. Ja. Sonst komme ich hier nicht mehr weg. Interregio. Das ist noch eine halbe Stunde. Und wir haben, glaube ich, noch so 7 Minuten zum Bahnhof. Okay. Da hinten blinkt was hinter uns. Hinter uns? Personen? Bei dem Schirm rechts. Bei einem Schirm rechts. Ja, da ist wohl jemand im Chat, der sich hier auskennt, oder? Bei den Schirmen rechts. Ja, die, gut, die sehen den Schirm halt, ne? Ach, da hinten. Ach, da, das meinen die, das Lichtchen da hinten, ja. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Blinkend. Sehr, ja, sehr blinkend. Nervtötend. Da fiel schon jemand. Brunnen-TV, sagt jemand. Aber wo ist jetzt hier der Brunnen? Ich habe ja so eine Reihe, die ich immer mache. Immer wenn ich einen Brunnen sehe, dann mache ich einen ganz kleinen Ausschnitt, den Bimbam übrigens, der hat jetzt den Kanal registriert oder macht das unter seinem eigenen Kanal, dann hochlädt. Das ist dann quasi so eine Reihe. Und im Prinzip sieht das aus wie irgendein gestörter Mensch, der einfach nur Brunnen dokumentiert. So eine ganz kleine Schnipsel. Das ist, glaube ich, kein richtiger Brunnen. Das habe ich den Leuten noch angekündigt eigentlich. Das ist kein richtiger Brunnen, genau. Nee, aber der richtige Brunnen wäre auf dem Marienplatz. Wo wir jetzt gerade herkommen, ne? Ich verpatzt. Ja. Ist hier gleich noch ein kleines Wässerchen? Ha. Leider nicht. Ja, komm, dann machen wir es schnell hier. Da ist ein Wässerchen. Da ist ein Wässerchen, dann machen wir es kurz hier. Ganz kurzer Ausschnitt für Brunnen-TV. Oh, ist das hier eigentlich rechts so ein Jumpboden, wo man so raufspringen kann, weil es so gummiartig ist? Ja, so halb. Ist nicht das, was ich kenne. Schade. Okay. Hier ist Brunnen. Oh geil, hier kann man sogar reingehen. Da haben wir eine ganz kurze Anmoderation. Oh, hier liegen Blutflecken. Ach nee, das ist ja ich bin ja nie im Bild. Das ist ja immer nur das Gewässerchen selbst und ich spreche was dazu ein. Genau, also Brunnen-TV, die, ich glaube, 5. Los geht's. Ja, meine Damen und Herren, beim Brunnen-TV, da habe ich so einen ganz, ganz subtilen Brunnen. Das ist einfach horizontal geteilt. So, das sollte reichen. Ja, das ist so Insider-mäßig, weil Bimbam hat übrigens einen Kanal, der führt den Kanal und wenn man dann Brunnen-TV bei YouTube eingibt, dann kommen immer nur diese kleinen Ausschnitte und keiner weiß, wer dahinter steckt. Ja. Jetzt haben wir ja immer über uns gesprochen. Was machst du denn beruflich? Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz rausgefunden. Rausgefunden? Hast du gegoogelt? Nee. Ja, ich habe so ein paar Streams angeguckt. Mein Xing-Profil abgemeldet, weil ich nicht wollte, dass die Leute da irgendwie auf Firma kommen und so weiter. Ich habe eigentlich einen ganz langweiligen Job. Ich mache Webentwicklung. Ich programmiere. Okay. Ja. Ich habe mal Speeddating gemacht vor ein paar Jahren. Lustig. Und ich habe bei jeder was anderes gesagt, weil ich auch einfach gucken wollte, was für einen Humor die haben. Also ich habe dann zum Beispiel einmal so diesen Klassiker benutzt. Ich habe dann gesagt, bei McDonald's packe ich die Gurken in die Burger. Und dann habe ich einmal gesagt, ich bin Bestatter. Aber ich bin derjenige, der dann immer versucht, dann bei den Leichen noch so ein bisschen die aufzupäppeln, dass die halt dann im Sarg besser aussehen. Und habe dann immer geguckt, wie die reagieren. Ich habe da nämlich mit einem Freund war ich dort, der eben auch dann die Damen gespeeddatet hat. Und der hat zum Glück einen leicht variierten Geschmack, also nicht ganz so mein, sonst wäre das, glaube ich, nicht aufgegangen. Okay. Und dann haben sie ja so ein bisschen auch Spaß gesehen, so wie jeder, der ja da hingeht, der sagt ja, der macht es nur aus Spaß. Und war auch sehr interessant, weil da waren auch tatsächlich sehr eloquente Mädels dabei und so weiter. Das war gar nicht so, wie man sich das vielleicht klischeehaft vorstellt. Und da habe ich das nämlich auch so, da habe ich sehr variiert und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich in diese Trickkiste greife und eines dieser Berufe nenne. Aber dann habe ich mir gedacht, ach nein, komm, verarscht doch die Cynthia und die Sophia nicht. Die merken das sowieso. Sie merken sowieso, genau. Oh cool, jetzt kommt gleich ein Bogen. Bimbam sagt, danke für die Kanalerwähnung. Ja, bitteschön. Ich fühle mich wie in Venedig übrigens, ne, mit diesem Kanal.
Das fand ich nochmal cool, dass es so ganze Zeit parallel zu uns herangeplätschert ist. Ja, Venedig war ich auch schon, ist super schön da. Ich war genau vor einem Jahr in Venedig. Ich war noch nie dort. Sag mir, wie es war. Wunderschön, ganz viele kleine Gästchen. Und auch überhaupt so der Charme der Stadt hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und das Essen war super lecker. Aber ja, Venedig ist halt auch ein bisschen teuer. Aber hier sehen wir noch einen schönen Torbogenturm. Kann man eigentlich so sagen, ne? Ja. Ein Torbogenturm. Doch ein Name, ich weiß nicht mehr. Achso, ich kann eigentlich nochmal gucken, ob dieses das GPS-Signal inzwischen funktioniert. Vorhin gab es ja mal einen Bluescreen vom Anbieter. Wie heißt denn das Ding nochmal? Und dann können die Leute nämlich selbst auch sehen, wie es... genau, Glümse. Da können die Leute nämlich selbst sehen, wo ich bin. Okay. Das ist nämlich mein GPS-System. Das sendet auf die Homepage meinen aktuellen Stand. Ah, jetzt muss ich noch auf Standort teilen gehen. Das habe ich vorhin verrafft. Skyline.tv. Bla bla bla. So. Vielleicht geht's ja jetzt inzwischen. Ja. Was hast du gerade noch gesagt? Ich glaube, ich habe irgendwas von dir. Ich glaube noch irgendwas über Venedig. Hier rüber. So, Party People. Also, wenn es jetzt funktioniert, dann könnt ihr mich wieder GPS tracken. 5 Betrachter sind auf jeden Fall schon mal da. Woher die ganze Kohle für die Reisen? Für welche Reisen denn? Um wen geht's denn gerade? Um Cynthia? Woher du Kohle hast für die ganzen Reisen? Das ist ein kleines Geheimnis. Wirklich? Ja. Aha. Ich glaube, ich hab eine Vermutung, aber der ja. Ich würde mal einfach jedem raten, immer für seine Reisen zu sparen. Ja. Und ich bin halt auch eher so der spontane Typ. Also wenn ich reisen möchte, dann nehme ich mir das irgendwie vor und dann buche ich dann halt auch gleich. Mhm. Also keine Ahnung. Machst du Blindbooking? Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Aber da habe ich eben noch nicht so viele große Städte gesehen. Und dann war es auch ganz spannend. Jetzt würde ich es nicht mehr machen, weil eben ganz viele Städte dabei sind, die ich schon gesehen habe. Ja. Also ja. Du weißt ja dieses Konzept von Blindbooking, oder? Genau, man hat ja manchmal auch eine Vorkategorisierung. Ja, da kann genau, man sagen, Kultur, wo man, Party. Genau, und genau. Dann auch manchmal die Erdteile, wo man nicht hin möchte oder wo man hingehen kann. Ja, genau, kann. Und dann zahlt man eben 5 Euro, glaube ich, drauf, wenn man Brüssel oder so ausschließt. Ja, genau, ja. Und also jetzt würde ich es nicht mehr machen, aber ich glaube, so als Reiseanfänger würde ich es jedem empfehlen, weil es einfach spannend ist. Man weiß eigentlich bis zu der richtigen Buchung nicht, wohin es geht. Und wenn man sich auch nicht entscheiden kann, finde ich es ganz gut. Ja. Genau. Aber, ja. Also so viel reisen gehe ich jetzt auch nicht. Also immer mal wieder halt. Das macht ja jeder. Und ja. Ja, du, wir erzählen ja im Prinzip dann auch, wenn wir von Reisen erwähnen, die Reisen, die jetzt innerhalb der letzten Jahre stattfanden. Ne? Ist ja nicht so, als wenn du jetzt die letzten 2 Monate dort genau, gewesen bist. Ja. Ich reise schon viel, weil es ist auch einfach eine Leidenschaft von mir. Und ich nutze auch jede Gelegenheit, gerade wenn Freunde im Ausland sind. Ja. Wenn die dann sagen, hey, Sinn, komm rüber, dann sage ich, okay, wann hast du Zeit? Und dann buche ich halt den Flug und dann muss ich ja schon die Unterkunft nicht zahlen und spare da ja auch ganz viel. Und ich muss auch sagen, dass ich mein ganzes Geld für Reisen hauptsächlich verwende. Aber ich finde, von Reisen hat man einfach viel mehr, gerade die Erinnerungen und die ganzen Abenteuer und einfach auch die schöne Welt. Da gibt es so viel zu entdecken und ja. Also ich würde auch, bevor ich da irgendwie 50, 60 Euro im Club ausgebe oder so. Richtig, so denke ich halt auch. Würde ich es lieber zusammenrechnen und dann irgendwann einmal fett Ballermann zum Beispiel. Nein, da würde ich nie hingehen. Wirklich. Nee, ja, Spaß, aber da ist sowieso nicht mehr so viel gesaufen. Im Winter war nichts los. Im Winter war tatsächlich nichts los, ja. Sag's mir nochmal, Tiff. Habt ihr mehr Fernweh als Heimweh? Frage geht an euch beide. Weiß nicht. Also ich bin nicht so der Heimweh-Mensch. Aber Fernweh ab und an. Aber also demnach schon mehr Fernweh als Heimweh. Ja.
Also vor also, uns ist schon der Bahnhof. Ihr wisst schon, wo es lang geht. Ja, ne? Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen jetzt hier aus der Stadt raus und sind gleich im Weingarten. Nee, wir sind jetzt unten gleich am Bahnhof. Nee, okay. Hauptsache, ich muss immer nur abchecken, ob irgendjemand die Kontrolle hat. Das ist immer gut. Sehen wir noch irgendeinen Turm? Nicht mehr wahrscheinlich. Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, ich finde das Thema Reisen jetzt auch halt wegen des Konzepts interessant. Übrigens hatte vorhin auch Bittersweet gefragt, wie ihr Skyline TV Live findet und was ihr verbessern würdet. Das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, die ich natürlich auch sehr interessant finde. Auch natürlich von Leuten, die so etwas jetzt erst seit ein, zwei Wochen kenne, die ich aber den Leuten halt im Stream eigentlich nicht stelle, weil ich mir denke, das ist jetzt für die Zuschauer vielleicht nicht interessant, aber jetzt hat Bittersweet die Frage gestellt. Und so kann ich sagen, er hat die Frage gestellt und brauche nicht mich zu genieren. Okay, also ich muss da, glaube ich, erstmal drüber nachdenken. Ist auch schwierig, ja. Ich wüsste... Ja, ich, wenn mir was dazu einfällt, würde ich es dir einfach per E-Mail schicken, wenn es okay ist. Okay. Genau. Und ich hoffe, es ist auch für Bittersweet okay. Du kannst ja dann dazu schreiben, ob ich die E-Mail vorlesen kann oder nicht, weil sonst gehe ich davon aus, dass ich sie nicht vorlesen kann, so wie die letzten Nachrichten zum Beispiel. Ja, hoffentlich hast du die jemanden. Nö, habe ich auch nicht. Okay. Nee, keine Sorge. Ich bin ein diskreter Mensch. Okay, schön. Sehef, sagst du es nochmal bitte? Nee, weil so viel gehört ja zur Professionalität auch dazu. Was der Chat noch wissen will, ist, ob ihr Snapchat, Instagram und was noch nutzt? Facebook. Twitter, ach so, Twitter. Das kenne ich auch noch, ja. Okay, also ich verwende nur Facebook und Instagram aktiv. Snapchat habe ich auch, mache ich manchmal auch ein bisschen, weil ich da halt so meine Freundinnen habe, denen ich gerne Snaps schicke, aber bin da jetzt nicht wirklich aktiv. Also richtig aktiv bin ich eigentlich hauptsächlich auf Instagram. Ja. Ja, ich auch. Ja. Instagram vor allem, ja. Facebook nicht mehr so. Ja, und Snapchat habe ich zwar, aber benutze ich es nicht. Es hat sich ausgefacebookt so langsam. Ja, so langsam. Es ist irgendwie nicht mehr so spannend. Vor allen Dingen auch, es wird immer unterstellt, dass da so Filterblasen am Werk sind und dass so ganz viele ganz komische Tweets dann kommen, auch politische und so weiter, aber ich habe immer nur diese ganzen fucking Katzenvideos und Facebook muss doch langsam herausbekommen, dass ich Katzen hasse. Das verstehe ich halt nicht, warum die das immer bei mir so... Da funktioniert der Algorithmus irgendwie nicht. Nee, total im Arsch, muss mich mal beschweren. Was postest du denn so auf Instagram für Fotos? Und darf man euch da followen, wird auch gleich im Chat gefragt, freundlicherweise. Ja. Alles Mögliche. Ja. Manchmal Bilder von Katzen. Nee. Auch Bilder von dir? Ja. Natürlich, ja. Also natürlich nicht, aber ja, dann Bilder von, weiß nicht. Von schönen Ereignissen zum Beispiel, oder? Ereignissen, schönen Dingen. So Blume geschenkt bekommen, so eine weiße Blume vom Laden da irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Ich muss mal bei Tageslicht anschauen. Ja, jetzt, wo du das so... ernst nimmst, wünsche ich mir eigentlich, ich hätte dir eine vernünftige Blume geschenkt. Also ich meine, das ist natürlich eine vernünftige Blume. Es ist so ein Lebewesen. Soll ich das nicht ernst nehmen, wenn ich was geschenkt bekomme? Ja, doch. Es ist auch ernst gemeint. Es ist auch ernste Blume so. Ja, Brunn TV sagt übrigens, der Ausschnitt ist online. Also Bimba meine ich. Und vielen Dank dafür. Auf euch kann man zählen. Oh, da steht schon irgendein Zug rum. Ich habe mir jetzt auch vor einer Woche einen Instagram-Account angelegt. Könnt ihr auch alle folgen? Ich habe schon reingeschaut. Ja, ich dachte, aber du bist da noch nicht so aktiv. Ich bin da wesentlich aktiver. Ich habe schon so viele Fotos gesammelt und vergesse jedes Mal, sie hochzuladen. Und dann, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Man kann online die Fotos nicht hochladen, wenn man auf dem Computer ist. Also man kann das nur mit der App machen. Ich weiß es nicht. Ich mache das nicht online. Also ich meine, ich nicht über Laptop oder Computer, sondern ich mache es halt immer über Smartphone. Ja, oder? Ja, also die meisten kennst du nur auf Smartphone. Das ist total seltsam. Genau, aber ich habe auf jeden Fall viele Fotos vorbereitet und muss die wirklich tatsächlich mal alle online stellen. Auch so wirklich so sinnlose. Also wirklich so, ich habe echt darauf geachtet, dass es richtig sinnfreie Essensfotos auch sind, um Instagram richtig zu verwenden, habe ich mir gedacht. Und bei den anderen Profilen agiere ich dann etwas vielfältiger. Da sieht man dann auch eher mein Gesicht und da mache ich dann so lustige Livestreams, wie zum Beispiel, warum wir jetzt eine Stunde später senden und so weiter. Okay. Ja. Also das ist, glaube ich, deiner. Das ist der tatsächlich, aber ja, der ist aber dunkel. Ja, aber der ist schon einfach früher da. Das ist meistens so. Ich würde halt sagen, wir gehen einfach schon mal auf ein Gleis. Ja. Dann verpasst du ihn auf keinen Fall. Aber du hast eigentlich noch 13 Minuten. 13 Minuten, ja. Ob der nach Ohlendorf fährt? Ja, der fährt nach Ohlendorf.
der um 22.53 Uhr, genau. Das ist immer ganz cool, wenn die Leute so zwischendurch dann auch nochmal nach dem Weg fragen. Ja, ich gucke nämlich selbst gerade nochmal nach. Was, das mit dem Gleis hast du dir auch gemerkt, Gleis 2, ja, tatsächlich. Es ist meistens Gleis 2, wenn man... Dann ist der das, hat. Aber warum ist er dunkel? Ist der ein geht Nachtzug. Dann, nee, ich glaube nicht, aber der geht dann, denke ich, an, wenn er, wenn es überhaupt da ist. Also. Ja, soll ich die Kamera halten? Aber du hast den Akku. Oh cool, ich wollte schon immer Kamerakind sein. Ich bin gleich fertig. Ja, hängst du mir einfach an, nimmst die Kamera, so. Denkst du, das ist der Akku? Oder höre ich mich ja selbst mit Kopfhörer? Okay. Oh, gerne, ja. Darfst du aber trotzdem weiterreden. Ich wollte schon immer Kamerakind sein. Genau. So, wo zoome ich denn jetzt sinnlos hin? Ah, hier ist auf manuell gestellt. Dann mache ich jetzt hier erstmal... So, hier Schild hier vorne, Reisezentrum. Von Konstanz fand ich so geil, dass da dann stand Zoll, zum Zoll rechts. Mhm. Ich habe mich gefragt, ja, okay, aber wer geht denn da jetzt ernsthaft hin? Weil, gibt es überhaupt noch irgendwas zu verzollen heutzutage? Oh, ich muss ins Mikrofon reden. Buh! Oh mein Gott, Adam. Man hat nichts gesehen, das war zu schnell. Oh, Gott sei Dank. Oh, da war noch irgendwie was anderes im Bild. So, hier Fahrräder, Fahrrad-TV. Boah, das ist aber echt spannend. Ich wüsste gar nicht als Kameramann, was ich hier einfangen soll. Wahnsinn. Alles klar. Das ist aber echt spannend, so Kameramann sein, ne? Also schon gesehen, man kann hier ganz, auf ganz viele Sachen reinzoomen und so weiter. Man hört sich immer selbst, ist auch schön. Oh, Zef, bist du eigentlich noch da? Ach so, okay. Was sagt denn der Chat so? Die wollen immer noch den Namen haben von Instagram. Wollt ihr den sagen oder lieber nicht? Nee. Nee. Tut mir leid. Nee, Chat. Tut mir leid. Der Name ist Hangui Adam FFM. Oder wie war mein Name bei Instagram? Ja, richtig, okay. Irgendwie so, ja. Ja, cool. Steht doch auch unter dem Livestream, oder? Ja, genau. Im Livestream sind alle Links zu allen sozialen Netzwerken. Auch Skyline TV bei Facebook, auch Adam Wolke bei Facebook. Als Adam Wolke mache ich bei Facebook immer so sinnlos Posts. Also Live-Übertragung dann auch, es ist immer alles live. Ich gehe dann in eine Sparkasse rein und dann sehe ich, dass der Automat aussieht wie so ein Spielautomat und dann mache ich darüber einen Livestream. Und das ist so Content, der ist überhaupt nicht hochwertig. Und deswegen landet er auch nicht bei YouTube, weil bei YouTube landen nur solche hochwertigen Geschichten. Jeden Donnerstag. Ich will halt die Leute nicht zu spammen. Und deswegen habe ich mir das bei Facebook mal gesichert. Hey, wollen wir auf Gleis 2? Ja, können wir machen. Ja, cool. Dann bist du. Bestimmt ist der... Auf der sicheren Seite. Ja, genau. Vielleicht ist der Empfang gleich weg. Aber hey, voll die coole Treppe. Ja, die ist ganz schick. Ja, Instagram finde ich an sich sehr interessant, weil es jetzt sehr in Mode gekommen ist. Aber letztendlich die Idee ja nur noch ist, einfach Bilder hochzuladen. Also ja, ich lade auch echt nur Bilder über meine wichtigsten Ereignisse in meinem Leben hoch. Ja. Gerade wenn ich auf Reisen bin oder so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Aber ich habe es mittlerweile so eingestellt, dass mir nicht jeder followen kann. Okay, das ist ja sowieso keinen Zweck jetzt gehabt, wenn der Name ja, weil ich dann selber noch entscheiden könnte, ob ich ihn freigeben würde oder nicht. Ja. Stimmt. Kann ich, ja. Genau. Okay, wir sind wieder oben. Okay. Weil natürlich kurz Empfang weg, weil wir da an den Katakomben waren. Okay, was mich nur wundert, ist, dass der Zug ja eigentlich in Friedrichshafen, oder weil wie war das, Friedrichshafen oder Friedrichsburg, losfährt? Friedrichshafen, wenn dann, ja. Ja, guck mal, Friedrichshafen Stadt, genau. Okay. Steht da irgendwie ein Delay oder so? Ja, ich guck mal gerade nach. Ja, guck mal. Nee, er soll gerade in Meckenbeuren sein. Okay. Wie witzig ist das denn, bitte? Dann kommt er von da, aber er kommt auf Gleis 2. Kommt er auf, steht Gleis 2? Da steht Gleis 2. Das ist ein Konflikt. Hm. Das heißt, der muss ausweichen. Da ist doch wirklich die Frage, ob es heute zu einem Crash kommt, weil der einfach keinen Platz macht. Er ist deaktiv, er ist ja dunkel. Was ist denn Zug? Der ist gerade in Meckenbeuren, oder wie? Meckenbeuren, ja, genau. Und gleich ist er in Ravensburg. Ich guck mal, ob die Tür zu öffnen ist. Dann, da mal schon. Ist schon zu, hast schon probiert, okay. Ja, dann brauche ich nicht mehr probieren. Weißt du, ob der nach unten fährt? Das weiß ich nicht. Hallo, ist da wer? Du hast, okay. Wir auch. Ich würde mir gerne mich so in sowas einschließen lassen, aber dann denke ich mir, schau mal, okay, wann der nach unten fährt. Also Abfahrtszeit ist
Also wann der von Ulm wegfährt, meinte ich. Ach so, wann ich dann in Ulm quasi... Ja. Genau, also ich komme kurz vor 12 an und dann um 1.16 Uhr soll ich in Ulm losfahren. Mhm, okay. Eine Stunde 19 Wartezeit, uiuiuiui. Eine Stunde 19, das kann doch nicht sein. Doch, das sind immer so diese Nachtverbindungen, die sind okay, also wenn der nicht creepy fahren sollte, dann fahre ich dich nach Ulm, das ist kein Ding. Wie, das ist doch voll weit, oder nicht? Nee, also von noch ein... Ja, ungefähr. 80 Kilometer wird getragen. Ja, auch eine Stunde. Ja, also bevor du jetzt hier nächtigen müsstest, würde ich dich auch nach Ulm fahren. Da hätten wir ja noch genug Zeit. Das ist sehr freundlich. Ich würde wahrscheinlich... also es ist ein bisschen schwierig, wenn du sowas vorschlägst auf einem Platz, wo andere Leute noch mithören, die dann wahrscheinlich auch wollen, dass du sie mit nach Ulm nimmst. Ja, würde ich auch machen. Also wenn ich nach Ulm fahre, dann kann ich auch ihn mitnehmen. Okay. Wäre kein Problem. Unbekannterweise. Okay. Das geht schon. Nee, nee, der sieht ganz pünktlich aus. Gibt es noch nette Fragen aus dem Chat oder sowas, Herr? Okay, sonst irgendwas? Die unterhalten sich alle mit Bittersweet. Worüber unterhalten sie sich? Die haben mich, wen haben sie geerdet bei Facebook? Mich. Ach, gegenseitig haben die sich geerdet. Ja, sind die nur mit sich selbst beschäftigt. Das ist alles eine kleine Familie. Okay, tatsächlich, schön. Ja. Ja, cool. Ja. Muss ja auch mal sein. Hey, wie sieht's denn um meine Haare aus? Habe ich wieder so einen Pony wie so ein russischer Dimitri? Passt. Okay. Ja, okay. Ich bin eitel geworden jetzt in der letzten Zeit, als mir das aufgefallen ist im Stream. Ja. Ja. Ich frage mich aber echt, wenn der auf 2 kommt. Chat sagt, ich soll das annehmen, weil das von, voll lieb wäre von dir. Ja, aber wenn der Zug kommt, dann kommt der Zug. Was denkt er denn eigentlich, dass ich dann sie nochmal fahren lasse, obwohl der Zug kommt? Also manchmal frage ich mich schon, auf welcher Welt die leben. Aber wenn ich dann weiß, okay, die erden sich sowieso alle gegenseitig bei Facebook, dann ist mir das auch klar. Okay. Der Chat dankt euch übrigens dann auch noch für den schönen Abend. Ja, hoffentlich war er schön für den Chat. Ja. Doch. Schön. Sonst würden sie es ja nicht schreiben. Wird bemerkt. Okay. Ja. Aber das interessiert mich jetzt schon, wie gleich hier der Zug durch die Gegend geschoben wird. Ja. Also Information zu ICE 40 nach Ulm, Abfahrt 22.53 Uhr, heute von Gleis 3, ich wiederhole, ICE 40, ich wollte es gerade sagen, ja. Nach Ulm, Abfahrt 22.53 Uhr, Sissi will einmal erwähnt werden. Wer ist Sissi? Sissi ist die Freundin von Smash. Ah, hallo Sissi. Die war mal in Saarbrücken mit dabei, aber nur so als Komparsendarstellerin. Die hat, doch, irgendwann hat sie ein bisschen mehr geredet, genau. Am Anfang war sie so ein bisschen mit dabei, kam erstmal so langsam rein und da konnten die Leute sie kennenlernen. Das war Sissi. Okay. Ja. Sissi sagt danke. Bitte, gerne. Hast du sie überhaupt erwähnt? Oder ja, habe ich nur ganz gesabbelt? Ich habe hallo Sissi gesagt. Ach so, okay. Während du gesabbelt hast. Ja. Wollen wir noch beliebige Sätze mit Sissi bilden? Zum Beispiel... Euch lispelt auch. Das ist ganz schlimm mit solchen Wörtern mit S. Ach so. Ich dachte, das wäre Dialekt oder so. Nein. Ich lispel. Ja, aber jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, ich lispel, dann hört man dich gar nicht lispeln. Oder ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, du hast dich schon dran gewöhnt. Ich glaube, du hast dich schon... Doch, da hört man es leichter. Ja. Ist ja, nur aber, auch ein leichtes, aber ich... Genau. Ja, hab ja. Schwierigkeiten mit S-Wörtern. Ach, dann sag doch, das ist Dialekt oder Akzent oder so. Mhm, mach ich okay. Auch immer bei meinen Sachen. Okay. Und wenn ich mich grammatikalisch völlig vertue, sage ich, ach ja, wie heißt denn das auf Deutsch nochmal, obwohl ich Deutscher bin? Das hat keinen Sinn, Mann. Dann tue ich immer so, als wenn ich irgendwie 6 Monate gerade in L.A. war und dann sage ich, ja, ich war jetzt eine längere Zeit weg. Obwohl die Leute dokumentiert sehen, dass ich jeden Donnerstag in Deutschland bin, weil die... Ja, naja, lange Geschichte. Okay, dann bilde du einen beliebigen Satz mit Sissi. Oh, was für einen beliebigen Satz? Chat sagt außerdem, das ist ein süßes Lispel. Schlag mal was vor. Kennst du Fu mal Fahrer? Oder Fu und Fahrer? Zur ersten Klasse? Okay, dann wir machen eine gute Nachtgeschichte mit Sascha und Sissi. Oder dann lass uns gleich Smash und Sissi sagen. Das passt zusammen, weil der Typ ja auch Smash heißt, der, okay. Der Freund von Sissi ist. Smash und Sissi fahren in einer Gondel den Berg hinauf. Sowas zum Beispiel. So völlig random einfach. Kann auch generisch klingen.
Sissy und Smash versuchen, die Tür eines geschlossenen Zuges zu öffnen. Einfach nur erwähnen, so, das geht quasi darum, dass Sissy am Ende sagen kann, oh, ich wurde heute 6-mal genannt. Sissy und Smash mögen gerne Blumen. Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist mir auch schon aufgefallen, je einfacher manchmal Sachen werden, desto schwieriger wird es, dazu was zu erfinden. Ja. Ja. Das habe ich auch bei mir, ich mache Impro-Theater nebenbei und das ist mir dann auch häufig aufgefallen, dass je einfacher, desto schwieriger. Ja. Das ist genau dieses Phänomen, ja sag mal was, weil man hat die Bandbreite von allen Sätzen, die man sagen kann und dann kommt nichts raus. Fällt einem keiner ein. Ja. So geht es mir auch oft. Ich habe das Gefühl, du willst noch was sagen. Und ich ich denke noch über Sissy-Sätze nach. Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Sissy saß sitzend auf Smash. Ein S-Satz. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz... Sissy und Smash aus Sassnitz suchten ihre 7 Sachen. Das wäre auch nicht schlecht. Chat beteiligt sich sehr produktiv. So, wie machen wir das denn jetzt? Also gleich kommt der Zug, da muss ich auch einsteigen. Das heißt, ich habe jetzt aus dem Rucksack habe ich alle Sachen. Die Kamera würde ich dann gleich nehmen mit dem Akku. Und dann habe ich alles, oder? Wenn ich das wir gleich... Ich brauche halt das Kabel. Ach so, das Kabel. Ach so, dann kann ich ja gar nicht weiterhalten, die Kamera. Da muss ich mich tatsächlich gleich verabschieden. Wo ist denn das kaputte Ding? Habe ich das eingesteckt? Okay, gut. Ja. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Nö, genau. Dann, wie viel Zeit haben wir noch? Dann würde ich nämlich gleich 3 Minuten. Dann werde ich mich in 1 Minute verabschieden, ganz offiziell. Und dann kann man das Ganze zu einem Ende führen. Und dann, finde ich, haben wir echt gut verlängert, auch dafür, dass wir 22 Uhr reguläres Ende haben und das immer alles so planmäßig machen. Klar, jetzt für einen Cocktail hat es nicht gereicht, aber dann beim nächsten Mal... Wenn die Leute wieder auf die Idee kommen, mich da nach Süddeutschland zu schicken, dann vielleicht ja wieder, wenn ihr dann Lust habt. Ja. Dann haben wir nämlich die Burg dann schon abgehakt und dann geht's mit lustigen Zombies weiter. Also halt nur alle, die nicht fahren müssen. Gestaltet sich immer schwierig, wenn man aus einem Dorf kommt. Nicht fahren zu müssen. Ach so, nicht fahren zu müssen. Ja. Genau. Wie ist die Busversorgung so zu dir? Nicht so gut. So wie bei mir früher, so einmal pro Stunde und dann aber nur bis 18 Uhr? Ja, so bis 20 Uhr, glaube ich. Oder ja. Nee, bis 12 kann man sogar echt noch heim, aber da danach nicht mehr. Und dann, aber nach 22 Uhr wird das schon mit 3-mal umsteigen ja, und dann dauert es 2,5 Stunden. Ja, allstündlich dann noch bis 12. Ja, dann. Richtig eklig. Ja. Deswegen liebe ich es, in die Großstadt gezogen zu sein. Aber ich vertrage halt auch nicht viel Alkohol, darum fahre ich sowieso immer lieber. Ja. Genau. Ja. Gut, es ist jetzt, glaube ich, unglaubwürdig, wenn ich sage, ich vertrage auch nicht viel Alkohol und es wirkt bei mir schnell, weil ich wenig trinke und so weiter. Deswegen lasse ich das. So, aber da haben wir ja dann eine Expertin, die dann uns dann schon was vortrinken kann. Jetzt gelte ich hier als die Alkoholexpertin. Nö, zumindest als eine, die weiß, was sie verträgt. Ja, und ja. 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 Okay. Ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Das war cool. Das war eine Entlastung, die seinesgleichen sucht. Okay, schön, freut uns. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, das kann ich nur so wiedergeben. Nächste Woche sind wir dann in Hamburg. Vielen Dank, Chris an der Kamera. Nicht der Hamburg-Chris übrigens, sondern, also nicht der Chris von Alsterfilm, sondern der Ravensburger-Chris, sage ich jetzt einfach mal. Vielen Dank für CF in die Regie. Vielen Dank Polarstorm, der diesen ganzen Kram jetzt noch irgendwie highlighten darf, der sich selbst überlegen darf, was jetzt alles highlight-würdig ist und das dann mit mir absprechen darf. Und ja, vielen Dank, lieber interaktiver Chat. Und ein ganz besonderer Dank auch nochmal an den Seefang? Seefang? Walfisch. Walfisch. Für diese ultra teure Blume. Und alle Einwohner von Ravensburg und Weingarten. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Wir bleiben in Kontakt.